Liebster Augustin, ich hoffe, ich habe deine grauen Lungen nicht mit meinem Dampf gereizt. Tauch, 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 tauch. Die Lage in den Staaten hat sich drastisch verschlechtert, da die diesjährige Kürbisernte einer unerwarteten Erdraupenplage anheimgefallen ist. Tauch, 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 tauch. Peter, es ist 4 Uhr morgens. Komm ins Bett. Ehekonflikte verhexen weiterhin meinen Geist. Lasst es soweit nicht kommen, Freunde. Vereinfacht eure Korrespondenz und rettet eure Ehe. Kauft bei Hörner. Denn schicke Füllfederhalter mit integriertem Tintenreservoir gibt es dort in diversen Designs. 3 davon will ich euch vorstellen. Den Imperius-Füller aus dunklem Edenholz, schreibt besonders gut mit Tinte rot wie Blut auf Papier so weiß wie Schnee. Dann den Füllfederhalter Model One für die Schachspieler unter den Schriftstellern und schließlich das Design Terra für jene mit hochfahrenden territorialen Ambitionen. Zufälligerweise besitzt auch der Schattenmacher so einen. Freunde, wer bei Hörner nicht fündig wird, der sucht nicht. Alle anderen folgen dem Link in der Videobeschreibung. Schreibwaren von Hörner. Und wer etwas anderes kauft, mit dem werden wir ein Wörtchen zu sprechen haben. I just want to talk to him. Why do you have a shotgun? I just want to talk to him. Dad, this is ridiculous. I just want to talk to him. I just want to talk to him. I just want to talk to him. It is not his fault. I just want to shoot him. I just want to talk to him. You can't shoot him. Wait, what? What are you doing? So, einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Heute haben wir was Besonderes für euch beim betreuten Kacken. Heute haben wir quasi eine Art Militär-Special. Und zwar werden wir uns einmal auf Klo ansehen. Hier sehen wir schon gerade einen wunderschönen Screenshot von der Folge, die wir uns ansehen werden. Also dieses wahnsinnige Funkformat, das sich an Teenager-Mädchen richtet. Dort wurde Anastasia Biefang, unser Lieblingseinhorn von der Bundeswehr, interviewt. Darüber halt, wie das zusammengeht mit der ganzen Queerness und dem Heer und so weiter und so fort. Und danach werden wir uns ansehen, wie ein Soldat diskutiert mit einem Typen von der Linksjugend, der Militär an sich ablehnt. Ja, sollte eine interessante Geschichte werden. Und ich war gerade schon drauf und dran, Shatti einzuweihen, was es mit der Wacken-Geschichte, also dem Meme-Game um Wacken, zu tun hat auf Twitter. Dachte mir dann aber, als ich so in Fahrt geriet, das könnte man einfach live machen, weil das eigentlich ganz witzig ist. Du hast bisher nur mitbekommen, dass da irgendwas ist und nicht was, ne? Genau, genau. Ich bin noch jungfräulich. Genau. Also erstmal, wir sehen hier schon eine Menge Schlamm. Ne? Das ist das erste Problem, was die da auf Wacken haben. Also bei diesem Metal-Konzert, was einmal im Jahr stattfindet. Alles ist voll mit Schlamm, was teilweise dann auch lustig aussah, wenn die Leute da irgendwie versuchen, drauf zu hüpfen und dann umfallen und so weiter und so fort. Und dann hat halt jemand ein Foto gepostet von einem Stück Scheiße, einem Haufen Scheiße, wortwörtliche Scheiße, in einem Zelt. Und hat gesagt, hey, was soll das? Ihr habt einfach in mein Zelt geschissen. Daraufhin kamen ganz viele Metal-Leute und Wacken-Leute und so weiter und haben gesagt, nein, 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 dieses Bild ist von 2016. Dann kam auch ein Community-Hinweis auf Twitter und so weiter. Und daraufhin haben die Leute angefangen, halt alle möglichen Abstrusitäten darunter zu posten. Ne? Also alles komplett Wahnsinnige von Wacken, einfach nur um die zu verarschen. Genau, warte mal, ein paar Beispiele. Genau, hier, Polizeichef Prigo Schneider beschwert sich vergangenen Abend lautstark in einer Fernsehansprache über brutalste Angriffe auf seine Beamten. Soundtechnik und Equipment der Band Below Zero verursacht auf der Anreise zum Wacken-Festival leider Stau und stockenden Verkehr. Wir bitten Sie, die A23 Richtung Flensburg zu meiden. warte. Weiter Heichelacke. Die Polizisten haben auch am Freitagmorgen wieder alle Hände voll zu tun. Genau, hier haben wir noch Helmchen, der gute Ronsheimer auf dem Weg nach Wacken. Hier ein bisschen heftig. Die Überbleibsel eines Moshpits in Wacken. Wie lange wollen sie uns das Märchen der friedlichen Metal-Fans doch erzählen? Ja, halt solche Sachen. Ne? Und unter dem Hashtag Wacken ist Songkram alles, was man noch findet. Ne? Also hier auf dem Wacken-Festival wurde ich als 16-Jähriger von diesen Leuten, also Bundeswehr, angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, Zitat, ein paar Russenköpfe wegzusammeln wie in Call of Duty, bloß in echt. Als ich dankend ablehnte, sagte mir der Mann in Camouflagejacke, dass ich kein echter Deutscher sei. Ja. Wunderschön. Ja. Ja, haben die Leute, sind die Leute mad auf Wacken? Also ich habe gehört, dass das in letzter Zeit immer kommerzialisierter geworden ist und dass es deshalb eine Entfremdung zwischen
Betreiber und Volk gegeben hat da. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es deshalb so abgegangen. Ja, das kann sein. Ich glaube, es war auch Streisand-Effekt, ne? Weil die halt diesen einen Poster mit dem Haufen Scheiße, und die waren halt, also auch unter den Posts, die wir hier haben, ne, ist da eine ernsthafte Entrüstung. Einer von mir ist viral gegangen, warte mal, das war der, wo ich Chemnitz gebracht habe, also die Hetzjagd. Ne? Da habe ich halt gesagt, ja, hier, dort haben Metal-Fans eine regelrechte Hetzjagd auf Menschen anderen Musikgeschmacks veranstaltet. Und hier sind ganz viele so Doofboomer drüber und drunter und irgendwelche Metal-Leute, die halt kommen von wegen, hier, schon klar, dass Fuck-AfD-Fangirl Theresa Finn dreist und dumm genug ist, Fakes zu teilen. Man sieht dort keine Szenen aus Wacken. Die Leute dort sind tolerant, im Gegensatz zu den Fuck-Nazis im Video, Chemnitz. Und so weiter. Ne? Hier auch 27 Likes. Immer diese Fake-Posts. Das Video ist alt und nicht auf dem Wacken-Festival. Also die versuchen halt alle so die Ehre von ihrem scheiß Festival da zu verteidigen, was diese gesamte Geschichte losgetreten hat. Ne? Also diese Kommentare unter all diesen Posts machen es dann witzig, wenn es halt so Absurditäten sind. Ja. Tja. Also, so ein Wacken-Festival, naja, tolerant. Von mir aus. Aber da sind ja nur Weiße. Also ich glaube, die Metal-Szene ist nach wie vor sehr arisch dominiert. Ja, und tolerant nicht uns gegenüber, ne? Also, wenn wir da kommen würden und sagen würden, hey Leute, ja, weiß so ich nicht. Also, es gibt bei Metal bestimmt auch genug Rechte. Ja, das will ich mal nicht in Abrede stellen, aber offiziell bestimmt nicht, ja. Lustigerweise, ich habe heute einen alten rechten Song, also wirklich altrechten Song, nicht mehr gefunden, den ich eigentlich auch zu einem Wacken-Meme machen wollte. Und zwar, wärst du nur in Istanbul geblieben von den faschistischen Vier. Da wollte ich dann eigentlich so ein Video machen von irgendeinem Wacken-Konzert und dann halt mit so Gejubel diesen Song drauf. Ne? Wärst du bloß in Istanbul geblieben, kleiner Ali, du wirst nie ein Deutscher sein. Und dann so jubelnde Fans da drunter. Und ich wollte dazu einfach schreiben, hallo, geht's noch? Doch, Hashtag Wacken. Twitter ist so geil geworden, aber leider ist der Song überall gebannt. Okay, ja. Gut. Ja, in einer Welt, in der wir nicht ständig gebannt würden, würde ich das alles für eine ziemlich lustige Idee halten. Aber irgendwie habe ich im Hinterkopf immer das Gefühl, Schlomo, du irgendwann wirst du dafür weggehauen. Ich bringe solche Dinge aber immer nur quasi mit doppeltem Boden. Ich sage dann immer, oh, was ist denn das für eine Scheiße? Diese Nazis machen wieder. Also ich glaube, so ein gewisser Schutz für die Welthölzer weggehauen. Und nicht für was explizit Politisches. Also auch für einen Scherz. Also, naja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Tja, gut. Genau, heute geht's um Enz hier bei der Bundeswehr, Anastasia Biefang, die gute Frau, in Anführungszeichen, die schon mal in einem Funkformat gesagt hat, ich lasse mich gerne in Darkrooms durchvögeln, ja, so richtig durchbumsen, also ich finde das geil. Ungefähr das war ihr Wortlaut, glaube ich, ne? Ja. Ja, mir fällt gerade auf. Auf Klo, die haben betreutes Kacken gemacht, bevor es cool war. Ja, stimmt. Ja, beim Thema Trans-Ensens und Bundeswehr bzw. Militär wollte ich kurz nochmal auf die gute Dame hier zu sprechen kommen. Dame wieder in Anführungszeichen. Selenskyj hat jetzt eine Trans-Frau zur Sprecherin der ukrainischen Armee gemacht. Der hat dann auch bekannt gegeben, dass Gonzalo Lira, die Geisel der Ukraine, endlich wieder in Gefangenschaft ist. Also die Ukrainer können wieder ruhig schlafen. Ja, ich finde es halt, also vor allem bei so einem wirklich ernsthaften Krieg, der wirklich an die Substanz geht, ne, wo ordentlich Leute verheizt werden und so, dann dieses Signal halt an den Westen, hey, wir werden kulturell genau so ein buntes Shithole werden wie ihr. Also das musst du, für die Moral, du kannst mir nicht erzählen, dass das gut ist für die Moral. Also das, ja, soweit die das mitbekommen, finden die das doch richtig scheiße. Kann ich jetzt auch schon nicht mehr ernst nehmen. Also ich habe schon ein paar brutale Videos aus der Ukraine gesehen, wo von Soldaten getroffen oder sowas. Aber wenn ich das sehe, denke ich mir alles, also emotional wird das bei mir dann doch einkategorisiert, war ein Film oder sowas, war eine Satire, egal. Also ich kann das dann, selbst das reale Leid, was da durchaus passieren mag, nicht mehr so richtig ernst nehmen, wenn die Clownwelt sich da zu sehr einmischt, weil das in meinem Kopf dann emotional in einer anderen Kategorie landet. Ja, absolut, absolut. Und dann stell dir vor, du bist nur Soldat, ne? Im Endeffekt sagen die ja hier den Soldaten durch die Blume, wo die Reise hingehen wird, wenn sie gewinnen, ne? Ja. Wenn ihr verliert, ja gut, dann werdet ihr jetzt mit der russisch-orthodoxen Kirche konfrontiert und ihr werdet Teil von Russland. Wenn ihr gewinnt, dann kommt das. So, keine Ahnung. Immerhin hat man nicht, keine Ahnung, den Soldaten, die damals im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, so Bilder gezeigt, hey, das hier ist Drag Queen Story Hour, das wird dann in 100 Jahren hier die Norm sein. Ja, ja. Also, ja, ja. Ich mein, Propaganda hat damals auf beiden Seiten tatsächlich noch ungefähr gleich funktioniert. Du hast da irgendwelche stahlkinnigen Supersoldaten nach der damaligen Vorstellung
die auf Plakate gedruckt und gesagt, ja, das sind wir, dafür kämpft ihr und jetzt geht's los. Ja. Tja, ich denke auch, das ist eher für den Außerlandeskonsum gedacht, ne? Das ist eher halt gedacht, im Endeffekt für unsere Eliten, ne? Das ist gedacht, ja, damit die sehen, die machen, was sie wollen. Du kannst halt nicht Propaganda ständig kompartmentalisieren in das ist für außen, das ist für innen oder es widerspricht sich alles komplett und erwarten, dass das lang stabil wird. Also wie gesagt, es funktioniert schon bei mir nicht. Ich nehme diesen Krieg jetzt weniger ernst. Ich kann reale Tote, reale von irgendwelchen Minen weggesprengte Soldaten jetzt schon weniger ernst nehmen. Einfach, weil es bei mir verquickt ist mit dieser ganzen Clownshow. Ja, ich kann es verstehen. Gut, dann kommen wir zu unserer Clownshow. Übrigens, wenn wir irgendwann mal heißen Krieg haben, ne, mit Russland, mit China oder so, also wo wir wirklich dann ordentlich Leute verbraten und so, dann wird auch das hier das Gesicht sein, was uns das alles verkauft. Also da können wir Gift drauf nehmen. Wenn das schon in der Ukraine so ist, wird das bei uns dreimal so sein. Ne? Die steht dann da auf ihrem Einhornpanzer und wird uns erzählen so, hey Leute, heute sind wieder 5000 russische Invasoren in die Hölle geschickt worden, slay. Irgendwie so. Ja, ich meine, wenn Krieg gegen Russland ist, ich würde mich niemals, ich würde einfach nicht kämpfen über irgendeinen lokalen Partisanenverbund hinaus. Also wenn ich jetzt in irgendeinem Dorf wäre und die machen da hier Heimatschutz oder sowas, da könnte ich mich für melden. Das ist noch in Kontexten, die ich nachvollziehen kann, aber ich würde halt nicht in einer Armee kämpfen, die von Robert Habeck und Annalena Baerbock befehligt wird. Ist mir scheißegal, worum es geht oder gegen wen, das ist unter diesen Konditionen nicht. Ja. Man soll sich halt nicht mit einer Soldatin anlegen, ne? Wir kämpfen halt bis zum bitteren Ende. Leute, heute geht's um ein Thema, bei dem wir als Off-Klo-Team ein bisschen befangen an die Sache rangegangen sind, weil wir dachten, es gibt so viel zu besprechen. Deswegen bleibt bitte bis zum Ende dran. Befangen? Inwiefern befangen? Weil das ein Transens ist? Ihr habt doch immer irgendwas Komisches da. Ich glaube eher, weil sie sich schon auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie die Bundeswehr scheiße finden. Ja gut, und das wird dann quasi ein differenzierteres Bild vermitteln. Also ja, Militär scheiße, aber guck mal, die haben einen Transformer. Das ändert alles. What the fuck, I love the Bundeswehr now. Wir reden heute über die Bundeswehr. Beziehungsweise nicht wirklich, es geht um eine ganz besondere individuelle Geschichte. Ich muss gestehen, vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe ich mich gar nicht wirklich im Detail mit der Bundeswehr beschäftigt, wenn dann überhaupt mit der Kritik, also die Nähe zu rechten Netzwerken. Ja, wie war das noch? Ein Soldat, also der große Skandal, wie hieß der nochmal? Ein Soldat wurde ja gefeuert und dann wieder rehabilitiert, vollkommen nach einer riesen Hetzkampagne, weil er von einem Kumpel, der so Antaios-Bücher gepostet hatte, irgendwie ein Bild von einer Tasse Kaffee geliked hatte. Und auf dem Bild sah man am Rand auch ein Antaios-Buch. Ne? Das waren die rechten Umtriebe, die dann der Skandal waren für ein halbes Jahr. Ja, also erstmal kauft natürlich Antaios-Bücher. Marcel Bonat. Die sind gut. Marcel Bonat hieß der. Aber ja, auch diese ganzen rechten Netzwerke, jede Armee, also ich meine, jede vernünftige Armee ist rechtsextrem oder linksextrem. Auf jeden Fall extrem. Sie ist nicht feministisch. Das hat Klonowski mal geschrieben und das stimmt halt. Du kannst dich vielleicht ein bisschen disziplinieren und ein bisschen auf die Optik achten, aber eben, wer meldet sich für die Armee und was ist das für ein Anforderungsprofil? Gerade bei den Mannschaftsgraden, die jetzt auch nicht ständig durch zig Schulungen gegangen sind, ne? Sie müssen halt ihren Kopf hinhalten für ihr Land und damit du das machst, ist eine Einstellung vonnöten, die einen großen Strukturkonservativismus nämlich mal voraussetzt, einen großen Bezug auf Tradition und Ehre und Blut und Boden und sowas. Und da liegt es ja nah, dass es da die rechtsextreme Tendenzen häufiger gibt, also in Anführungsstrichen natürlich wieder. Man weiß ja nicht, wie weit geht das, ist das alles aufgebauscht und wahrscheinlich ist es das. Und ich, also, dass das häufiger vorkommt in der allgemeinen Bevölkerung, ist für mich eigentlich klar. Aber was der eigentliche Punkt ist und wovon ich eigentlich relativ überzeugt bin, diese ganzen, ich weiß nicht, Hitler-Memes oder sowas, die es in der Armee vielleicht hier und da noch geben mag, die würden aufhören, sobald Deutschland irgendwas repräsentiert, worauf diese Leute sich beziehen könnten. Ja. Wären wir eine vernünftige Armee, wären wir ein vernünftiges Land, bräuchte es Hitler in der Armee sozusagen nicht. Das würde keinen interessieren. Das würde dann so viel Meme-Potenzial haben, oder ungefähr so viel, wie die, ich weiß nicht, preußische Armee des 18. Jahrhunderts, ja, das ist dann nur noch eine historische Komponente und bezogen wird sich auf das, was wir jetzt haben.
queere Personen bei der Bundeswehr, die von ihren Erfahrungen berichten. Aber so richtig mal selber nachgefragt habe ich noch nicht. Und das werden wir heute ändern. Heute reden wir über deine Geschichte, Anastasia. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Du bist. Ich finde auch die Optik direkt interessant, ne? Also Enz wirkt nicht einmal so, als wollte Enz wirklich als Frau durchgehen, ne? Das wirkt so wie irgendein halt homosexueller Mann, der sich so ein bisschen herausgeputzt hat für den Christopher Street Day oder so, aber nicht wie jemand, der wirklich als Frau wirken will, ne? Ja, hier, irgendwie so eine Art Ausschnitt, auch das könnte einfach so ein homosexuelles Fetischding sein. Die ist halt so markant männlich, ne? Also dermaßen markant männlich und wird dann auch nicht irgendwie umrahmt von einer Perücke oder keine Ahnung, sonst wie langen Haaren oder so, sondern einfach, also diese markante, dicke, fette Nase und so weiter, die lacht uns einfach ins Gesicht. Und dennoch muss die Absurdität ausgesprochen werden, dass das eine Anastasia, eine Frau wäre. Bei uns bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Du bist selber Teil der queeren Community und du arbeitest für die Bundeswehr. Wir reden gleich darüber, wie du selber Probleme mit deinem Arbeitgeber bekommen hast. Aber erzähl doch erstmal, warum Bundeswehr? Was ist passiert? Ich bin 1994 eingezogen worden, da war ich 20. Ich bin dabei geblieben und jetzt ist knapp 28 Jahre her. Mhm. Gab es irgendeine Überzeugung, die dich auch dazu gebracht hat, die Karriereleiter bei der Bundeswehr eben auch hochzuklettern? Nee, der Dienst hat mir einfach Spaß gemacht. Ich fand ihn sehr herausfordernd. Ich mochte die Führungspositionen, die ich hatte und die Möglichkeiten zu gestalten im Dienst. Aber auch einer sehr anstrengend. Damit meine ich nicht nur körperlich, sondern auch tatsächlich, wo du auch oft dich fragen musst, ne, passt der mit meinen eigenen Werten noch überein? Du hast ja selber gesagt, Militär ist ja auch eine schwere Institution. Und ich sage auch immer, es darf jeder natürlich Militär scheiße finden, das ist in Ordnung. Man soll sich aber trotzdem vielleicht mit der Bundeswehr als Institution auseinandersetzen und auch nicht vergessen, dass Menschen dort trotzdem dienen und die bestimmt sich auch Gedanken dazu gemacht haben, warum sie dort dienen. Das ist Anastasia. Sie ist stellvertretend. Okay, das war jetzt relativ clean, aber. Politische Aussage, ne? Also nichts gesagt im Endeffekt. Darf man scheiße finden, aber wir sind Menschen. Ja, ich glaube, die ist ja Offizierin. Stell dir vor, du hast hinter dir zu dienen. Stell dir vor, du musst Befehle empfangen. Lustigerweise, ich hatte vor einer Weile Kontakt mit jemandem, der hatte, also auf jeden Fall jemanden beim Bund. Und ja, der kannte Leute, die unter Enz gedient haben. Da stelle ich mir demoralisierend vor. Ja, ich auch. Ich finde, ist auch irgendwo komisch, ne? Warum ist sie bei der Bundeswehr geblieben, wenn die so einen komischen Paradiesvogel-Lebensstil leben will. Also, ich meine, sogar noch für so eine Absicht? Sogar noch für so ein Enz lässt sie es raushängen. Ne? Ich sehe jetzt nicht den großen Oberstfeldwebel. Was genau ist ihr Rang? Sein Rang. Oberstleutnant. Ne? Das ist doch, also ich sehe nicht irgendeinen Oberstleutnant durch die Talkshows tingeln und darüber reden, wie er auf irgendwelchen Fetisch-Swinger-Partys sonst wie viele Schlampen wegvögelt und so weiter. Ne? Oh ja, ich stecke richtig gern meinen dicken Lörres in so eine Schlampe rein. Oh ja, das ist richtig geil. Ich nehme an, der würde dafür diszipliniert werden und in jeder vernünftigen Armee ginge das auch nicht. Ich meine, der wäre raus, zu Recht. Bei Enz ist halt kein Problem, ne? Also bei Enz gehört es zum guten Ton. Im Endeffekt, alles Sexuelle, was ein Enz redet, ist okay. Weil es ist ein Enz. Also das gehört zu seinem Enz-Sein und wenn man ihm das absprechen würde, dann wäre es halt Enz-feindlich. Ja. Vorsitzende bei Queer BW und Oberleutnantin bei der Bundeswehr. 1994 ist sie der Bundeswehr beigetreten und hat Pädagogik studiert. 2015 outete sie sich als Transperson in der Bundeswehr. Sie sagt, sie habe damals Vorgesetzte gehabt, die ihr geholfen und sie unterstützt haben. Für Anastasia lief also. Ich finde irgendwie, die sieht aus wie der Typ, dieser Sänger von der Band, die wir dieses Jahr zu Eurovision geschickt haben. Vielleicht macht auch die Transflagge das etwas, aber ist Blood and Glitter, so ein bisschen so. Alles erstmal ganz gut, aber das muss nicht die Regel sein. Bis in das Jahr 2000 wurden schwule Soldaten nicht zu Bundeswehrsoldaten ernannt und unehrenhaft entlassen. So wurden ihnen Karrieren als Offiziere verwehrt. Man muss sowas immer mit Vorsicht genießen, aber wie sich das auch verhalten mag, hier wird wieder an der Uhr gedreht, ne? Was eigentlich ein Riesenproblem, das dem Linken
Sieg und der linken Strategie inhärent ist, wieder mal offenbart. Sie brauchen all diese furchtbaren Zustände, die sie ja beseitigen, und die müssen dann immer mal wieder in die Jetztzeit geholt werden aus der Vergangenheit, denn ansonsten, wofür kämpft man noch? Ne? Wir haben alles abgeräumt, ja toll, wofür brauchen wir euch dann noch? Ne? Deswegen muss immer wieder an der Uhr gedreht werden. Und bringt doch mal die andere Geschichte rein. Ne? Bringt doch mal das, mit dem ich werde dann im Darkroom durchgevögelt rein. Das war in einem von euren Formaten. Anastasia sich reduziere auf ein Sexobjekt und ihre Autorität untergrabe. Anastasia, warum versuchst du gegen den Verweis zu klagen, statt einfach alles hinzuschmeißen? Lass uns mal über die Zeit bei der Bundeswehr sprechen, als du mit deinem Outing zu tun hattest. Du sagst overall, das ist gut verlaufen, aber... Gibt es eigentlich irgendeine Trennlinie zwischen dem Outing als irgendein Ends und dann irgendeinem vollkommen degenerierten Verhalten, das man sexuell an den Tag legt und das man raushängen lässt in der Öffentlichkeit? Gibt es da irgendeine Separationslinie zwischen? Oder ist Kritik an dem einen immer auch Kritik an dem anderen? To be honest, frage ich mich, was ist da noch so passiert? Erzähl doch nochmal, wie war da deine Erfahrung? Es war für alle neu. So, wie gehen wir damit um? Was heißt das Ganze? Es war ein Weg, wo ich mich selbst orientieren musste durch das System. Ich kannte es ja eine ganze Zeit schon lang, ne, so 21 Jahre dabei. Und deswegen auch so dankbar bin, dass meine Vorgesetzten, auch meine KameradInnen, mir sehr viel Unterstützung angedient haben. Also Unterstützung heißt einfach nur für jemanden da sein, ein Netzwerk zu haben, wo du auch mal fallen lassen kannst, wo du verstanden wirst. Wie sah das im Alltag aus? Was heißt, sich fallen lassen können? Das heißt, wenn du einfach mal denkst, oh, keine Ahnung, die Hormone, heute hauen sie mal echt daneben, ne? Dein fucking Vorgesetzter beim Militär, ein Mann, kommt von wegen, oh, heute habe ich den Hormon, also ich weiß auch nicht, oh, könnt ihr mal heute alles für mich machen? Gute Werbung für mehr von denen. Muss ich ja dran gewöhnen, ne? An Östrogen, ne? War ja auch erstmal eine Erfahrung für mich. Sagst, oh, mir geht's heute gerade nicht so gut, dass du Verständnis dafür hast. Ja. Oder dass die einfach erkennen, dass hier dein Alltag sich auf einmal ändert. Weil du ja durch die Transition ja auch sehr viele Schritte durchführen musst und so weiter und so fort. Sei es von der Personenstandsänderung, sei es auch medizinisch. Auf einmal hast du mehr Arzttermine, als du vorher in deinem Leben hattest. Und das war natürlich auch schön, dass dann die Menschen trotzdem sehr früh bereit waren und fähig zu sein, sagen, Frau. Hatten die Menschen wirklich eine Wahl? Ist ja eigentlich die Frage. Ne? Auch dieses ewig, also erstmal klar, was wäre mit ihnen passiert, hätten sie es öffentlich in Abrede gestellt. Aber es ist auch immer dieses scheiß Tolerieren von allem und jedem, dass das so eine positive Eigenschaft des Menschen ist. Das ist im Wesentlichen erstmal Duckmäusertum und einfach Desinteresse. Also wenn ich alles toleriere, dann zeige ich auch einfach ein riesiges Desinteresse und eine mangelnde Bereitschaft, irgendwas zu gatekeepen, irgendwas reinzuhalten. Das ist keine gute Eigenschaft, das ist auch keine Toleranz, das ist Feigheit. In den allermeisten Fällen ist es das. Es ist eigentlich ein genialer Schachzug, den unser System vollzogen hat. Ja. Ne? Unter wirklich dem Deckmantel, der auch von den meisten Leuten grob gekauft wird, der Tugendhaftigkeit und dem auf die Gefühle achten von anderen, der Empathie und so weiter, zu verkaufen, dass du einfach nur ein Duckmäuser sein musst. Ne? Das ist schon relativ genial. Ich meine, wie viele Dinge in unserer Gesellschaft gibt es noch, bei denen wir sagen, okay, du machst dies oder das und du bist raus. Und das ist also, und dies oder das ist niedrig angesetzt. Jetzt nicht, du bist ein Mörder und du kannst nicht mehr mitmachen, sondern du zeigst diese oder jede Verhaltensweise, dieses oder jenes und du bist raus, für immer. Eine Richtung, ne? In eine Richtung. Also, ja. Was uns angeht. Wie fangen? Oder hallo Anna, ne? Oder wie geht's denn heute? Und das alles dann mit unterstützt haben, dass du auch gelebt in deiner Geschlechtsrolle auch das Gefühl hast, dass du angenommen wirst, dass du eben nicht auf Widerstand stößt. Hattest du aber selber Angst davor, dass der Alltag anders sein wird, als du ihn erlebt hast? Ich glaube, ich hatte ganz lange Zeit davor Angst, weil es hat ja 20 Jahre gedauert. Also ich habe nicht erst mit 2015 gewusst, dass ich transgeschlechtlich bin. Das war schon sehr früh in der Jugend. Und insofern war das natürlich mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Und ich wusste eben nicht, wie man mit mir umgeht. Du hast in anderen Interviews gesagt, ich kann das jetzt nicht so genau zitieren, aber sowas wie ab dem Zeitpunkt, als ich... Ich meine, allein... Die das schon so ja, mach mal. Ich wollte nur sagen, allein mit seiner Anwesenheit da, ne? Vor allem dann auch in einer führenden Rolle, aber generell mit seiner Anwesenheit als Trans-Ens, mit der er einfordert, dass die Leute diese Lüge mitmachen, tut er den Leuten eigentlich etwas an. Ne? Allein das ist, also du musst dann eine Unwahrheit sagen. Ich muss sagen, dass sie ist eine Frau. Ich bin mir auch recht sicher, Ens hat noch seinen Pullermann und so weiter. Ne? Ich muss sagen, dass dieser stämmige Mann mit einem Pullermann eine Frau ist. Ansonsten bin ich wahrscheinlich raus. Ne? Ansonsten bin ich ein Fall, der abgesägt wird.
Und ich meine, es ist ja auch absolut naheliegend, ihre Motivation überhaupt in die Bundeswehr einzutreten, da zu hinterfragen. Ich meine, wenn ihr das schon in ihrer Kindheit gewusst habt, gab es dann sexuelle Motive überhaupt in die Bundeswehr zu gehen, weil du dann halt nur von Männern, also stämmigen Männern umgeben bist, ja? Und ich will mir als Soldat nicht die ganze Zeit darüber Gedanken machen, ob mein Kamerad oder mein Vorgesetzter in die Bundeswehr eingetreten ist, damit er aus dem rechten Winkel und in der richtigen Situation mal ein paar nackte Männer sehen kann. Das ist halt nichts, was gut ist für die Truppenmoral. Ich denke mir bei diesem seit der frühesten Jugend auch inzwischen, das gehört halt zum Skript. Ne? Das sagen die alle so, ja, weil das so halt gesagt, also wahrscheinlich deuten dann viele auch für sich selber da irgendwas um, im Sinne von, oh, da habe ich mir mal mich komisch gefühlt als Jugendlicher, das heißt, da wusste ich es schon oder so, ne? Ohne dass sie jemals damals diesen Schluss daraus gezogen hätten. Ja gut, dass die Trans, ob die das in der Jugend schon gespürt hat, weiß ich nicht, dass die irgendwelche homosexuellen Neigungen hat, oder eher. Das kann gut sein. Ja, das kam bestimmt früher vor. Und ich sag's ja nochmal, Frauen und Schwule sollten nicht in der Armee dienen, weil du keine sexuelle Komponente in der Armee haben solltest. Sobald du die drin hast, in irgendeiner Form, funktioniert der Teamgeist nicht mehr so gut wie vorher. Es sollte, also die Armee ist ja generell eine seltsame Institution, eine absolute Institution. Und du solltest da sexuelle Gefühle weitgehend raushalten, soweit du es irgendwie kannst. Und sobald die eine Rolle spielen, funktioniert es nicht mehr so gut wie vorher. Ja, bei Frauen kommt noch hinzu, dass Männer halt nicht mehr klar denken können, wenn eine Frau in ernsthafter Gefahr ist. Das ist eine andere Geschichte, wenn irgendwie dein männlicher Kamerad, keine Ahnung, getroffen im Schützengraben liegt oder wenn das eine Frau ist. Wenn das eine Frau ist, kommt halt dieses Rettergehen durch und die koordiniert wird dann nicht mehr viel ablaufen. Ja, und das ist ja schon noch der extremste Fall. Ich habe noch nie positiv von Soldaten gehört, positive Kommentare darüber, dass Frauen der Bundeswehr dienen. Und das ist nicht, weil die Frauen nicht leiden können. Das Problem ist zum Beispiel, wenn du eine Frau in einer Kompanie hast, in der auch Männer sind, dann läuft das ja für gewöhnlich so, es gibt dann Leute, die Aufgaben einteilen, etc., etc., und dann wird die Frau wieder bevorzugt. Oder dann wird die Frau zu Aufgaben eingeteilt, in denen sie mit dem, der die Aufgaben macht, möglichst nah zusammen ist, damit der sich mit der unterhalten kann. Oder, wenn du irgendeinen Incel hast, dem das alles nicht gefällt, dann wird die Frau extra benachteiligt. Auf jeden Fall erzeugt das die ganze Zeit für Ungleichbehandlung und für Spannung. Und das, wie gesagt, wofür das Ganze? Wofür? Dafür, dass wir die große Gleichheit behaupten können. Also, es tut mir leid, im Schattenstaat ist die Armee eine Männerangelegenheit. Ende. Ja, wie war das mit der Polizei? Da gab es ja mehrere solche Fälle, wo dann auch, komische sexuelle Dynamiken entstanden sind und so weiter. Also auch das, denke ich, wird sehr häufig vorkommen in solchen Umständen. Ja, ich habe mir von Soldaten im Gespräch recht glaubhaft berichten lassen, und das lässt sich ja bestimmt auch nachvollziehen, wenn man das googelt, dass es zum Beispiel Fälle gibt von Soldatinnen, die dann nach Afghanistan geschickt werden in irgendein entlegenes Camp. Und dann mit einem Koffer voller Geld praktisch wieder nach Hause fliegen. So, und was ist da passiert? Die haben sich prostituiert. Und weil es in den Bergen Afghanistans für die männlichen Soldaten da keine anderen Optionen gibt, an Frauen heranzugelangen, haben die das auch gerne wahrgenommen. Und das ist halt nichts, was du unter Rang und Namen in deiner Armeeeinheit haben kannst, dass du danach noch als Offizier oder dem Rang nach grüßen kannst und es ernst meinen kannst. Und deswegen alles schlechte Ideen. Ich Brüste hatte ich andere Erfahrungen. Das ist ja, finde ich, auch ein Erfahrungswert, den man anerkennen muss, dass du weißt, wie es mittlerweile ist, als Frau bei der Bundeswehr zu arbeiten und dass ja auch viele andere Frauen bei der Bundeswehr sagen, ey, zum Beispiel, dass sie erst seit 2000 Möglichkeiten haben, die Karriereleiter hochzusteigen, das hat natürlich noch Folgen. Wie erlebst du das? Und jetzt kommt wieder der kleine Zaubertrick. Jetzt implizieren wir, dass Sachen, die schlecht klingen, schlimm klingen, aus der Vergangenheit, die nicht mehr da sind, bis heute in irgendeiner Form noch da sind. Irgendwie so der Geist davon, der schwebt noch rum. Vor 23 Jahren war folgender Umstand, den wir nicht gut finden, und jetzt sind wir noch konfrontiert mit dem Geist davon, oder wie? Es macht keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt, aber sie müssen diesen Trick machen, weil sie immer alles furchtbar zeichnen müssen für die Interessengruppen, die sie zu vertreten vorgeben. Ja, die Revolution muss halt weitergehen. Du darfst nicht gewinnen. Dürfen Frauen erst im kompletten Bereich der Streitkräfte dienen. Also ein Outing vor 2001 hätte, weiß ich gar nicht, was man mir dann gemacht hätte. Na, ob ich dann entlassen wurde. Ja, wahrscheinlich hätte man dich geteert und gefedert, würde ich raten. Ja, oder in die eine Beamtenlaufbahn transferiert worden wäre. Und das heißt also auch, Frau bei der Bundeswehr ist für die Bundeswehr gesehen, auch wenn 20 Jahre vielleicht relativ lang erscheinen, noch relativ neu. Das Gefühl hat man halt.
Und dann kommst du natürlich dann als... Und wie gesagt, es hatte einen Grund, dass du damals nicht auf diese Idee kamst. Ne? Das wurde irgendwann auch recht opportun. Ich meine, so wurdest du überhaupt erst zu so einem großen Gesicht in der Bundeswehr, das Narrenfreiheit hat. Ne? Das rumlaufen kann von wegen, oh, ich werde so gerne einen Darkun durchgevögelt. Oh, ne? Das hat einige Perks für dich. Als transgeschlechtliche Frau da an und stürzt die Welt auch nochmal um. Das heißt, ich habe erstmal wahnsinnig viel Respekt vor all den Frauen, die 2001 in diese Armee gegangen sind, die total männerdominiert war, die sehr männlichkeitsbezogen, wie sage ich immer so, Alpha-Tier-Testosteron gesteuert war. Ich nenne das toxisch machen, zum Beispiel, ja? Da ist natürlich dann die Frage, sollte eine Armee auf jeden Fall nicht sein. Also eine Armee sollte, wie gesagt, fair und gleich und nett sein. Also das wünsche ich mir für die Leute, die dann an die Frontlinien geschickt werden, dass sie irgendwelchen Russen den Kopf wegschießen. Es reicht, also toxisch ist eigentlich schon an dem Punkt, wo wir einfach einen Haufen Männer haben, die jetzt nicht gerade vom, keine Ahnung, Nägellackierclub kommen. Ne? Das reicht. Haufen Männer, die nicht vom Nägellackierclub kommen, toxisch. Das wollen wir nicht haben. Sie werden ja immer offener damit. Sie meinen mit toxisch männlich einfach männlich. Ne? Sie meinen einfach nur, was jeder normale Mensch unter männlich versteht. Das ist, was sie damit meinen und das ist, was sie abschaffen wollen. Ja, und deswegen... Ja. Geht nicht zur Bundeswehr, dient nicht diesem Staat. Scheiß da drauf. Meine, wofür? Für das? Ja, absolut. Dieser Staat zu untergehen. Oder kann ich tatsächlich auch meine eigene Perspektive oder eine feministische oder eine weibliche Perspektive reinbringen? Das ist nein. Junge, ihr ballert mit Mörser, wenn es ernst wird, auf irgendwelche Ivans. So, was für eine feministische Perspektive willst du da reinbringen? Willst du irgendwie so eine lustige Faust auf den Mörser malen oder was? Natürlich alles Herausforderung. Und deswegen habe ich immer einen Satz mal gesagt, und der war so, seitdem ich Brüste habe, habe ich Probleme bei der Bundeswehr. Kam nämlich dann zum Teil. Und das hast du aber in der Gesellschaft schon. Wenn du dann solche Schlag... Welche Probleme? Also dann werd doch mal spezifischer. Ne? Es bleibt immer so vage, aber man soll glauben, oh ja, immer noch alles ganz schlimm, immer noch alles ganz schlimm. Du hast Karriere gemacht auf dem Rücken davon, dass dir eingefallen ist, dass du diese Brüste brauchst. Teilen liest, die auch die Kritik beinhalten, wenn du wieder eine Meldung siehst über ein rechtes Netzwerk, das irgendwo aufgedeckt wurde. Und dann denkt er sich, yes, es wird weiter daran gearbeitet, dass so Leute wie ich hier den Laden übernehmen, weil wir den Medien geben, was sie haben wollen, eine linkskontrollierte Bundeswehr. Ja, besonders das rechte Netzwerk ist dann eine WhatsApp-Gruppe. Reden, wo du selber an Grenzen gestoßen bist, der Akzeptanz deiner Person. Warum bist du noch da? Warum sagst du, ich kämpfe dafür, ich mach das? Es wird gefragt, warum bist du noch da, bevor er irgendwas gesagt hat, was da eigentlich Schlimmes ihm passiert wäre? Also nicht eine Sache, warum bist du noch da? Es gibt Überschriften über die, dass die zu Recht sind. Warum bist du noch da? Ja, erklär's mir. Die einfache Antwort ist, weil mir das Berufsbild einfach wahnsinnig Spaß macht, weil ich gerne Offizierin bin und ich auch sehr gerne gestalten möchte. Und ich glaube, ich auch tatsächlich einen aktiven und positiven Beitrag machen kann, dieses Umfeld zu gestalten. Wie gesagt, ich kann dir einfach nicht glauben, dass da nicht irgendein Fetisch drin ist. Also, oder dieser Zweifel wird bei mir nie ausgeräumt sein, dass die irgendeine sexuelle Komponente daraus zieht, über andere Männer befehlen zu können, während sie selbst irgendwie ein Transens ist und in der Nähe von Männern zu sein die ganze Zeit, etc., etc. Ich glaube einfach nicht das, was ich bei einem normalen Mann glauben kann, der mich da befehligt bei der Armee, dass der das tut. Ich weiß nicht, weil in ihm das Bedürfnis nahe liegt, sich in der Hierarchie einzuordnen, von mir aus auch zu befehlen, für dieses Land zu befehlen, aber der auf jeden Fall nicht an meinem Arsch interessiert ist. Ja, ja. Ich meine, das Problem ist halt auch, dass diese gesamte Transgeschichte untrennbar verwoben ist mit sexuellen Fetischen. Ne? Ja. Folgendes. Die Sichtweise, die heute häufig darauf gebracht wird, ist, nein, mit Sexualität, das heißt halt nur transsexuell, aber du ungebildeter kleiner Idiot, das hat nichts mit Sexualität zu tun, das ist nur, wie du ein Geschlecht siehst. Ja gut, beantworte mir Folgendes. Warum ist bei dem Test oder der Bewertung, Begutachtung von einem Psychologen, die momentan noch gemacht wird, oder Psychiater, die momentan noch gemacht wird, bevor du den Geschlechtseintrag ändern kannst, warum werden da 1000 Fragen über Sexualität gestellt? Sind das einfach nur Idioten, die wissen nicht, was sie machen? Die hatten keine Ahnung, die haben einfach nur vorurteilsbehaftet, da irgendeine Scheiße zusammengeschustert. Ich wage es nämlich zu bezweifeln. Ne? Ich denke, das hat natürlich auch etwas mit Sexualität und Fetischen zu tun. Ja. Ich möchte das Feld nicht denen überlassen, den ewig gestrigen. Aber ja, an manchen Tagen ist es halt schwerer als an anderen. Aber ich glaube, dass desto mehr Menschen reinkommen und das mit dir teilen, tragen, desto eher verändert sich auch etwas. Komm. Wie
schön durch die Blume und unalarmierend sie immer darüber reden können, dass sie irgendein Organ dieses Staates komplett unter ihre Gewalt bringen. Ne? Ich meine, nichts anderes ist das. Das hier ist so, als wenn da, keine Ahnung, Martin Sellner und Götz Kubitschek gerade sitzen als, keine Ahnung, irgendwelche wichtigen Medienleute dann unter dem neuen rechten Regime und sagen, okay, wir haben noch ein, zwei Zecken da im Militär. Wie werden wir die auch noch los? Ja, also ich denke, da müssen wir noch ein paar stabile Leute reinbringen und so. Ne? Nichts anderes ist das, aber sie haben halt so schöne Umschreibungen für alles und ja, Opfergruppen, hinter denen es versteckt ist. Kommen wir jetzt zu deinem heutigen Stand. Du hast 2019 einen Verweis bekommen für dein Tinder-Profil. Was stand da drin? Was könnte dein Arbeitgeber dagegen haben, dass du bei Tinder bist? Es stand auf meinem Profil ein Bild von mir, nehme ich auch gleich vorweg, ich war weder nackt noch in Uniform. Es war ein ganz harmloses Bild, wo ich zu sehen war. Wie hat das Gericht gesagt? Mit erkennbaren Gesichtszügen. Wow. Und das bei einem Profil. Okay. Ne? Und es stand drauf, spontan, trans, lustvoll, auf der Suche nach offene Beziehung, auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Das war's. Und an diesem Profil, weil irgendjemand einen Screenshot davon gemacht hat, durch die Bundesregierung, hat da mein Vorgesetzter Anstoß genommen und gesagt einfach, ich beeinträchtige damit das Ansehen der Bundeswehr und auch zugleich meine dienstliche Stellung, die ich damals innehatte, allein ja, wegen dem Wort. Vollkommen zu Recht. Auch wenn du heterosexuell wärst. Also, ich sage ganz klar, wenn du heterosexuell wärst, wäre das nicht ganz so schlimm, als wenn du transsexuell wärst und dasselbe geschrieben hättest, aber auch wenn du heterosexuell wärst und ich dein Vorgesetzter und ich das entscheiden könnte, würdest du da vielleicht nicht aus der Armee für geschmissen werden unter diesen Umständen, aber du würdest eine ordentliche Strafe bekommen. Du wirst halt auch tatsächlich vor der Öffentlichkeit das Obst der Woche, ne? Wenn du dann noch irgendeine größere Figur bist vom Heer, also dann sagen sich die Leute, was ist denn das da für eine Truppe, ne? Ja. Ja, und ich mein, du kannst halt kein offener Stecher sein und erwarten dann bei der Bundeswehr, ohne negative Folgen da weiterbefehlen zu können. Ja, du repräsentierst die Bundeswehr und das, was du tust, auch außerhalb deiner Uniform. Und ich will nochmal darauf hinweisen, das hier ist noch das harmloseste, was sie finden konnten in diese Richtung. Ne? Der Typ hier hat gesagt, oh, ich lasse mich so gerne einen Darkwumms durchvögeln. Ja, ja, so richtig, richtig tief in die Poperze, ne? In dem Stil, also wirklich ungefähr der Wortlaut in einem Funkformat, in einem öffentlichen Interview. Ne? Wäre der ja hier nicht trans, dann wäre er längst weg vom Fenster. Wie all das vor die Hunde gegangen ist. Ne? Also ich meine, früher hatten die Leute auch einfach nicht das Bedürfnis, ständig übers Ficken zu reden. Allein, also ich glaube, dieses Bedürfnis war einfach nicht da. Ja, es ist was Komisches. Männer machen Trash-Talk unter Männern, klar, aber du hättest halt nie einen Offizier gehabt, der das, oder selbst einen Mannschaftsgrad, der das einfach unter höflichen Bedingungen und nicht am Lagerfeuer so herausgeplaudert hätte oder dann das Bedürfnis verspürt hätte, die ganze Zeit nur darüber zu reden. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, unter Linken, unter diesen degenerierten Linken, ist es so eine Art Affirming-Geschichte, dass die sich immer wieder gegenseitig affirmen müssen, weil da durchaus Selbstzweifel und so hochkommen, dass das schon so seine Richtigkeit hat, wie sie ihr Leben führen. Ne? Und dafür hypen, Selbstzweifel sind. Mach mal. Ist halt ein Cope für, ja, vielleicht ist Selbstzweifel nicht das richtige Wort, aber Zweifel daran, ob das alles so gut ist. Ne? Man merkt Anzeichen dafür, dass also ich meine, guck dir allein mal die Twitter-Beschreibungen von den meisten dieser Leute an. Jede Cluster B, Persönlichkeitsstörung unter der Sonne, Depression und so weiter und so fort. Ne? Ist da immer drin. Also die merken ja, wie sehr das eigentlich an ihnen zehrt, müssen dann aber so ein bisschen gebetsartig runterbeten, dass das alles super ist und hey, oh ja, ich guck gerade wieder übelst den degenerierten Oh, ich auch, ja, ich hab mir gestern den dicksten Sch der Welt in den gesemmelt, ne? Ja, damit sie halt, also wir machen das alle und das ist super, müssen sie sich immer wieder gegenseitig versichern. Ja, ich werde in der Post-Production wieder eine Menge piepen müssen. aber davon abgesehen, ich weiß nicht, ob die Selbstzweifel damit anmelden, vielleicht möglich in einigen Fällen. Ich denke aber auch einfach, die machen das halt gerne, die tragen das gerne nach außen, weil die wissen, dass das, oder spüren, dass das eine zersetzende Komponente ist, dass das allgemein gesellschaftliche Strukturen vor den Kopf stößt, dass das Ordnung vor den Kopf stößt, dass das mit der natürlichen Schamhaftigkeit und den Sensibilitäten der Menschen nicht einhergeht und dass ihnen das gut gefällt, halt. So ein bisschen ein sadistischer Trieb. Mhm. Auf der Suche nach Sex, beziehungsweise auch all genders welcome, das ist alles zu öffentlich, das geht nicht, das ziemt sich nicht für eine Offizierin, das geht überhaupt nicht. Sie haben keine Sexualität. Hast du jemals schon mal erlebt, dass andere Menschen Du kannst ja, also ich beispielsweise habe eine Sexualität. Meine Sexualität findest du aber nicht irgendwo im Internet.
Da steht dann nirgendwo, oh, ich habe richtig Bock, mal wieder einen wegzustecken oder so. Es ist möglich, eine Sexualität zu haben, ohne sich das an die Hauswand zu plakatieren. Ja, vor allem als Offizier, ne? Du kannst dir als Mannschaftsgrad in meinem Weltbild mehr rausnehmen, was einen Spruch angeht oder sowas, als Offizier. Du stellst was anderes dar. Eine gehobene Kategorie von Soldat. Und da kannst du halt nicht über alles reden, was dir so in den Sinn kommt. Menschen bei der Bundeswehr ähnliche Kritik bekommen haben für ihre Tinder-Profile, sonstige Dating-Apps-Erscheinungen. Ich habe mir weder dazu Gedanken gemacht, noch habe ich das erlebt und ich war auch total überrascht. Folgendes, deine Kollegen, deine Oberstleutnant-Kollegen haben kein Tinder-Profil dieser Art. Die andere Gleichstellungsbeauftragte sagt auch direkt zu mir mittlerweile so, wer hätte das gleich einen Mann gemacht, eine Position, hätte das keine Sau interessiert. Ne? Also auf der einen Okay, ja, also ihr gesagt, habt da schon Zecke sitzen. Mich hätte es interessiert, aber es wäre immer, ja, es ist trotzdem nicht dasselbe. Diesen Stand verteidige ich bis zum letzten. Seite, ne, es dürfen hochrangige Generäle ihre Beziehungen und ihre Affären, ne, haben, das ist alles in Ordnung, das machen ja. Es ist ein Unterschied, ob du Beziehungen oder vielleicht sogar Affären hast oder ob du damit hausieren gehst, wie genau dein Sexualleben aussieht. Vor allem, wenn es so aussieht, dass du, Zitat, dich gerne in einem Darkroom in die Poperze pimpern lässt. Ja, aber wie gesagt, hier nennen wir die Position auch. Ne? Im Schattenstaat hast du keine Affäre als hoher General, ohne dass das deiner Karriere abträglich ist. Die Dinge haben Konsequenzen dann. Also, die machen ja sozusagen Also wir sollten unsere Position halt nicht so egalitär machen, wie die den Anspruch dort erheben, sondern genau in die andere Richtung gehen. Ja, sicherlich. Ja, auch die Heterosexuellen werden stärker kontrolliert, wenn wir hier was zu sagen haben. Unsere Position sicherlich. Man muss natürlich gleichzeitig darstellen, dass sie einfach einen falschen Ist-Zustand, ne, und einen falschen Doppelstandard hier ins Leben rufen, der einfach nicht da ist. Ne? Ja. Eine Frau darf ihre Sexualität so nicht ausleben. Es war so ein richtiger Arschtritt, war das halt richtig. Und ich war total verunsichert auf einmal und auch entsetzt davon, was da gerade passiert. Und seit 2019 versuche ich das auf rechtlichem Wege klären zu lassen, ob das, was ich gemacht habe, tatsächlich, wie wir so schön nennen, ein Dienstvergehen ist. Und ja, jetzt ist die Verfassungsbehörde. Folgendes, wenn die Geschichte mit dem Darkroom da kein Dienstvergehen ist, dann kannst du buchstäblich im sexuellen Kontext kein Dienstvergehen begehen, es sei denn, du irgendeinen von den Soldaten. Ich glaube, das wäre dann die Schwelle, ab der man irgendwas gegen dich machen würde. Also genau, solange du jetzt nichts tust, was wirklich explizit im Gesetz niedergeschrieben steht, darfst du dann alles machen. Beschwerde in Karlsruhe liegt die da. Aha. Was erhoffst du dir jetzt von dem Gerichtsurteil in Karlsruhe? Was soll dabei rauskommen? Auf eine einfache Art erstmal zu klären, welche Eingriffsrechte hat eigentlich ein Dienstherr oder ein Arbeitgeber in das Privatleben? Für mich war dieser Screenshot da rein im Privaten, da war kein Bezug zur Bundeswehr und nichts. Und zweitens der Punkt, da sind ja auch viele Sachen drin wie, ich unterstelle da schon so ein bisschen Transfeindlichkeit drin, auch welches Frauenbild herrscht denn davor? Zu Recht. Ja. Und wie gesagt, in dem Fall, also in der Realität, ist das Umgekehrte der Fall. Ne? Es ist keine Transfeindlichkeit, es ist Transprivileg, dass du überhaupt noch da arbeitest. Ja. Wie war das denn in den Medien auch stattzufinden mit dieser Geschichte jetzt, mit dem Gerichtsprozess? Weil ich mir auch vorstellen kann, auch wenn es total harmlos ist, dass man sagt, ey Leute, ich bin bei Online-Dating und ich bin in einer offenen Ehe und ich suche nach... Ja, die haben, deswegen wurde der Fall ja auch so groß, weil die dieses harmlosere Ding genommen haben, um ihm alle seinen weiblichen P*** zu sacken. Sex, so wie ganz viele andere Menschen da draußen übrigens auch, aber auf einmal steht das überall. Wie war das denn für dich? Ja, weil du nicht irgendein anderer Mensch wie alle anderen draußen auch bist. Ne, du bist ein Offizier der Bundeswehr und wenn diese Bundeswehr irgendwas auf sich geben würde und wenn diese ganzen Generäle nicht genau solche Kacks wären, die sich die ganze Zeit dem Mainstream-Anbietern, die jeden kulturellen Scheiß mitmachen, dann gäbe es da auch deutlicher Protest. Ich meine, jetzt ist das hier gemacht, in der preußischen Armee, was weiß ich, von 1898, da hättest du ein bisschen eine andere Reaktion vom Offizierskorps bekommen. Ich finde es auch interessant, wie lange jetzt darauf rumgeritten wird. Also eigentlich die beiden Angriffspunkte in die Richtung von, wir haben noch nicht komplett gewonnen. Also wir müssen noch viel mehr gewinnen. Sonst sind hier noch Leute diskriminiert. Ne? Das ist ja, was wir hier darstellen wollen. Die zwei Angriffspunkte da sind, 2000 durften
Trans-Ensens noch nicht in die Armee oder durften auch Frauen noch nicht in die Armee. Das ist Punkt 1. Vor 23 Jahren war das ganz schlimm. Und Punkt 2 ist, der Typ hat auf Tinder gesagt, ich werde gern in den Arsch gepimpert und dafür hat er ein Na-Na-Na bekommen. Das ist Punkt 2. Also das sind die beiden Säulen von, guck mal, wie schlimm es immer noch ist in der Armee für Trans-Menschen. Wir müssen unbedingt alles da über den Haufen werfen. Teilen schon anstrengend, weil insbesondere auch sehr viele Leute auf einmal eine Meinung dazu haben. Auf der einen Seite habe ich sehr viel Zuspruch bekommen, Unterstützung. Ich höre auch aus der Führung der Bundeswehr, die sagen, jawohl, Frau Bichong, Sie müssen dieses Ding, das muss nach Karlsruhe. Da sage ich auf der einen Seite, ja, danke für die Unterstützung. Ja, das heißt, der Fisch stinkt vom Kopf. Auf der anderen Seite, warum muss sie eigentlich nach Karlsruhe gehen, wenn ihr aus der Bundeswehr denkt, das muss nach Karlsruhe? Da hätte man das schon viel früher stoppen können, oder nicht? Ja. Also warum muss ich diesen Kampf führen? Und ich habe dieses Gefühl schon wieder. Naja, ich nehme an, weil die immer noch formal irgendwelche Regeln haben und sich nicht einfach ausdenken können, wie sie da agieren. Danke für die Unterstützung, aber den Sprint muss ich trotzdem alleine laufen. Und warum muss schon wieder eine queere Person ihr Recht einklagen, versuchen über Karlsruhe, wie schon damals in den 90er Jahren die homosexuellen Soldaten gemacht haben, als sie aus dem Dienst entlassen worden sind. Also warum wird hier wieder diskriminiert? So machst du es heute mit deinen Darkroom-Besuchen und dem Reden darüber in der Öffentlichkeit. Diskriminierungspotenzial genommen gegen queere Menschen. Ja, was das auf der Anspruch ist. Ich will hier immer mehr Sonderrechte. Ich will immer, dass alle Regeln für mich gebeugt werden. Warum muss ich das machen, ja? Warum gehen nicht die heterosexuellen Soldaten hin und klagen das für mich ein, ja? Arschlöcher. Mach das gefälligst für mich. Ja, und das ist ja eigentlich auch so ein Ding, was aus Amiland kommt und schon seit Jahren so ist, ne? Mit dem, erstmal bei Frauen, bei Feminismus war es ja, oh, aber ist eigentlich eine Frechheit, dass wir überhaupt für irgendwas kämpfen müssen. Gebt uns einfach alles, was wir haben wollen, ohne dass wir es überhaupt aussprechen müssen, ne? Das ist im Endeffekt, das ist das Mindset, mit dem sie da rangehen. Und um diese Leute zu besiegen, muss man auch mit, also man kann da nicht rangehen im Sinne von, hey, machen wir mal einen Kompromiss. Du musst auf demselben Energielevel darauf antworten, ne? Es ist eine absolute Frechheit, dass dieses Ding da uns überhaupt vor die Nase gehalten wird. Das ist im Endeffekt die Energie, mit der man darauf eingehen muss. Ansonsten werden sie uns immer halt einfach die Hand ausreißen, die wir ihnen reichen. Ja. Dienstlich zu zumindest abzumahnen und gleichzeitig aber nicht davor geschützt. Und trotzdem, Anastasia, schmeißt du nicht alles hin. Es ist unglaublich. Also du hörst von diesen Schlagzeilen, du machst diese Erfahrungen selber, du denkst dir auch schon so, warum... Es ist unglaublich. Es gab ein Na-Na-Na wegen einem Tinder-Profil und da lustvollen Beschreibungen und so weiter. Und es ist unglaublich, unglaublich, dass dieser Typ, der auf Paraden einen Einhornpanzer bekommt, der befördert wurde, höher als er jemals gekommen wäre, ohne dieses Trans-Gimmick. Es ist unglaublich, dass er wegen dieser Geschichte nicht einfach hinschmeißt. Weil es ein Na-Na-Na gab, bei dem ihm viel Glück gewünscht wird von der Bundeswehrführung vor Karlsruhe. Alter. Alleine gehen. Was wünschst du dir jetzt, ja, ist auch für eine deine Shame on the Generals. Also, dass die das alles mitmachen, dass das solche politischen Kack sind, dass die nicht einmal ein Machtwort sprechen, dass das alles irgendwelche wabbelrückgratigen Politwesen sind, ja? Also, wie sollst du als Soldat Respekt vor der Hierarchie haben, wenn die ganze Zeit aus den höheren, also und den höchsten Führungsregeln so ein Scheiß kommt? Zukunft. Man soll sich halt nicht mit einer Soldatin anlegen, ne? Wir kämpfen halt bis zum bitteren Ende. Und ich mach's ja nicht für mich alleine. Das sieht zwar so aus, aber es gibt ja ganz... Naja, also offenbar kämpfst ja nur du bis zum bitteren Ende und alle anderen legen sich einfach auf den Rücken und ergeben sich. Ne? Alle ja. anderen, das sind ja auch Soldaten, die da vielleicht etwas gegen haben, aber die halten ja die Fresse. Also diese Regel kann man offenbar nicht verallgemeinern. Die Soldaten, die bei solchen Konflikten die Mächtigen im Rücken haben, die kämpfen bis zum Ende. Ganz viele queere Menschen in der Bundeswehr, die sich da die Frage gestellt haben, ist mein Datingprofil noch in Ordnung? Kann der Dienst ja was gegen mich haben? Oder was ist denn, wenn ich am CSD meinetwegen in Latex oder Fetischkleidung rumlaufe? Darf der Dienst ja auch etwas gegen sagen? Wir sagen, natürlich nicht. Darf ich bei irgendeiner Hetero-Fetisch-Party von irgendeinem Dating-Coach oder so meinen dicken, fetten Lörres durch die Straßen schwängeln und damit dann auf der Startseite irgendeiner Zeitung sein am nächsten Tag? Haben die da Bock drauf, wenn ich Oberstleutnant bin? Es würde mich überraschen, hätten sie das. Nein, du bist queerer Mensch, da ist eine Demonstration, da kannst du hingehen, solange du es nicht mit der Bundeswehr in Verbindung... Ja, du bist ein queerer Mensch. CSD ist eine Demonstration. Wir hatten doch letztens... wieder ein hier. Ja, das ist eine Demonstration von Degeneriertheit. Da gehen nicht irgendwelche Schwulen und sagen, ja, wir sind schwul, wir sind cool, gewöhnt euch dran. Da laufen halt Fetische über die Straße. Die ganze Zeit.
irgendwelche Leute in Kostümen, ähnlich wie beim Karneval, nur noch deutlich sexueller betont. Und es ist einfach klar, dass am Abend des CSD in der Stadt, in der das dann stattfindet, ich weiß nicht, die Matratzen knarren. Ja, ja, klar. Wie gesagt, du kennst das Bottom-Friendly-Menu, habe ich das schon mal gezeigt? Ja, 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 kenn ich. Von Uber Eats. Also Bottom heißt da der Part, der passive Part beim Analsex, ne? Dass du gut, in den werden kannst, wenn du dieses Menü isst. Ne? Darum geht's da. Hier noch ein schönes Stone-Toss-Ding, das heute rausgekommen ist. Keine Ahnung, ob du das schon gesehen hast. Ah, hier ist ein bisschen groß. So. Genau. Sorry, no children. The movie is rated R. Also der ist ab 16 oder so und dann A. Was für ein Scheiß. Ungefähr so. Ist lustigerweise übrigens auch was ich im Schattenstadt abschaffen würde. Altersbeschränkungen und sowas. Würde ich komplett den Eltern überantworten. Also, aber wie verhinderst du, dass die Kinder hinterm Rücken der Eltern einfach ins Kino gehen? Gar nicht. Ich fand das gar nicht, das ist Aufgabe der Eltern. Und ich habe nämlich noch nie gesehen, dass das, was die behaupten, tatsächlich so ist. Also, die behaupten ja, das hat eine schwere Kindesgefährdung, wenn du diese und jene Szene den Leuten zeigst. Und das mag auch so sein, aber dafür gibt es halt überhaupt keinen Beweis. Das ist einfach nur eine Annahme. Und finde es einfach nicht angebracht, dass der Staat da pauschal drüber entscheidet. Also wie gesagt, in meiner Jugend, Horrorfilme, das war für mich auch ein Weg, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Gewaltdarstellung auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Und andere mögen das ganz anders sehen, das mag auch so sein. Aber das ist tatsächlich irgendwas, was ich nicht sehe, dass der Staat das per se entscheiden muss. Ja, vielleicht nicht per se, aber folgendes. Hättest du was dagegen, wenn man es so macht, dass diese ab 16 Filme von allen Leuten auch unter 16 geguckt werden können, aber die müssen irgendein Papier, irgendein Wisch, wo die Eltern unterschrieben haben oder so mitbringen? Na, gute Frage. Das Ding ist nämlich, ich sehe Folgendes. Wie soll ich das verhindern? Also gerade auch bei irgendwelchen, die Gewaltsachen sehe ich nicht als so schlimm an. Sagen wir irgendwas sexuell komplett Degeneriertes oder so. Ne? Und dann sehr, sehr, sehr starke Bilder von dem Kram und so weiter. Wie soll ich verhindern, dass mein 12-jähriger Sohn, keine Ahnung, durch Peer Pressure dann da reingebracht. Das kann ich ja nicht überwachen. Ich kann ja nicht irgendwie einsperren oder so. Ich würde sagen, fast eher im Schattenstaat würde es keine so extreme sexuelle Darstellung in der Öffentlichkeit geben. Und dann würde sich das Problem nicht stellen. Weil, wie gesagt, ja, ich denke aber auch, was du da sagst, hat natürlich einen Sinn. Ich denke, Gewalt ist weniger schädlich. Darstellung von Gewalt ist weniger schädlich auf Dauer als die Darstellung von extremer Sexualität. Ich habe gerade für Jungen ist es normal, dass du was siehst. Und ich glaube auch, es gibt halt nur zwei Gesellschaften. Es gibt eine, die Darstellung von Gewalt reguliert und dafür viel sexuelle Darstellung zulässt. Und es gibt andersrum die Gesellschaft, die sexuelle Darstellung stark reglementiert und auf der anderen Seite mit Gewalt weniger Probleme hat. Und klassischerweise war Amerika immer Gewalt gut, Sex schlecht. Europa war andersherum. Und mittlerweile entwickeln wir uns alle halt zum großen Europa. Und im Schattenstaat wäre das hier umgekehrt. Oder würde das in die andere Richtung laufen. Nun bringst, ne? Keine Uniform, kann man anders. Genau, kannst du das machen. Und das haben wir erlebt. Wir wollen eben ja nicht, dass wir unsere Persönlichkeit so zurückstecken müssen, weil dann können wir nicht mit unserer ganzen Persönlichkeit dienen. Ich wünsche mir natürlich das queere Perspektiv. Dann können wir, also zu deiner Persönlichkeit gehört dann das ganze Latex-Zeug, von dem du erzählst, auf dem CSD. Und mit dieser wie willst du damit dienen? Willst du den Feind verführen? Willst du ankommen von wegen, hallo Ivan? Oder wie genau fließt das ein in deinen Dienen? Und was genau wird dann dem Bund beraubt, wenn du ohne das dienst? Überall vertreten sind und dass Menschen, die marginalisiert sind, nicht selber dafür verantwortlich sind, Diskriminierung an ihrem Arbeitsplatz zu verhindern. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Bundeswehr erfahren wollt, dann... Okay. Du bist dafür verantwortlich, Diskriminierung oder was weiß ich, zu verhindern für irgendwen anders, ne? Die müssen ihren eigenen Job nicht machen. Ach, ist alles von vorne bis hinten degeneriert. Gäb's nicht im Schattenstaat. So, weiter. Alles klar. Genau, Soldat trifft auf Linksjugend, so. Ist das nächste. Genau, ich war gespannt, deswegen wollte ich auch den Bifang-Clip zuerst haben, weil wir sehen ja jetzt einen Linken, der gegen die Bundeswehr ist und einen Bundeswehroffizier, der offensichtlich für Bundeswehr ist, und jetzt, da wir sozusagen die Bifang-Perspektive und das real gelebte Bundeswehrtum im Kopf haben, können wir uns ja vielleicht mit einer anderen Perspektive mal auf dieses Gespräch einlassen. Grundsätzlich, denke ich, wünschen wir uns alle eine friedliche Welt, aber wir müssen die Welt aktuell so nehmen, wie sie ist. Wenn alle Gespräche geführt sind, jeder diplomatische Weg ausgenutzt wurde, es aber trotzdem zu Gewalt kommt, wie kann man dem Einhalt gebieten?
Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich Deutschland verteidigen würde, wenn nötig auch mit Waffengewalt. Wenn man behauptet, dass man irgendwie einen wehrhaften Nationalstaat braucht, besonders in Deutschland, dann zeugt das für mich einfach von Geschichtsvergessenheit. Wenn man sich Waffen und Panzer anschafft, dann ist es in erster Linie... Ja, ihr mögt diesen Hut, ist es gut. Wenn ihr zum Töten, dann ist es in erster Linie für Krieg. Zu sagen, wir brauchen eine Aufrüstung der Bundeswehr, besonders in dem Maße, wie es passiert, halte ich für Kriegstreiberei. Irgendwie haben wir auch so eine Mentalität inzwischen entwickelt bei den Öffis, von wegen alles, was wir hier machen, also das Make-up und keine Ahnung, wenn wir von A nach B gehen, das muss alles nochmal gezeigt werden. Die Leute müssen auch raffen, wie viel Arbeit hier drin steckt, ne? Sonst fühlen wir uns nicht appreciated in dem, was wir hier machen. Ist auch schön, dass 18-jährige Sprecher für irgendwas sind, ne? Das ist noch so, dass es im Schattenstaat nicht gäbe. Im Schattenstaat bist du mit 18 einfach Sprecher für nix. Ich meine, vielleicht für die lokale Schülergruppe, ja. Ein Typ Anfang 20 müsste schon übelst der Ausnahmetyp sein, ne? Übelst, keine Ahnung, Qualifikationen mitbringen, die man sich sonst nicht vorstellen könnte, damit man überhaupt auf die Idee käme, sich etwas anzuschließen, wo so jemand Chef ist, ne? Normal wäre halt, dass die Chefs, die würden so in den 30ern losgehen. Genau, und das ist ja auch nicht nur Qualifikation. Es reicht ja nicht IQ alleine. Das ist ja auch so eine gewisse Lebensreife. Also, ich kann das ja auch bei mir sehen. Ich hatte auch mit 20, wahrscheinlich denselben IQ, den ich jetzt habe, aber ich war eine andere Persönlichkeit. Wesentlich weniger dazu geeignet, irgendwen in irgendwas anzuleiten. Ich finde übrigens dieses Hemd hier, das ist ein bisschen, also ich weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen ein bisschen dritter Weg mäßig, ne? Ja, genau. Ich musste irgendwie dran denken, dass Martin Sellner sowas tragen würde, weißt du? Es sieht aus wie so ein Hemd, das Martin tragen würde. Würden nicht für Deutschland kämpfen, da wäre übrigens meine Frage, gäbe es vielleicht ein anderes Land, für das du kämpfen würdest? Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Würde ich mich anschließen, würde ich auch nicht. Nicht für dieses Deutschland. Klar. Ich meine, er kommt da von einer ganz anderen Richtung her, ne? Bei ihm ist es im Endeffekt, also eigentlich ist er ein Bug, ne? Er ist ein Bug der alten Linken. Im Endeffekt hat er das System-Update nicht bekommen, dass Militär jetzt geil ist, weil sie die Macht übernommen haben. Damals war halt Militär scheiße, weil Militär dem Feind gehörte. Ja, ich denke, die sind immer noch, haben ein völlig uneinheitliches Verhältnis zum Militär, weil es eben auch ein anderer Menschenschlag ist. Also es gibt ja, wie gesagt, die Theorien mit den Löwen und den Füchsen, dass du in umbrüchlerischen Zeiten, in schwierigen Zeiten eher Löwentypen bekommst, die sich gut mit Befehl und gut mit Gewalt auskennen. Und wir leben halt in einem klassischen Fuchszeitalter, dass unsere Anführer nicht so gut darin sind, Militäreinheiten zu kommandieren, sondern besser Informationen manipulieren können und sowas. Niemals sagt Henrik Spieler von der Linksjugend. Selbst wenn Deutschland angegriffen wird, will er keine Uniform anziehen. Jan Schanitzki von der Bundeswehr sieht das völlig anders. Er war schon in Afghanistan im Krieg und sagt, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist... Wer hat uns eigentlich in Afghanistan angegriffen? ...nochmal klarer, die Demokratie muss sich verteidigen. Im Notfall auch mit Panzern und Granaten. Ihr beiden, herzlich willkommen bei mir auf der Couch. Jan, Henrik, schön, dass ihr da seid. Neben einem Mann mit Uniform auf der Couch, wie fühlt sich das an? Ja, was soll ich sagen? Also, es ist natürlich einschüchternd. Liegt auch daran, wofür sie steht. Einschüchternd, Alter, du kleine Also ohne Scheiß. Einschüchternd. Du hast Angst vor der Typ. Guck dir den Typ an. Der Typ grinst wie ein Honigkuchenpferd. Der Typ wirkt wie, menschgewordener Labrador. Geht, ne? Also man kann eine Kleidung natürlich nie beurteilen, ohne den Hintergrund zu kennen. Findest du das mutig? Dass Uniform eigentlich was Gutes repräsentieren, das haben die Gründer der Bundesrepublik oder zumindest deren Gesetzgeber auch mitbekommen. Du darfst dich nämlich als Zivilist, ich glaube generell in der Öffentlichkeit, nicht uniformieren. Es ist in Deutschland verboten, auch die völlig selbst ausgedachte Uniform zu konzipieren und dann damit aufzutreten, weil die eben genau das verhindern wollen. Die wollen auch Dennis kein, Uniform? Auch Dennis Uniform? Das geht vielleicht. Aus nostalgischen Gründen mag die Ingo-Schulz-Uniform noch okay sein. Aber ansonsten ist es natürlich verboten, weil die keine paramilitärischen Widerstand haben wollen. Wenn jemand für Deutschland in den Krieg zieht.
Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Frage dann überhaupt, wo eine Uniform anfängt. Also sagen wir die Bloods und die Crips und so weiter, die dann einfach alle dasselbe T-Shirt tragen oder so, ne? Ist dann immer eine Ermessensfrage. Ist das jetzt eine Uniform? Ne? Im Endeffekt, ja. Du musst halt irgendein Erkennungszeichen, sagen wir, alle tragen jetzt, keine Ahnung, alle tragen jetzt den Erwin-Look, ne? Dann wäre ja auch klar, oh, jetzt kommen hier die Erwin-Truppen, jetzt wird's ja demokratisch alles, ne? Die Betriebe. Ja, die Richter würden das halt entscheiden irgendwann, ne? Irgendwann setzen sie die Grenze. Ja. Zieht. Das heißt mutig. Es ist ein, ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man etwas tut, weil man mutig ist, oder ob man sich so weit in Sachen reinschmeißt, eben weil man nicht mutig ist. In den Krieg ziehen ist kein Ausdruck von Mut, sondern es ist ein Ausdruck von Verzweiflung. Was ist eigentlich Mut? Das ist aus psychologischer Sicht nämlich total interessant, weil es nicht einfach das Gegenteil von Angst ist, was viele denken, sondern mutig sein heißt, etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Das heißt Angst. Ja, das hat mir damals Asterix bei den Wikingern erklärt. Das war der Punkt von dem Buch Asterix bei den Wikingern. Das ist kein Witz. Die Wikinger kommen ja nach Frankreich, weil sie nicht wissen, was Angst ist. Ne? Sie haben irgendwie alles gefunden, alles erobert, alle Schätze und so weiter, aber sie haben nie herausgefunden, was Angst ist. Und dafür kommen sie zu den Galliern, weil die Gallier ihnen das irgendwie lehren können oder so. Und dann lernen sie es am Ende und dann sind die Wikinger mutig, weil da haben sie Angst, aber sie überkommen diese Angst. Insofern, auch wieder. Du hast mir gerade das Wissen drauf geschafft von Asterix bei den Wikingern. Ja, ist auch wieder bezeichnend, dass der mit uns spricht wie ein Kind, ne? Das ist kein Jugendformat hier, das ist einfach eine Talkshow oder was weiß ich, ein Berichtformat. Und ja, das hätte es in den 70ern nicht gegeben, dass da irgend so ein lustiger Psychologe sitzt, der dir erklärt, was Mut ist. was ist denn halt Mut? Da hätte halt irgendein, ja, ein Interviewer halt interessantere Fragen gestellt und ich bin Erwachsenen behandelt. Aber das ist vorbei. Ja, so ein bisschen erwartet, dass du auch schon irgendein so Grundfundament mitbringst oder so. Und ja. Hier ist halt, hallo Leute, heute erkläre ich euch erstmal, was Mut ist. Danach, was Angst ist. Vielleicht kennt ihr dieses ziehende Gefühl in eurem Magen. Angst ist immer auch ein Teil von Mut. Was sagst du? Sie ist auch so, dass natürlich der Einsatz des Militärs das äußerste Mittel, das letzte Mittel ist, was wir haben. Das heißt, wenn wirklich alle anderen Ebenen gescheitert sind, dann muss das Militär teilweise eingreifen. Henrik setzt zum Sprung. Das Ding ist ja auch schon, dass überhaupt die Existenz des Militärs, also dass du das Militär hast, verhindert, dass der andere Mittel einsetzt. Ne? So ein bisschen wie bei der Atomwaffe, nur die Ebene darunter. Also wenn überhaupt kein Militär da ist, dann hält sich ja wenig ab und auch keine Partner mit dem Militär, die eingreifen würden und so. Dann ist die Hemmschwelle für den Feind ja viel geringer, einfach zu sagen, wir melden jetzt da rein. Ne? An. Das klingt natürlich super, was du sagst. Find's aber, glaube ich, im Vergleich damit, was dann tatsächlich passiert und was tatsächlich vor Ort passiert, ja, einfach nicht realitätsgetreu. Also wenn man einfach den Elefanten im Raum nimmt, beispielsweise mal Afghanistan, und sagt, was hat da geklappt an humanitärer Hilfe? Also es gab ja Ausbildung von Politikern. Hat er vollkommen recht? Das ist, ja. Also ja, die gesamten Sachen, eigentlich alles, was die Bundeswehr gemacht hat, die letzten 20 Jahre, das war alles nur so ein, oh, wir meddeln da so ein bisschen rum, warum weiß eigentlich keiner. Zum Beispiel Mali. Was machen wir in Mali? Ich bin mir sicher, es hat irgendeinen schönen Namen, namens humanitär oder so. Helfen wir irgendeiner Regierung, die wir mögen? Schaden wir irgendeiner Regierung, die wir nicht mögen? Ich habe keine Ahnung. Und so geht's allen Deutschen. Ja, jetzt raus aus Mali, glaube ich. Und wen interessiert's schon? Und ja, die Armee ist ja halt auch nicht dazu da, humanitäre Hilfe zu leisten. Das ganze Konzept von humanitärer Hilfe ist schon bescheuert. Es klappt halt nicht. Wir sehen's offensichtlich. Die Armee ist dazu da, deine Feinde zu besiegen. Eigentlich wird sie damit Aufgaben betreut, die sie überhaupt nicht zur Leistung stand ist. Ich glaub, oder man nennt es halt so, ne? Man nennt es so und währenddessen macht man halt etwas, was deinen Feinden schaden soll. Aber man kann nicht mehr sagen, wir wollen hier unseren Feinden schaden, weil Feinde zu haben, das klingt ja so, als wäre man die Bösen, ne? Und deswegen, wir müssen ja immer alles so wohlklingend nochmal umframen für die Babygesellschaft, die wir erschaffen haben. Ja, ist auch übrigens ein guter Kaplakenband, ich glaube. Konstantin Fechter wieder, Feindschaft, erklärt halt genau das, ne? In der modernen Welt haben wir die Feindschaft abgeschafft und weil sie halt nicht wirklich verschwunden ist, bricht sie sich in ungünstigen, sehr perfiden Dingen wieder Bahn. Mhm. Aber eine vernünftige Gesellschaft muss halt akzeptieren, dass es Feindschaft gibt, dass das nicht auszurotten ist und dann einen Weg finden, wie das philosophisch eingehegt werden kann. Polizeikräften, das Militär wurde unterstützt und so weiter und so fort. Und jetzt regieren die Taliban das Land, nachdem man einfach sprunghaft eigentlich schon abgezogen ist aus dem Land. Dann frage ich mich, dass es tatsächlich hilft, wenn es beispielsweise in Afghanistan oder auch im Kosovo eben in der Vergangenheit schon nicht geholfen hat. Wenn du im Rückblick jetzt auf diesen Einsatz in Afghanistan guckst, hat sich das gelohnt? Ich denke, es war es wert. Einmal an der Seite unserer Verbündeten zu stehen und zum anderen eben die Möglichkeit, die kleine Bitch von den Amis zu sein.
Möglichkeit zu eröffnen, dass die Menschen eine Perspektive haben. Ich selber habe dort unten Fluglotsen ausgebildet, die humanitäre Hilfe. Toll, das ist ja gut gealtert. Von wann ist dieses scheiß Interview? 7 Monaten, das heißt, das war schon danach, oder? Das war schon nachdem all die Leute, die ihr da so toll ausgebildet habt und mit Material versorgt habt und so weiter, all dieses Material aufgegeben haben und sich ergeben haben, nachdem die Taliban da, überhaupt mit denen mal ne? Also, wie war das Interview in der Tagesschau direkt danach mit irgendeinem Kommandeur? Sie haben auf uns geschossen. Sie wollten uns töten. Was sollte ich machen? Ich musste mich ergeben. Dafür wurdet ihr, ich glaube, die waren sogar zahlenmäßig in der Überzahl, oder? Auf jeden Fall waren die von ihren Mitteln her massiv überlegen. Ne? Die Taliban waren halt ein paar Wüstenmenschen mit langen Bärten und einer Kalaschnikow. Und die waren, die hatten Panzer, die hatten Hubschrauber, die hatten Milliarden Euro, auf jeden Fall Millionen Euro in westlichem Equipment. Ja, hättest du da den geringsten Willen gegeben, die geringsten Anzeichen einer funktionierenden Armee, wäre das kein Kampf gewesen. Hätten sie das gewinnen wollen. Ja, ich meine, wie gesagt, guck dir die Ukraine an. Ne? Die zahlenmäßig komplett unterlegene Ukraine, die mehr oder minder pari-pari liefert gegen die Russen. Also auf Dauer kann es aus meiner Sicht auch da nicht gut gehen. Zahlenmäßig ist sie nicht unterlegen, lokal. Also die Russen haben ja nicht ihr gesamtes Volk mobilisiert. Aber ja, sie halten zumindest stand. Ja, ja, genau. Hätte es unseren eines auch gar nicht geben können. Ja, aber ich meine, sie haben auch schon materialtechnisch jetzt große Probleme. Ne? Alleine, dass die Russen jetzt in der Luft überlegen sind und so. Ne? Und trotzdem kollabiert das nicht einfach alles. Also die haben halt Bock zu meddeln. Weil wir für die Sicherheit gesorgt haben. Afghanistan ist, wenn man in Deutschland sitzt, gefühlt sehr weit weg, finde ich. Lasst uns deswegen mal genau den Fokus jetzt in unsere Nähe legen. Wir haben Krieg in Europa. Und da erlebe ich bei ganz, ganz vielen Leuten, auch bei mir selber, dass man doch wirklich plötzlich wieder Fragen nach vorne holt, die vorher nicht da waren. Und eine, die ich... Die Frage, ob das nicht doch alles ganz super ist mit dem Militär, und zwar, weil der Fernseher dir jetzt gesagt hat, dass das ganz super ist, weil der Fernseher jetzt zimmt für irgendwelche militärischen Sachen. Für mich hat das nicht ein bisschen in meiner prinzipiellen Weltanschauung geändert, dass wir jetzt hier Ukraine-Russland-Konflikt haben. Das hat nichts geändert für mich. Für mich auch weil nicht. Weil es vorher alles klar war. Ja, ja, also ich weiß noch, dieser eine Artikel in der Taz von irgendeiner Nase, ne, die dann schrieb, ich habe umgedacht über das Militär, irgendwie so war der Titel, und dann schrieb die diesen Scheißartikel, wo sie im Endeffekt sagte, mir war das Konzept davon, dass ein Land ein anderes überfallen kann, vorher nicht bekannt, ja, dafür braucht man ein Militär. Das sind halt Sachen, die selbstverständlich sind, ne, wo man sich schon dämlich vorkam, wie man sie gesagt hat. Und ja, die fielen dann den Linken auf einmal auf, als der Fernseher es halt gesagt hat. Als der Fernseher aufgehört hat, sie über solche Sachen zu gaslighten. Ganz zentral finde, von der ich mir jetzt wünsche, dass ihr ganz kurz nur antwortet, ist die, ob man für Deutschland in den Krieg ziehen würde. Bevor die beiden antworten, jetzt du. Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Nee. Also für Deutschland, für ein Deutschland, für ein ideales Deutschland, für ein Deutschland unter der Kontrolle von Leuten, die es nicht im Endeffekt auf Raten auslöschen wollen, ne? Auf Raten dermaßen tiefgreifend demografisch, kulturell verändern wollen, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist, jetzt schon im Vergleich mit vor 30 Jahren und in nochmal 30 Jahren sieht es nochmal anders aus. Wenn wir diesen Zustand nicht hätten, dann könnte ich es mir vorstellen, aber so, nee. So, also ihr müsst eine wirklich böse Macht hier an die Front bringen gegen uns, damit ich überhaupt auf der Seite wäre von uns momentan. Also ich sag's folgendes, wenn die Russen hier gegen die Bundeswehr kämpfen, dann wäre ich vielleicht nicht straight up auf der Seite der Russen, aber ich wäre auf keinen Fall auf der Seite der Bundeswehr. Das kann ich euch verraten. Ja. Die müssten eigentlich nur keine Frauen vergewaltigen und keine Zivilisten erschießen und ich könnte diesem Konflikt schon nur noch als neutraler Beobachter beiwohnen. Also, Es wäre so Kamerun gegen Somalia, das Fußballspiel. Ne? Wenn du nicht drauf gewettet hast, dann genießt du es einfach und isst Popcorn. Ja, wie gesagt, also über die Partisanenlogik einer lokalen Gruppe kommt es damit nicht hinaus. Wenn Krieg, dann für das geheime Deutschland und nicht für dieses. Ganz ehrlich, deine Meinung in die Kommentare. Nein. Ich würde definitiv nicht für Deutschland in den Krieg ziehen, weil es eben nichts tatsächlich mit Wertevorstellungen oder sonst was zu tun hat, sondern weil es einfach die Reduzierung meiner selbst oder meines Individuums. Ja, aber wenn die Russen hier reinmädeln, dann ist doch auch mit der Regenbogenscheiße vorbei. Also du hast ja auch ein ideologisches Interesse, ein Werteinteresse, wenn man so will, wie man es heute mal nett. Also es kotzt nicht so an, ne? Wir haben für alles irgendeine so nettere Umschreibung genommen. Ist es einfach Ideologie? Sie nennen es Werte. Ne? Du hast doch ein Werteinteresse daran, dass der Ivan hier nicht den Laden übernimmt.
Also eigentlich in deiner Welt müsstest du in den Krieg ziehen für Deutschland oder auf jeden Fall nicht diejenigen verurteilen, die es tun. Ja, das wäre halt auch ein Riesenproblem für mich bei der Kriegsbetrachtung. Ich müsste mich ja fragen, okay, wenn der Ivan uns jetzt hier kontrolliert, was ändert sich so groß für mich? Also wird du sich kannst, mein Leben wirklich es wird etwas makroautoritärer? Du kannst nichts richtig Heftiges gegen den Ivan sagen, sonst würden die dich halt ficken. Aber was ich aber du kannst auch schon privat, kein großes Interesse daran habe. Genau. Ich denke, also in Russland ist es, glaube ich, so, dass du privat im Endeffekt sagen kannst, was du willst. Du wirst wahrscheinlich auch nicht von deinem Umfeld dermaßen gemikromanaged, wie sie es hier ihren Leuten vorleben. Wenn ich hier irgendwas gegen Klima sage, kommen mir sofort alle von allen Winkeln und sagen, Klimawandelleugnung und so weiter. Ich glaube nicht, dass sowas genau. Also ich habe so Interviews gesehen in irgendwie St. Petersburg oder so in so Supermärkten. Da haben die halt gefragt, hey, was haltet ihr von Putin und so? Und da kamen relativ differenzierte Antworten. Also da war nicht, oh, der große Führer oder so. Und die Leute wirkten auch nicht so, als hätten sie Angst, das auszusprechen, was sie denken. Wenn du hier fragst, was hältst du von den Grünen, würdest du bei vielen Leuten sehen, sie haben Angst, vor einer Kamera auszusprechen, was sie denken. Ja, also ich würde das so sehen, ich habe hier keine Anastasia Bifang mehr im Militär. Ich habe hier keine wahrscheinlich super LGBTQ-Propaganda mehr. Ich kann nur noch Leute wählen, die Putin-approved sind, im Gegensatz zu jetzt, wo ich nur Leute wählen kann, die Regenbogen-Empire-approved sind. Und wenn ich was anderes tue, werde ich bekämpft. Also würde ich dann auch bei Putin bekämpft werden. Wie gesagt, wenn ich das alles so bilanziere, ich würde wahrscheinlich meinen Job behalten. Putin wird wahrscheinlich ein Interesse daran haben, dass Deutschland eine ökonomische Macht bleibt, weil er selbst davon profitiert. Wenn ich das alles bilanziere, da kommt jetzt nicht die Riesenveränderung für mich heraus. Das ist jetzt nicht der Bolschewismus übernimmt das Land und alles ändert sich. Und aus dieser Perspektive heraus, bis zum Tod zu kämpfen, fällt mir schwer. Ja, ja. Und wie gesagt, das einzige große Argument hier, du kannst Herr deines eigenen Schicksals sein, du kannst die Geschicke deines eigenen Landes sind für das kann jetzt? Ich ja jetzt schon nicht. Ja, ja. Ja, eben, das kann ich ja jetzt schon nicht. Also verliere ich in dieser Hinsicht nicht viel. Auf pure Nationalität und pure künstliche Zuschreibungen ist. Ich würde definitiv für Deutschland in den Krieg ziehen, weil mir das demokratische System, in dem wir leben. Oh Gott, jetzt kommt der hier. Als Kack. Im Endeffekt, er kommt jetzt nach dem Motto, also eigentlich, was ich gerade diesem Typen vorgehalten habe, aus Linken betreibt er damit auch, von wegen, ja, zieh doch in den Krieg für den Regenbogen, der ist weg, wenn der Ivan hier gewinnt. Damit kommt er jetzt unironisch. Also das ist halt, worin die indoktriniert wurden. Wahrscheinlich denkt er nicht wortwörtlich einfach nur an den Christopher Street Day, aber die Triggerworte für genau das bringt er jetzt ja für die demokratische, freie Gesellschaft. Mit der gesamten Freiheit, die uns hier gewährleistet wird. Welche? Welche Freiheit? Welche Freiheit haben wir, die die Russen nicht haben? Ich meine, wir können hier die Regierung hart kritisieren und dafür kriegen wir nur Gepiesacke zurück. Dafür wesentlich niedrigschwelliger schon. Wir haben Mikroautoritarismus. Jeder Aspekt unseres Lebens wird gemanagt. Wir werden immer wieder genatscht in irgendeine Richtung. Die Russen haben Makroautoritarismus. Wenn du irgendwas sagst, ernsthaft gegen sie sagst, auf einer größeren Plattform, dann bist du irgendwann weg vom Fenster. Das ist wahr. Bei uns wird halt dein Leben durch 1000 Nadelstiche immer schwerer gemacht. Einfach so un. Tut sich das jetzt so viel? Ich finde nicht. Während gleichzeitig bei uns alles so viel absurder noch geworden ist in der Gesellschaft, dass es wesentlich mehr dagegen zu sagen gibt, aus meiner Sicht. Ja, ich viel und wenn man sich ansieht, unser großer Eroberer, die Amerikaner, ne, die sprengen unsere Pipelines in die Luft oder lassen es zumindest geschehen, fügen uns dadurch enormen Schaden zu. Die sind die Geburtsstätte von der Ideologie, die uns enormen Schaden zufügt. Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, wir leben hier noch in den 70ern und wahrscheinlich ist unter diesem großen Führer zu leben besser als unter dem anderen großen Führer, der, wie gesagt, den Bolschewismus gut findet, wo man diese Bilanz noch weiter aufstellen könnte. Das ist heute nicht mehr eindeutig so. Ist und ich dann am Ende eben auch für diese knapp 80 Millionen Menschen und eben auch für meine Familie dastehen würde, auch wenn es natürlich sehr schmerzhaft wäre. Ihr beiden, ich glaube, dass gerade diese Fragen in so. Das Ding ist, du würdest am Ende für unsere Eliten kämpfen. Ne? Die 80 Millionen Leute, die sind nicht weg, wenn wir verlieren. Ne? Ja. Unsere Eliten sind weg. So vielen Köpfen eine Rolle spielen und tut mir den Gefallen, helft einmal ein bisschen umzubauen, Platz zu schaffen. Ja, ihr müsst alles filmen, was ihr macht. Hat einer auch mal in der Nase gepopelt oder so? Können wir das vielleicht noch sehen? Ist das wichtig, dass das passiert ist? Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Das klingt erstmal ganz abstrakt und ich will das jetzt festlegen. Ich will das ganz konkret machen. Habe Plastikwaffen besorgt, die beiden. Was? Was? Ja, ich erinnere wieder,
Die Öffentlich-Rechtlichen in den 60ern, die hätten bestimmt ihren Talkshow-Teilnehmern dann, ich weiß nicht, wenn Rudi Dutschke da gegen irgendeinen General der Bundeswehr oder Offizier der Bundeswehr debattiert hätte, hätten die Plastikwaffen ausgeteilt und denen gesagt, so, jetzt tut mal so, als seid ihr Soldaten. Das wäre passiert. Piu, 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 piu. Dann gleich auch in die Hand nehmen müssen. Ich will vor allem sehen, ob Henrik am Ende tatsächlich weiterhin ganz klar sagt, ich würde niemals eine Waffe für Deutschland in die Hand nehmen. Nein, diese Plastikwaffe wird alles ändern. Ich möchte mir diese Plastikwaffe an den Kopf halten, wenn ich dieses ZDF-Ding hier sehen muss. Was haben wir vor? Mir ist wichtig, dass wir wirklich einmal versuchen festzulegen, was Momente sind, wo ihr sagen würdet, da wäre ich vielleicht bereit, zur Waffe zu greifen. Die Waffen, die wir hier haben, sind Plastikwaffen. Das ist völlig klar. Und das soll auch nicht irgendwas ersetzen oder runterspielen. Aber mir geht es genau um diesen Akt, dass man mal sagt, okay, da könnte ich mir vorstellen, für Deutschland die Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich jetzt verschiedene Szenarien für euch dabei. Und wenn ihr sagt, da würde ich für Deutschland zur Waffe greifen, steht ihr auf, nehmt euch die Waffe, setzt euch wieder hin. Das Mandat läuft noch. Kindergartenscheiß, ey, das ist doch nicht zum Aushalten. Das hätte man jetzt nicht ohne Waffe machen können. Diese Grundschulpädagogik-Nonsens-Sendungen hier, die wir uns antun müssen. Mann! Du die Waffe in die Hand nehmen, um für die Bundeswehr nach Mali zu gehen, um dort für eine UN-Friedensmission zu kämpfen. Nee. Und wenn das Parlament beschließt, dass die Bundeswehr... Wenn das Parlament das beschließt. Also das Parlament ist unfehlbar, oder was? Dieses System, ja. Es ist die Demokratie da am Ende dahinter, also, also es ist unfehlbar. Also das Parlament beschließt gar nichts. Die Regierung beschließt das und gibt das dann ans Parlament weiter. Als ob das Parlament, also die Regierungsparteien, da gegen ihre Regierung, die sie in die Regierung gesendet haben, was entscheiden würde. Ich meine, wie ist das denn in der Praxis? In der Praxis klüngelt die Regierung und die Regierungspartei etwas in Hinterzimmern aus und geben das dann an ihre Abgeordneten weiter. Und in der Sache von so tragender Wichtigkeit wie einem Militäreinsatz würde die innerparteiliche Disziplin dafür sorgen, dass die alle gleich abstimmen. Also komme ich mit dem scheiß Parlament, Mann. Irgendwo eingesetzt wird, also die Mehrheit der Volksvertreter, die wir alle paar Jahre wählen. Irgendwie kann man das weniger ernst nehmen, während er diese Spielzeugknarre da hält. Ja. Dann haben wir ein gültiges Mandat und entsprechend bin ich als Soldat dann in der Pflicht, entsprechend dann zu folgen. Du sagst, ach, und diese legalistische Scheiße wieder, wenn das alles mit dem Parlament und mit dem Paragraph 47b abgestimmt ist, dann würde ich das auch machen. Wenn Passierschein 38 eingeholt wurde, dann können wir auch die Lage wieder aufmachen. Was hätte jemand vor 150 Jahren gesagt? Ja, wenn Gott und Kaiser es verlangen, dann werde ich mein Leben geben. Aber das ist halt nicht mehr möglich. Ja. Es ist kein Pathos mehr möglich. Es ist alles ein legalistischer Firlefanz. Keine Waffe in die Hand nehmen. Definitiv, ja. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Menschen in Mali denkst? Was du denen fragen musst, ist im Endeffekt, wenn die Nazis, die da auf deiner Mütze stehen, wenn die hier die große Machtergreifung machen und das Ganze ist nur noch militärisch niederzuschlagen, nimmst du dann die Waffe in die Hand? Das wäre die einzige interessante Frage, die man denen fragen könnte. Natürlich ist es unvorstellbares Leid, was diese Menschen in Mali erleben. Ne? Und das ist ja auch das, was ich keine Ahnung, Ausdruck was die Menschen in Mali erleben, ehrlich gesagt. Also, ich weiß überhaupt nicht, warum wir da sind. Niemand weiß das. Frag ihn. Ja. Warum sind wir immer? Frag ihn. Ich glaube, er könnte das nicht mehr zusammenfassen. Das Krieg jeder Art, egal bei Mali auf der Karte. Ja. Wo, wann er geschieht, immer schlecht ist. Ist direkt neben Zeichni, habe ich gehört. Für die Leute, die tatsächlich dort leben. Und es ist für mich meistens nicht die Frage, gegen was würde ich kämpfen, aber die Frage ist, für was? Für was steht man ein? Und dieses Gute, für das ich tatsächlich kämpfen würde, wo ich sagen würde, ja, gehen wir rein, das sehe ich nicht in Deutschland und das sehe ich auch nicht in einem anderen. Also Deutschland ist noch viel zu wenig links. Wenn Deutschland irgendwann so richtig verzeckt ist, dann könnte man dafür kämpfen. Nationalstaat. Jan, macht's dich sauer, wenn jemand wie Henrik sagt, ich lasse die Waffe liegen? Artikel 4 Absatz 3, niemand wird zum Kriegsdienst gezwungen. Also entsprechend... Bis es ernst wird. Das war nicht die Frage. Passierschein B97 gibt die Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern. Junge, erstmal ist das nicht deine Meinung und zweitens ist das eine wahnsinnig schwache Option. Also im Schattenstaat würden die Leute sagen, ja, natürlich ist das schlecht, weil das der großartigste Staat ist, den die Welt je gesehen hat. Kann ich das nur respektieren und akzeptieren. Es macht mich nicht sauer. Mir ist es nur wichtig, dass wir sozusagen einen Fokus auf die Realpolitik legen und ein Stück weit weggehen von der Ideologie. Das ist doch eigentlich das wichtigste Ziel, dass wir den Frieden anstreben und sagen, wenn alle Stricke auf der diplomatischen...
Der Frieden, ja. Also ja. Bisher, all die Länder, in denen der Westen gemeddelt hat, die letzten 30, 40 Jahre, die haben jetzt den sogenannten Frieden, der ist da eingekehrt. Libyen ja. Beispielsweise. Der Frieden, wo du hinguckst, alles voller Frieden. Ebene und meine Soldaten, sind. Die Soldaten des Schattenstaates wären auch nicht Soldaten des Friedens. Also Soldaten, deren Hauptziel es ist, ideologisch Frieden herzustellen, sondern ihrem Land zu dienen. Was der Befehl dann auch sein mag. Natürlich ist es anzustreben, dass es ein weiser Befehl ist. Aber es geht hier nicht um Frieden. Es geht um die Interessen eines Landes. Wenn nichts mehr geht, dann haben wir als äußerstes Mittel, als äußerstes Werkzeug in diesem großen Koffer, haben wir dann das Militär. Die Frage nach Krieg ist auch automatisch immer eine Frage nach Politik. Und die Frage nach Politik muss eine Klassenfrage sein. Deswegen ist es so, dass viele Leute aus prekären Verhältnissen, die keinen Ausweg sehen, die auch keinen Zugang vielleicht haben zu besonders guter Bildung oder zu besonders guten Studienplätzen etc. pp., dass die eben den Ausweg dann zur Bundeswehr gehen. Jan, du hast die Waffe sofort... Also erstmal, das ist doch von vorne bis hinten Quatsch. Erstmal haben wir hier keine Studiengebühren. Zweitens steht die Universität jedem frei. Des Weiteren haben wir hier ein soziales Netz. Das heißt, der Anreiz, sich beim Militär zu melden, wenn man auch so Kohle bekommt, ist sowieso schon mal gering. Des Weiteren hat, glaube ich, der durchschnittliche Soldat ein IQ von 108. Also über dem Durchschnitt, weil die halt die ganz niedrigen Fälle gar nicht zulassen. Das ist von vorne bis hinten Blödsinn. Wird an die Hand genommen. Hast du schon mal mit einer geladenen Waffe auf jemanden geschossen? Zum Glück musste ich das noch nicht tun. Was glaubst du, würde das mit dir machen? Ich bin Soldat und das heißt, im äußersten Fall müsste ich auch mein Leben geben oder riskieren, um andere... Die ernsthafte Antwort wäre jetzt etwas, was man nicht sagen könnte. Ja gut, du musst den Feind halt zu einem Punkt dämonisieren, an dem du ihn töten willst. Das ist die Antwort. Ja. Du musst halt denken, das sind irgendwelche Zombies. So funktioniert das. So funktioniert das. So funktioniert das in jedem Krieg. Du musst irgendeinen riesen Boogeyman im Kopf haben. Deswegen nennen die Ukrainer die Russen Orks und so weiter, ne? Der einfach nur ausgelöscht werden muss, wie irgendeine Kakerlake oder so. So funktioniert das halt. Solche hässlichen Wahrheiten gehen nicht mehr. Es ist auch anders möglich, aber gerade in unserem Zeitalter, in dem jede Feindschaft, also da wir kein richtiges Konzept von Feindschaft haben, da wir den anderen nie als Feind sehen können, machen außer wir die Russen? Eine absolut. Also bei den Russen geht es ja schon so los, ja. Wir machen direkt eine absolute Feindschaft draus, meint das. Also wir können entweder nicht den Begriff der Feindschaft tolerieren oder wir machen ihn direkt zum absoluten Feind, zum Untermenschen sozusagen. Dass wir ein klassisches Verständnis haben, dass wir hier sozusagen Interessenpolitik spielen, dass die andere Seite ihre Interessen durchzusetzen versucht und Soldaten besitzt, diese Perspektive haben wir verloren, die eigentlich den Mittelgrund der Feindschaft auch historisch dargestellt hätte. Wir kennen nur noch keine Feindschaft oder die Orks. Den Menschen zu schützen. Wir können ja mal die Feuerwehrleute oder die Polizisten fragen, die machen das den ganzen Tag. Da ist es vielleicht ein bisschen greifbarer, im Rahmen des Friedens ist es abstrakter. 63% der Bundesbürger geben in einer repräsentativen Umfrage an, dass sie sich Sorgen machen, dass Deutschland in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden könnte. Und damit kann man ja schon sagen, ist es in vielen Köpfen nicht mehr abstrakt. Deutschland wird angegriffen. Ich habe den letzten Monat, keine Ahnung, gefühlte 30 brennende Leopardpanzer gesehen. Also ja, so ganz abstrakt ist das nicht mehr. Greifst du dann zur Waffe? Also du hast Bock, du hast Bock wegen Hunter Biden und seiner Crackpfeife in der Walachei zu krepieren? Ist halt, hä? Auf jeden Fall. Das wäre dann natürlich im Verteidigungsfall nochmal zu differenzieren, wo ich dann eingesetzt werde. Wahrscheinlich nicht im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, sondern als Offizier, eventuell als Führungskraft. Deutschland wird angegriffen. Du sagst, auch da greife ich nicht zur Waffe. Was machst du in dem Moment? Wenn ich Deutschland verteidige, dann verteidige ich die herrschenden Verhältnisse in diesem Land. Das im Endeffekt hat er etwas unsere Logik, ne? Er hat halt nur einen vollkommen verzerrten Blick darauf, wie die Verhältnisse sind. Im Endeffekt, erst ein Opfer von dem Linken, das ist auch wieder ein Bug, ne? Ein Bug von den vielen Lügen im linken System. Hier halt wieder das Ding, dass du immer pushen musst, dass ihr immer noch die schwächere Gruppe seid und gegen ein übermächtiges System ankämpft, während ihr es schon kontrolliert. Und er hat diese Lüge gefressen, ne? Deswegen will er nicht für das System kämpfen, das ihnen gehört, ne? Es gehört ihnen. Ja, wäre interessant, was er sagt, wenn hier Deutschland offiziell das Regenbogenbanner als Flagge einführt. Ja. Möchte ich aber nicht, weil die Frage ist, was sind denn die herrschenden Verhältnisse und wo finden wir uns denn wieder? Bitte, schilder mal. 14 Millionen Leute in Deutschland leben in Armut. Möchte ich das verteidigen? Okay, mehr Kommi-Zeug. Zu wenig Kommi-Zeug. Kommi-Zeug soll auf sein, dann verteidige ich. Oder sage ich nicht lieber, ich würde etwas verteidigen, was tatsächlich eine gute Institution wäre?
Die Panzer rollen vor, es wird tatsächlich scharf geschossen. Man kann auf der Straße angegriffen werden, getötet werden. Greifst du dann zur Waffe? Jetzt im Verteidigung. Bitte wieder eure Meinung. Ja. Wolltest du was sagen? Nee. Okay. Also ich habe mir überlegt, wie gesagt, das kommt dann stark auf die Situation an. Ich habe das ja schon mal erzählt. Also es gab im englischen Bürgerkrieg zum Beispiel mal halt Einheiten, die immer eingegriffen oder zur Waffe gegriffen haben, wenn in ihrem Territorium da rumgemädelt wurde. Aber die waren halt niemals bereit, sich für die übergeordneten militärischen Befehlshaber an andere Orte versetzen zu lassen. Und ich denke, in diesen Kategorien sollten Leute wie wir mehr denken. Im Verteidigungsfall definitiv. Das war klar. Das gehört für mich dazu, ja. Wenn ich auf der Straße angegriffen werde, dann bin es in erster Linie ich, der angegriffen wird auf der Straße. Ja. Wenn Deutschland angegriffen wird, dann bin ich nicht Deutschland. Besonders mit einer Bundeswehr, die immer noch unter Symbolen wie dem Eisernen Kreuz kämpft, die mit rechtsextremen Netzwerken zu kämpfen hat, ist das für dich wirklich ein Punkt, wo du sagst, das ist nie wieder Auschwitz? Was wirklich nie wieder Auschwitz ist, ist das gute Leben. Was nie wieder Auschwitz ist... Überall eine Regenbogenfahne drauf und er ist voll dabei, in anderen Worten. Ist die Aufhebung von gesellschaftlichem Zwang, von gesellschaftlicher Depression und Verelendung. Ja, das ist das Einzige, was unsere Armee sein kann, ist nie wieder Auschwitz, ja. Es ist halt, es muss sich immer noch da, also es muss darauf beziehen, dass wir so kacke sind und dass wir richtig, richtig viel Schuld auf uns geladen haben und darauf müssen wir jetzt unsere Armee gründen. Er hat es eigentlich richtig erkannt, doch, ne? Ich meine, das ist unser zentraler Gründungsmythos. Wir haben als Deutschland einen maximal negativen Gründungsmythos. Ne? Das ist im Endeffekt das geistige Fundament, auf dem die momentane Gesellschaft steht. Und zunehmend alle anderen westlichen Gesellschaften auch. Und deswegen sieht es hier so kacke aus. Ja, nur halt, also die haben dann teilweise etwas anderes. Kolonialisierung kannst du halt allen irgendwie aufhalsen, sogar denen, bei denen es keinen Sinn macht. Also den Skandinaviern müsstest du dann eigentlich die Kolonialisierung von England vorwerfen, aber das sind halt auch Weiße, also wen interessiert's? Deswegen werden die dann mitgehangen. Ja, den kannst du halt vorwerfen, dass sie immer noch ein westlich entwickeltes Land sind und damit von den Rohstoffen der dritten Welt leben. Ja, genau so machst du es. Ja, und so weiter. Amerikaner ist klar, Sklaverei, ne? Und bei uns hast du halt das ganz dicke Ding. Und das ist der Punkt, für den ich kämpfe. Gut, aber an dem Punkt muss ich sagen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil ich mir sage, das gute Leben, also wir haben jetzt wirklich das absolute Glück, und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir einfach in einer sicheren Bubble groß geworden sind. Wir sind im Frieden groß geworden. Naja, immer weniger, ne? Also gewisse territoriale Konflikte spielen sich jetzt ja schon bei uns ab. Worden. Ne? Also, guck dir an, was es uns angetan hat, im Frieden groß zu werden, wie degeneriert wir alle sind. Sorry, du hast doch nicht annähernd eine Ahnung, was es bedeutet, im Krieg zu sein, was es heißt, dieses Leid zu erleben. Und zu sagen, ich würde Deutschland jetzt nicht verteidigen, weil das eine abstrakte Institution ist, die für irgendwelche Werte steht. Bei allem Respekt, die Demokratie ist das Beste, was wir seit langem haben. Gibt's einen Moment, Henrik, jetzt an dich gefragt, wo du sagen würdest, da nehme ich die Waffe in die Hand? Dann sag's mir doch direkt dazu, wann das wäre. Also ich würde ich muss die Waffe dazu in die Hand nehmen. Also auch für die Demokratie zu kämpfen, ne, das Wahlrecht an sich ist einfach zu schwach, als dass ich dafür sterben wollen würde. Ja, vor allem, man sieht ja eine Ausformung bei uns, die jetzt nicht gerade eine Werbung für das Wahlrecht ist. Ne? Ja, ja. Ist halt bei uns, du kämpfst jetzt dafür, dass der Fernseher, der gleichgeschaltete Fernseher, alle 4 Jahre mal erzählen kann, was, welches Grundgefühl man so empfinden soll bei den Parteien. Und dann geht Gertrude, die 5 Gehirnzellen hat, die sie gerade noch zusammenreiben kann, zur Wahlkabine und wählt die Grünen. Okay. Ja. Das ist der große Wert, für den ich kämpfe. Alles klar. Dafür massakriere ich den Iban. Wenn es tatsächlich darum der ebenfalls Wahlen hat gehen würde, nicht nur die Idee, sondern die Realität. Finde ich auch immer wieder lustig, ne? Ich habe dann wieder gehört, in Bezug auf die Wahl, die jetzt, ich glaube, nächstes Jahr dann kommt, dass, Putin macht da dies und dies wegen der Wahl und so weiter. Gleichzeitig, wenn dann die Wahl kommt, ist sie immer getürkt. Deswegen frage ich mich halt, wieso soll Putin irgendwas machen für die Wahl? Die wird doch eh getürkt, ne? Ist halt, wahrscheinlich so ungefähr wie in Amerika. Die Wahl wird nicht komplett getürkt, aber wahrscheinlich gibt es Türkereien, die durchaus da sind, aber nicht so, dass du einfach machen kannst, was du willst. Tatsächlich eines menschlichen, eines humanen, eines solidarischen Systems, einer solidarischen Gesellschaft zu verteidigen. Und diese Gesellschaft sehe ich eben nicht. Ja, Worthülsen. Also du willst die ganze Scheiße noch mehr auf links drehen, in anderen Worten. In Deutschland, sondern eben in etwas, was wir momentan nicht haben. In etwas, was es auf der Welt, lass mich raten, überhaupt nicht gibt? Vielleicht irgendwie PKK-Land oder so ungefähr? Wo wäre denn das Beispiel? Er sollte sich mal mit Anastasia Biefang unterhalten.
Ich meine, wäre interessant. Wo das so wäre, wie du es gerade beschreibst. Ja, eben gar nicht. Ich habe ja gesagt, also, das haben wir nicht. Das haben wir allgemein nicht, okay. Richtig. Okay. Auf der ganzen Welt, alles klar. Und währenddessen kannst du keine Abstufungen treffen. Also jetzt der Ivan, der deine schönen Regenbogenflaggen von jedem Regierungsgebäude reißen wird und deine Leute in Hundeoutfits auf dem CSD wieder schön in den Schrank schmeißen wird, der ist dann genauso für dich wie die momentane Regierung, die sich einen abwächst auf den ganzen Scheiß. Also es macht halt keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Das haben wir allgemein nicht. Ja. Natürlich habe ich freie Meinungsäußerung und sonst was, aber nur im Rahmen dessen, dass ich arbeite und dass ich konsumiere und produziere. Das stimmt, nicht jeder hat. Hä? Nee, du kannst hier genauso gut einfach sagen, es gibt hier die scheiß Kartoffeln, die gehen doch für mich arbeiten, also arbeite ich jetzt nicht mehr. Kriegst du einen Doppelhaus. Das sind leere Worthülsen wieder. Ich habe hier nur Meinungsfreiheit im Rahmen von. Was heißt auch Meinungsfreiheit? Was hat es mit der Meinung zu tun, dass du nicht einfach, also er will im Endeffekt, dass alle einfach ein richtig anständiges Leben finanziert bekommen für lau. Ansonsten gibt es keine Meinungsfreiheit? Wie geht das zusammen? Das Recht auf freie Meinung, egal ob ich arbeite oder nicht arbeite, solange ich mich. Und ich meine, bei uns, wie gesagt, wir haben sehr begrenzte freie Meinungsäußerung. Das größte Ding sind die ganzen Sperrungen, die auch gesetzlich bedingt sind, NetzDG und so weiter. Und ich meine, dann alleine der Volksverhetzungsparagraf, dass er da ist, sagt, dass wir keine freie Meinungsäußerung haben, der einseitig angewandt wird. Der spielt aber auch gar nicht so die große Rolle. Das Erste, was viel wichtiger ist, wir haben mittlerweile eine klare Unterscheidung zwischen formeller und informeller Gesetzgebung. Und wir haben sehr viel weniger Probleme mit der formellen Gesetzgebung, dass vor Gericht entschieden würde, dass wir irgendwas nicht sagen dürfen, sondern mit der informellen. Ich hatte das auch schon, ne? Also, ich sag mal, aber im Allgemeinen spielt das für unsere Bubble eine viel geringere Rolle als das Informelle, das PayPal dich sperrt, das YouTube dich sperrt, das Twitter dich sperrt, dass du Gefahr läufst, wenn du das mit Namen sagst, dass du deinen Job verlierst, das ist eine unendlich viel höhere Gefahr als die formalisierten Gesetze. Und das mit dem Job ist halt ein schönes Mikromanagement-Tool, ne? Weil das betrifft dann nicht nur die großen Köpfe. Die großen Köpfe würden wahrscheinlich auch in Russland Probleme kriegen, wenn sie richtig auf Kriegsfuß gehen mit der Regierung. Das betrifft dann jeden. Deswegen haben hier die normalen Leute Angst, sich irgendwie zu äußern. Weil die normalen Leute halt den Druck spüren und Angst haben, ihren Job zu verlieren. In diesen Grenzen des Landes bewege, kann ich sagen, was ich möchte, solange ich die linke und rechte Grenze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja, und solange mir mein Job egal ist. In dem Sinne hat er vielleicht recht mit seinem Jobverweis da. Einordnung. Henrik, es gab damals, als ich noch gerade Abitur gemacht habe, die Musterung. Und da gab es noch mal wieder früher. Der sieht doch so ein bisschen schlicht aus, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Also, als wenn der jetzt nicht so sonst wie viel hinter dem Steuer abgehen würde. Fahren, wo man dann quasi sagen konnte, ich will nicht den Dienst an der Waffe machen. Und da wurden sehr, sehr krasse, sehr konkrete Fragen zum Teil gestellt. So ungefähr ging das zum Beispiel auch in die Richtung, deine Why are you gay? You are transgender and an outspoken lesbian? Freundin wird vergewaltigt und umgebracht und gerade massiv bedroht. Kannst du dann eine Waffe in die Hand nehmen, um dich zu verteidigen? Ja, definitiv. Ja. Aber meine Freundin ist nicht Deutschland. Oder andersrum, Deutschland ist nicht meine Freundin. Das heißt, was ich in diesem Moment verteidige, ist tatsächlich mein Leib, meine Seele und so weiter und so fort. Für das Deutschland ist aber nicht solidarisch. Also, sorry, das ist vor allem überhaupt nicht kollektiv gedacht. Ich meine, die Leute, die ganze Zeit uns hier erzählen, dass wir hier kollektive Solidarität brauchen und in kollektiven Bezügen denken müssen, kommen dann hier mit dem großen Liberalismus im Wesentlichen. Was der da sagt, das ist ja urliberal. Also, unter Lenin hätte es das nicht gegeben, dass du nur an dich denkst. Aber warum muss ich mir jetzt sagen lassen, was solidarisch ist und was nicht von einem, der für Deutschland kämpft? Ich kämpfe auch für dich, ich kämpfe auch für unsere Meinungsunterschiede, das ist doch wunderbar. Du sagst, du kämpfst nur für deine enge Familie und für deine, sag ich mal, Freundin, für eine ganz kleine Blase. Und ich sage einfach, ich kämpfe auch für deine Familie, obwohl ich die gar nicht kenne. Das ist doch einfach. Das ist sehr schön. In ihrem Frame, in der momentanen Gesellschaft, also in dem Frame, dass das alles so seine Richtigkeit hat, wie es momentan läuft, hat der Typ halt vollkommen richtig, ne? Vollkommen recht. Ja, ja. Und macht den gerade ziemlich zusammen. Aber ich sehe den Zwang daraus jetzt nicht, dass ich das auch für dich tun muss. Du sprichst ja die ganze Zeit von Solidarität, aber die höre ich überhaupt nicht. Ich finde auch, was war das für ein Einwand? Du sprichst hier für Solidarität, während du unsere Gesellschaft verteidigen würdest? Also gerade ist er wirklich auf einer sehr seltsamen Linie. Lass ihn mal weiter reden. Weil es im Grunde genommen einfach nur um deine Blase geht und du sagst, okay, da gibt es eine Welt, die wir uns vielleicht irgendwann schaffen, die es noch überhaupt nirgends gibt in deiner Wahrnehmung. Als Jan mir sozusagen den Vorwurf entgegengebracht hat, dass ich unsolidarisch sei, hat es in mir einfach Unverständnis ausgelöst. Es wird gerade wie irgendwas von Schwiegersohn gesucht oder so, oder Schwiegertochter gesucht, ne? Bekannt von seiner Oma stand da gerade das kommunistische Manifest geschenkt. Ist auch interessant, dass sie ihn jetzt hier nochmal danach zum Interview gebeten haben. Ich nehme mal an, irgendeiner im Redaktionenraum hat gesagt, oh,
Das können wir so stehen lassen. Der Linke kam mir zu schlecht weg. Hier, das war zu sehr Gotcha auf der linken Seite, dass die unsolidarisch sind, als dass wir das so stehen lassen können. Wir müssen hier nochmal was drüber arbeiten. Und deswegen haben die den danach nochmal einzeln befragt dazu. Und ich hasse dieser dumme Anglerhut, der sieht so scheiße aus, ne? Weil ich keine Leute beschützen möchte, die ich nicht kenne. Zeit für die Couch. Ich würde sagen, Umbau. Helft ihr mir wieder mit? Ja, wir müssen das nicht jedes Mal. Denken die irgendwie, wir haben zu viel Zeit oder so? Oh, der Tisch ist jetzt woanders. Wie ist der da hingekommen? Ich werde wahnsinnig. Ich kann mir das nicht weiter angucken. Ich muss wissen, wie der Tisch da hingekommen ist. Hier, Gehlen und Adorno im Öffentlich-Rechtlichen in den frühen 60ern oder so, die haben dann erstmal Tische verrückt und ein paar Blumen aufgestellt und erst dann hat das Interview begonnen. So wäre das gelaufen. Wir sind jetzt von, und deswegen mache ich jetzt diesen Tisch kaputt zu, und deswegen schleppe ich jetzt diesen Tisch hier durch den Raum. Würdet ihr gerade die Raumtemperatur einstufen? Ich würde sagen, 2, 3, 4, 5 Grad wärmer? Ich glaube schon, es wird wärmer, definitiv. Du bist hochgefahren. Wo am meisten? Ich denke, wir haben sehr, sehr viel Glück hier und ich denke, es ist auch wert zu verteidigen, auch mit den Institutionen, die wir haben. Ich sage nicht, dass wir fehlerfrei sind, um Himmels Willen, darum geht es nicht. Wir haben dort eine kleine Blase, zu der ich jetzt einfach mal zähle, die sagt, nein, Solidarität ist sozusagen mein enger kleiner Kreis und ich sage, Solidarität sind über 80 Millionen Menschen und viele, viele Europäer. Es ist richtig Streit in der Luft, das finde ich gut und der hatte sich auch gar keinen Gameplan irgendwie zurechtgelegt. Ne? Der hat das irgendwie so auf sich zukommen gelassen, nach dem Motto, ich weiß eh, dass ich moralisch auf der richtigen Seite bin. Und jetzt wird er halt besiegt in seinem eigenen Framework. Trotzdem. Deswegen lädt man keine 18-Jährigen zu dem Interview ein. Ja. Oder geht dann dahin. Das ist der Sprecher und Chef, ne? Von Linksjugend Solid. Der Sprecher und Chef. Das ist euer Chef und Sprecher. Das ist der Typ, den ihr wollt, um euch zu repräsentieren. Also von der ganzen Linksjugend, das glaube ich nicht. Doch, da stand Sprecher von, das hier ist 13.5, merke ich mir mal kurz, da stand am Anfang Sprecher von Linksjugend Solid. Was hier? Ja, genau hier. Ja, ja. Sprecher der Linksjugend Solid. Das ist der Sprecher von denen. Ich hoffe, die haben mehr als einen Sprecher, weil sonst, Alter. Wo ihr euch einig seid. Und einen würde ich jetzt gerne mal rausgreifen. Was bis hierhin auffällt, ist ja wirklich, wie viel Konflikt da zwischen den beiden ist. Und das finde ich großartig, weil genau dafür treffen wir uns. Und trotzdem will ich ja auch wissen, was kann man konstruktiv tun? Was haben wir in der Hand, um dem Krieg ein Ende zu bereiten? Das ist das gemeinsame Ziel von den beiden. Aber welche Wege dahin führen, ja, darüber müssen wir uns jetzt streiten. Und darum geht's. Das wird interessant, weil also der Krieg, reden wir jetzt über den Ukraine-Krieg oder einfach nur über den Krieg? Also bei letzterem ist halt die Antwort vollkommen nebulös. Beim Ukraine-Krieg ist die Antwort, die er geben müsste, halt, eigentlich nicht mehr gewünscht. Jetzt im linken Establishment. Und insofern ist es interessant, dass es kommt. Die Antwort ist ja offensichtlich. Wir müssen aufhören, denen Waffen zu geben. Wir müssen Zelensky sagen, muss mit denen verhandeln. Ganz einfach. Wenn der Westen das machen würde, das ist ja ein Krieg, den hat der Westen in der Hand zu beenden. Binnen 24 Stunden wahrscheinlich, wenn sie ja Bock drauf hätten. Wenn die sagen, okay, wir unterstützen nicht mehr, verhandelt mit denen. Vor allem hätten sie das klug angefangen, hätte eine viel größere Chance bestanden, diesen Krieg gar nicht aufkommen zu lassen. Man hätte viel früher anfangen müssen. Und, die Ukraine mit Nachdruck zur neutralen Zone zu erklären. Man hat ja auch die Verhandlungen. Ja, mach. Die Verhandlungen in der Türkei torpediert. Also, die hatten ja eine Einigung. Ne? Eine Einigung, die eigentlich schon, also die nur noch etwas ausgefeilt wurde und beide Seiten waren damit zufrieden. Ne? Das war halt damals, Donbass wird autonom, das ist jetzt vom Tisch, jetzt wird Donbass Russland, Krim wird Russland und keine westlichen Bündnisse. Das war die Einigung. Die hatten sie auf dem Papier das war kurz davor unterzeichnet zu werden und dann hat Boris Johnson da angerufen, im Auftrag wahrscheinlich von noch anderen Leuten aus dem Westen und hat gesagt, na, und das war's mit der Einigung. Das war im März, das war nicht mal einen Monat, nachdem der Krieg begonnen hat. Da hätte er vorbei sein können. Ja, und auch, was Mörschheimer geschrieben hat, wie die Amerikaner halt gepusht haben, die Ukraine näher in das westliche Feld zu ziehen, schon 2008, etc., etc., hätte man konsequent gesagt, die Ukraine ist neutrales Feld. Und das Putin vermittelt, sozusagen, hätte man bestimmt einen Vertrag aufsetzen können, der Putin zu dieser Zeit bestimmt akzeptiert hätte. Ukraine ist neutral, kann mit EU und Russland nach freiem Verfügen handeln. Und ein Angriff von der jeweiligen Seite ist praktisch auch eine kommt einer Kriegserklärung gleich auch an die anderen Staaten. Ich weiß nicht, ob ich das so stark hätte formulieren können, aber dann wäre auch eine Militärintervention
also viel leichter zu vermitteln gewesen, viel gerechtfertigter gewesen, da wäre zumindest Neutralität verletzt worden, etc., etc. Da hätte man Automatismen, die als Konsequenz folgen, viel eher rechtfertigen können. Was wir jetzt haben, ist einfach, ja, es passiert, und obwohl wir keinen Vertrag mit der Ukraine haben, obwohl die nicht Mitglied der NATO sind, mädeln wir da jetzt rum in völlig unklaren Konturen, die sich ständig ändern können, weil unsere geliebten Führer das so sagen. Ich will auch nochmal anmerken, diese Einigung, die vom Westen vom Tisch gewischt wurde, die bestand im März 2022. Ne? Nicht diesen März, sondern vor einem Jahr und 5 Monaten. Die Friedenstaube hängt wieder symbolhaft. Es ist ohne Scheiß, ich komme nicht mehr klar auf dieses ganze Selbstdarstellertum. Ja, diese Scheiß. Hängt doch einfach die Scheißtaube dahin. Also, wenn ihr die Taube. Wieso müsst ihr uns auch noch zeigen, wie ihr sie dahin hängt? Es ist ja schon schwul genug, dass die da hängt. Also, das ist schon das. Die Sache, dieser Kack-Kindergarten allem, ja? Selbst wenn du für die Ukraine bist, selbst wenn die Ukraine mein Leben wäre, ja? Fände ich das einfach würdelos. Und es ist auch wieder paradox, dass das Narrativ ist ja eigentlich im Endeffekt, auf jeden Fall vor der Offensive, die jetzt ziemlich auf die Nase gefallen ist, ne? Vor der Offensive war das Narrativ folgendes. Die Ukraine wird sich nicht zufrieden geben, ohne nicht nur Donbass, sondern auch die Krim zurückzubekommen. Ja. Also totaler Sieg, in anderen Worten, Ukraine oder nichts. Und das wird jetzt hier vertreten von einer Friedenstaube mit Ukraine fahren. Was schon zumindest mal ein Atomschlag gegen Kiew oder sowas in die sehr realistische Möglichkeit am Horizont hätte auferstehen lassen, wenn die Krim zurückerobern. Also denkt eigentlich da hätte man wirklich aufpassen müssen, dass das Ding nicht total eskaliert. Ja, ich meine, denkt irgendjemand ernsthaft, dass es irgendeine Option gäbe, bei der die Russen am Ende sagen, wegen militärischer Niederlagen, okay, dann gehen wir wieder nach Hause. Hier ist die Krim wieder, die wir seit wie vielen Jahren? Seit 8 Jahren? 9 Jahren? Die wir seit 8 Jahren hier besetzt haben. Tschüss. Vor allem, dann ist ja auch klar, ne, was anderes, das ist Putins Todesurteil. Also jetzt unironisch. Wenn die Krim verloren geht, dann ist Putin wahrscheinlich wenig später zumindest nicht mehr Präsident von Russland und gut möglich auch tot. Ja, und ich meine, allein das würde ihn in so eine verzweifelte Situation bringen, zu den letzten Zeitpunkten, an denen er noch die Kontrolle hat, über Atomwaffen und so weiter, dass er da ernsthaft versucht wäre. Wenn die Niederlage seinen Tod bedeutet, ja scheiß drauf, dann riskieren wir den dritten Weltkrieg. Und das wollen die, ist halt crazy, ist fucking crazy. Ja, und wie gesagt, das zu verhindern, das ist jetzt nicht mehr einfach möglich. Das hätte man viel früher, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, langfristig anlegen müssen, langfristig planen müssen, Interessenausgleich planen müssen. Und von mir ist auch eine militärische Allianz bilden, falls dieser Interessenausgleich deutlich verletzt wird. Aber es wäre halt leichter, mit einem Vertrag bei den Russen zu kommen. So, hier, der Westen garantiert keine Militärbasen und Handelsneutralität und all das. Aber wenn ihr das verletzt, dann geht's auf den Arsch. Ich meine, das ist ein wesentlich besseres und realistisches Angebot, als wir creepen hier langsam in euren Vorhof rein. Aber so ist der Westen nun mal, ne? Das ist das Ding. Der Westen, er ist halt wie so ein Oktopus, der so langsam sich so mit seinen Tentakeln reinschleimt in Land XY, ne? So, hey, wollt ihr nicht mal hier so ein bisschen Transgender-Zeug machen, dann kriegt ihr Geld und so, ne? Halt im Endeffekt kulturell die Länder zersetzen und nach seinem Ebenbild neu erschaffen und dann halt unter eigene direkte Kontrolle bringen. Der ewige Westen. Heute nicht übrig. Trotzdem, glaube ich, ist es ja auch eine Frage, was machen wir in Deutschland, um den Frieden in der Ukraine herzustellen? Was können wir dazu beitragen? Die Idee ist ganz einfach. Ich würde sagen, nochmal Knarren schicken, die dann verschrottet werden können in der Walachei. Ich glaube, dann haben wir den Frieden irgendwann. Ich lese jetzt Maßnahmen vor, die nicht ich erfunden habe, sondern verschiedenste Leute, verschiedenste Kräfte in Deutschland. Und dann würde ich euch bitten, wenn ihr sagt, das bringt uns dem Frieden näher, dann steigt ihr dann steigt ihr halt drauf, hängt euch das Schweineschwänzchen an und sagt dreimal Miau, Miau, Miau. Auf der Leiter nach oben diese Richtung Frieden. Kindergarten, also Gartenangelegenheit, da würde ich auch als Offizier nicht mitmachen, da würde ich auch als normaler Mensch nicht mitmachen. Was soll diese Scheiße? Ich habe da keinen Bock drauf, hier auf kleine Leitern zu steigen und eine Friedenstaube anzufassen und das vor Millionen Menschen ausgestrahlt zu sehen, ey. Nächstes Mal kommt Sackhüpfen. Taube. Erste Aussage. Das wird Holger gut gefallen. Wir sollten so schnell wie möglich Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Achso, das war noch davor. Haben wir, wurden zur Hälfte schon verschrottet. Der Rest kommt auch bald. Ich gehe mal vorsichtig einen Schritt nach oben. Einen? Warum? Ich möchte das aber auch ganz klar erläutern. Also
Ist auch lustig, wie sich das dann auf die Aktien ausgewirkt haben wird. Da ist die Frage, ist das dann gut für die eigentlich? Also für die Firma, die die herstellt, weil sie halt die Scheiße mal loswerden und neuer Bedarf da ist und so? Also Rheinmetall, glaube ich, ne? Oder ist das schlecht für die, weil wir die Scheiße halt am Brennen sehen, von irgendwelcher 30 Jahre alten russischen Artillerie zerstört? Ja, also erstmal, ich glaube, Leopardpanzer werden von Kraus Maffei angefertigt. Aber ist das jetzt gut, ist das schlecht? Ja gut, dass Panzer im Krieg kaputt gehen. Ja, aber du hast ja immer so einen Mythos. Es gab vorher kein Bild oder auch keine Reihe von Bildern wie jetzt von solchen brennenden Leopardpanzern. Ne? Und waren das denn Leopard 1 oder Leopard 2 Panzer? Teils, glaube ich. Also es waren auf jeden Fall auch Leopard 2 da drunter. Bei dem einen ganz berühmten Bild, ne, was am Anfang der Offensive rumging, das war Leopard 2. Ja, also generell würde ich sagen, jeder, der das realistisch sieht, hätte das erwarten sollen. Und auch wenn heute Drohnen und gesteuerte Raketen und Infanterie eine größere Rolle zu spielen scheint, ich denke immer noch nicht, dass du eine Armee gänzlich ohne Panzer bauen kannst. Also für vernünftige Leute wahrscheinlich immer noch die wahrscheinlich auf die Aktien da mehr Einfluss haben, ne? Also uns wurde ja vorher das eingeredet. Wie war das von dem einen Militärtyp, der hat gesagt, irgendwie in Öffis oder so, dass ein so ein Panzer, also ein Leopardpanzer, eine entscheidende Rolle spielen würde bei so einer Offensive da gegen die Russen. Ist halt, ja, ist ein Panzer. Unrealistisch, ja. Wenn Mörsergranate drauffällt, ist er kaputt. Ne? So wie jeder andere Panzer auch. Aber ja, und ich meine, klar, es gibt bessere und schlechtere Panzer, aber was für ein Gleichgewicht kann man damit ausgleichen? Vielleicht 1 zu 2, 1 zu 3? Es ist nicht 1 zu 20 oder sowas. Du meldest da nicht rein und machst hier Master Chief-mäßig alle fertig, ne? Ja, ja. Also ich finde, das ist eine schwierige Sache, die natürlich auf der politischen Ebene entschieden werden muss. Zum einen liefern wir klar Passierschein A38 muss geholt werden, ja. Offensivwaffen an die Ukraine. Andersrum ist die Frage, von wem lassen wir uns sozusagen diesen Konflikt bestimmen? Von dem Aggressor oder unterstützen wir... Dann gibt ihnen doch Atomwaffen, das wollen die Russen auch nicht. Lieber eine Demokratie, die im Grunde genommen in Europa... Wenn quasi es ein Argument schon ist, dass wir uns von den Russen irgendwas reinquatschen lassen, dann meddelt doch selber daran. Also dann überhaupt keine Grenze mehr. Wenn das ein Argument sein soll, dann das ist ein Argument gegen jegliche Zügelung. Ist und uns um Hilfe bittet. Die Forderung kommt von Anton Hofreiter, dem grünen Politiker. Ist doch scheißegal, ob die uns um Hilfe bitten. Was ist eigentlich aus Verträgen geworden? Warum haben wir überhaupt Verträge? Warum sind wir in der NATO? Wenn das sowieso alles immer, wenn darum geht, wenn die uns um Hilfe bitten, ja, dann müssen wir natürlich auch helfen. Also wenn jetzt, was weiß ich, Sri Lanka ein Problem mit Indien hat, dann sind wir natürlich auf der Seite von Sri Lanka oder etc. etc. Der Vertrag ist tot. Es geht nur noch darum, was jetzt so gerade in den moralischen Deutungskurven unserer Eliten en vogue ist. Wir haben halt eine Art Willkürherrschaft jetzt, die begraben ist unter so einem moralischen Frame. Ne? Und der moralischen Frame von, ja, wir werden halt beherrscht, oder so sagen sie es ja nicht mal. Also das ist ja schon zu viel Wahrheit. Wir werden überhaupt nicht beherrscht. Unsere Länder sind halt so für das Gute und die erkennen, was gut und böse ist. Und wenn was böse ist, dann machen die was dagegen. Also das ist der Frame, unter dem es jetzt Willkürherrschaft hier verkauft wird. Du sagst nein, keine Kampfpanzer in die Ukraine. Genau, also ich stimme der Analyse stimme ich tatsächlich zu. Ach, ne? Also, Leute. Ja, ich meine, da muss er so ein bisschen den Seiltanz machen, ne? Also, weil er kann jetzt nicht sagen, nee, Schluss mit Ukraine hier. Ukraine soll zu sein. Von Umarmung. Noch nicht ganz. Trotzdem ist es einfach ein enormes Anflammen des Konfliktes. Und es ist ja nicht so, dass wir hier von Verteidigungstechnik oder leichteren Waffen sprechen, sondern was war es, ein Leopard-Panzer? Genau, das ist ein massiver Kampfpanzer, darüber ist es ganz klar. Pistolen hättest du liefern dürfen, aber Leopard-Panzer mit den Leopard-2-Panzer, mit denen du die Schlacht auch gewinnen kannst, den nicht. Eigentlich ist es gut, dass das unsere Gegner sind. Ne? Wenn wir mal gegen die kämpfen müssen, da haben wir ein leichtes Spiel. Das Problem ist, er ist ein Nebenprodukt von unseren Gegnern. Er ist nicht unsere Gegner, unsere Gegner sehen das so wie der Typ. Er ist halt, sieht man ja in der Presse, ne? Die Presse, also die Heavy Hitters sind jetzt ja gleichgeschaltet in der Frage. Er ist halt so, ja, im Endeffekt das Abfallprodukt, ne? Von einer vergangenen Ära dieser Scheiße, bevor sie das Militär kontrolliert haben. Frage ist jetzt nur, ist mehr so, wie gesagt, Willkür und Passierschein A38 wahrscheinlich. Also das ist der derzeitige Rahmen, in dem das entschieden wird. Wenn jetzt Putin sagt, ihr dürft nur Schlafsäcke liefern, wäre das dann okay? Also wofür ist das ein Argument? Das ist einfach nur quasi Continuum Fallacy. Ne? Du musst ja irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Und wie gesagt, ansonsten meddel da rein mit Atombomben. Das will Putin auch nicht. Wenn einfach nur ist, du hilfst Putin, wenn du irgendwas nicht machst, weil Putin das nicht will oder was Putin nicht will, ja, dann Atomwaffen reinmeddeln und Parkplatz aus allem machen. Also wo ziehen wir die Grenze? Das würde ich gerne verstehen. Natürlich gibt es eine Unterscheidung zwischen schweren Waffen und nicht schweren Waffen. Ne? Und deswegen auch eine logische Entscheidung zwischen das
entfacht den Krieg nur noch weiter. Und du könntest schwere und nicht schwere Waffen überhaupt nicht definieren. Bringt umso mehr Brutalität in diesen Krieg. Ich glaube, dass man humanitäre Hilfe auf keinen Fall unterschätzen sollte, sondern dass es das allererste ist, was man macht. Dass es das allererste ist, dass man die Leute, die tatsächlich auf diesen Kriegsgebieten im Krieg mittendrin leben und wohnen, evakuiert, dass man sie rausholt und dass man ihnen konkret hilft. Ich würde den Punkt gerne aufgreifen, da haben wir jetzt keinen konkreten Absender. Also machen wir die Ukraine leer und danach können die gucken, was sie machen. Okay. Aber humanitäre Hilfe für die Ukraine, zum Beispiel in Form von Schlafsäcken und, glaube ich, noch viel, viel mehr, was wir tun können. Wie sehr würde das zum Frieden beitragen? Eure Position auf der Leiter. Also, ich gehe ein Stück weit wieder auf die Leiter rauf. Es ist auch wichtig zu sagen, dass Schlafsäcke liefern würden. Herrgott, wir sind hier bei Logo und erklären euch jetzt mal, wie wir der Welt helfen. Eins, zwei oder drei. Hilfe nur ein Teil ist. Deshalb sage ich, nur humanitäre Hilfe wird nicht zum Frieden führen. Das ist meine klare Ansage. Ich sage, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Und Frieden ist nicht ab da erreicht, wo man sagt... Frieden ist, wenn die Gesellschaft komplett auf Regenbogen gedreht ist. Das muss noch passieren. Wenn das abgeschlossen ist, dann ist Frieden in der Ukraine. Es wird nicht mehr geschossen, sondern Frieden ist ab da erreicht, wo man sagt, es findet keine konkrete humanitäre Katastrophe und keine Spannung mehr statt. Bezeichnend ist, wir sind auf derselben... Keine Spannung mehr. Viel Spaß mit keine Spannung mehr in der Ukraine. Stufe, beide auch ein ganz schönes Stück Richtung Frieden gestiegen und trotzdem ist noch Streit da. Ja, hätten wir mal genug Schlafsäcke geliefert. Ja, dann wären wir jetzt schon halb auf dem Weg zum Frieden. Frieden schaffen. Sogar der komische Soldat hat doch da gesagt, also so wie ich es jetzt verstanden habe, liefern, das Liefern von Leopard 2 Panzern führt zum Frieden, weil es ist der eine Stufe hochgegangen. Und das Liefern von irgendwelchen Schlafsäcken ist ja doch zwei Stufen hochgegangen. Also selbst der meint doch dann, dass wenn wir hier genug Zelte und Schlafsäcke liefern, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dann in der Ukraine auf einmal der Frieden ausbricht. Ja, wir müssen Cluster-Schlafsäcke liefern, die dann so abgeworfen werden und dann über alles voll mit Schlafsäcken. Waffen. Ich gehe sogar auch auf eine Stufe. Oh Gott, ihr seid alle solche Weichgespülten. Hä? Was soll das? Wie Frieden schaffen ohne Waffen? Frieden schaffen ohne Waffen, aber mit Erklärung natürlich. Die hören wir uns gern. Ganz oben. Okay, du bist ganz oben. Bitte erklär uns jetzt, wie genau das funktioniert. Na, gleich an. Erstmal. Also, ich meine, selbst wenn du. Folgendes: Das, was so Leute wie ich wollen, das ist ja immer noch nicht Frieden schaffen ohne Waffen. Diese Verhandlung, die würde ja gar nicht stattfinden, wenn keine Waffen und kein Militär da wären auf beiden Seiten. Das brauchst du ja als Verhandlungskapital. Insofern, wenn eine Seite einfach nur aus den Totobären besteht, die da unter dem Regenbogen rumtanzen und vor Seifenblasen Angst haben, dann gibt's keine Verhandlungen, da gibt's einfach ein Überrolltwerden. Weiß ich nicht, was du jetzt sagst, ob du da stehen bleibst, weil diese Aussage kommt von Björn Höcke, AfD. Das war schön. Ja, das ist schön. Er kann auch sagen, die Sonne ist ein Stern und dann stimme ich ihm auch zu. Ja, bist du halt ein Nazi. Stern, er hat Stern gesagt. Der wünscht sich da... Die dunkelsten Zeiten zurück. Wie viele Zacken hat denn dieser Stern, ja? der Punkt ist einfach nur, dass ich nicht weiß, warum man sich dem verschließen sollte. Ich habe das ganz bewusst gemacht. Okay. Den Menschen von der Linksjugend konfrontieren mit einem AfD-Zitat und ich finde... Ja, du musst nicht immer alles erklären. Wir können es auch irgendwas denken. Henrik ist damit unglaublich souverän umgegangen. Du musst doch mal sagen, dass er super das gemacht hat, alles klar. Das musst du mal gesagt haben. Also sie wollten dem, im Final Edit haben sich gedacht, okay, der sieht nicht so dölle aus, wir müssen ihm noch mal etwas durch die Arme greifen hier. Noch mal kurz dazu sagen, dass er es super gemacht hat. So, bitte denkt jetzt über diese dämliche Antwort, dass sie super war, alles klar. Wer sagt was nein? Was machen sollen? Wieder absteigen wäre jetzt nicht so souverän gekommen. Ne? AfD? Warte, ich muss kurz auf Klo. Ist mir noch nie passiert. Oh, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, er ist sehr souverän. Besser wäre, wenn er eine Stufe runtergegangen würde. Also, ist immer noch die richtige Position. Aber jetzt, da es Höcke gesagt hat, ist er vielleicht schon ein bisschen weniger. Also. Ja, aber ich meine, er hat es gebracht, weil er halt auch bei der... Das ist eine Tendenz bei den Linken, die sie kritisch sehen. Ne? Deswegen wurde das überhaupt gebracht. Die haben keinen Bock darauf. Sie sehen, momentan Militär ist unter unserer Kontrolle, deswegen soll Militär auf sein und Ukraine-Konflikt soll brennen. Ne? Steht jemand auf Stufe 1, während du schon ganz nach oben geklettert bist. Warum? Natürlich, im Idealfall schaffen wir es, einen Frieden zu bewahren, indem wir sagen, wir schaffen es über eine diplomatische Lösung. Also ohne Waffen. Das ist immer das Beste, was für uns passieren kann. Wobei auch da die Waffen ja nicht keine Rolle spielen. Die Waffen sind ja immer im Hintergrund. Ne? Aber es gibt eben auch viele Situationen, wo man im Grunde genommen in eine Situation gezwungen wird, wie der Krieg in der Ukraine. Und hier würde es den Ukrainern nicht mehr helfen, auf der diplomatischen Ebene, nur auf der diplomatischen Ebene zu bleiben. Denn das hat man seit ungefähr 7 oder 8 Jahren mittlerweile probiert.
ist natürlich immer die Frage, was versteht man als Waffe? Wenn man sagt, man setzt Diplomatie ein, wenn man sagt, man setzt wirtschaftliche Sanktionen ein, dann ist das... Hat das seit 7 oder 8 Jahren probiert, während die Ukraine den Donbass beschossen hat? Mit, ich glaube, einer 4-stelligen Todesopferzahl, nur Zivilisten, laut der UN. Also das war Diplomatie, okay. Auch eine Waffe, dann ist es aber keine Waffe, die schießt, sondern es ist halt eine Waffe, die anders trifft, nämlich strukturell, nämlich politisch, ökonomisch und so weiter und so fort. Kommen wir zu euch. Ganz konkret. Ein Vorschlag jeweils, von dem ihr sagt, der würde uns dem Frieden wirklich näher bringen, wo ihr sagt, da gehe ich sofort auf die Spitze der Leiter und dann kann der andere darauf reagieren. Du zuerst. Mein Vorschlag wäre eine klare Resolution im Sicherheitsrat, die das Vorgehen der... Du musst darauf steigen. Komm, steig darauf. Zurück zu würdelos. Russischen Regierung verurteilt und diesen Krieg sofort zu unterbinden. Lässt ja. Das ja aber, wäre, was heißt das? Also vor allem der Sicherheitsrat. Der funktioniert doch immer noch so, dass da permanente Mitglieder mit Vetorecht drin sind. Und eines dieser permanenten Mitglieder mit Vetorecht ist Russland. Das heißt, wenn du diese Resolution dann reinbringst, wird Russland sein Vetorecht benutzen. Weiteres wird China sein. Um diese Entscheidung zu verhindern. Also was soll dieser Quatsch? Ja, und vor allem, also daraus folgt dann was. Wir sagen, muss sofort beendet werden. Machen sie nicht. Okay, und dann? Dann was? Dann meddeln wir da rein. Finde ich ein wichtiges Zeichen an die Weltgemeinschaft. Ach so, es geht nur ums Zeichen. Ja, ein Zeichen, ey, im Arsch. Ja, toll, toll. Das war, wie gesagt, wie, weißt du noch, das starke Zeichen von Den Haag, als sie in Den Haag gesagt haben, oh, wir haben Haftbefehl gegen Putin. Den Haag übrigens, die kleinen Bitches der Amis, die es hinnehmen, dass die Amerikaner über sie gesagt haben, als offiziell, also das ist in Gesetzestext bei den Amerikanern, wenn ein Amerikaner jemals vor diesem Gericht steht, werden sie militärisch in Holland einfallen und den Laden übernehmen. Das ist die Position der Amis. Was glaubst du, würde uns dem Frieden am nächsten bringen? Humanitäre Hilfe zu leisten, in der Form, dass man sagt, Menschen, die in Kriegsgebieten leben, zu evakuieren, die Freiwilligendienste dazu. Achso, ja, ich gehe ja schon hoch. Geh die Leiter hoch, Leiterkack. Das Schweineschwänzchen musst du dir noch anstecken. Allgemein das militärische Personal, was vor Ort ist, dazu verwendet, in erster Linie die Leute zu evakuieren, die akut unter diesem Krieg leisten, in dem Sinne, dass ihre Häuser zerbombt werden. Mhm. Darf ich kurz nur fragen, weil das zwischendurch im Halbsatz fiel. Waffenlieferungen, dafür würdest du befürworten? Ich bin nicht pauschal gegen Waffenlieferungen. Okay. Natürlich, natürlich. Was zum Teufel bist du denn dann überhaupt? Lass ihn mal ausreden. Natürlich verursachen sie immer Leid. Dass er sich für Waffenlieferungen ausspricht, das hätte ich so nicht erwartet. Aber es gibt notwendige. Gut, jetzt haben sie ihn auch einmal interviewt, sehr gut. Ja, sind die trotzdem gut? Bringt uns das trotzdem dem Frieden entgegen, wenn jemand eine Kugel in den Kopf jagt? Was ist denn das für ein Quatsch? Also er meinte ja schon am Anfang, keine Kriegswaffen, leichte Waffen. Was? Also du darfst eine Pistole liefern und ein Gewehr vielleicht noch, aber auf jeden Fall kein Mörser und kein Panzer. Ja, danke. Er kann so ein Saugnapf-Pfeilgewehr liefern. Das kann durchaus passieren. Also das hat, glaube ich, am Ende oder Anfang 45 hier in Europa für Frieden gesorgt. Wenn er das jetzt sagt, kommst du ihm ein Stück näher. Also ich unterstütze den Aspekt. Auch wie das wieder so komisch Paartherapie-mäßig gemacht ist. Och, kommt ihr euch jetzt näher, küsst euch, umarmt euch. Umarmt euch hat er einmal wortwörtlich gebracht. Ne? Waffenlieferung, ich sage doch, dennoch, es gibt Möglichkeiten, einen Frieden zu finden, auch in dem Krieg. Da einige gute Aspekte genannt wurden, kann ich hier eigentlich sehr gut stehen bleiben, wo ich jetzt stehe. Und das ist schon relativ weit oben. Ihr beiden, kommt nochmal runter, zurück zu mir auf die Kopf. Du hast von einer Resolution gequatscht. Wenn du sagen würdest, wir müssen einen Ausgleich mit Russland finden, um Frieden wahrscheinlicher zu machen, wärst du deinen Job los. Oder zumindest würdest du dann von deinem Arbeitgeber und den Politikern, die dahinter stehen, ordentlich Ärger bekommen. Und das weißt du auch. Deutsch. Wie wurden nun diese Leitern zusammengefaltet, die wieder in der Ecke stehen? Ich kann es mir nicht erklären. Das hätten sie uns nochmal zeigen müssen extra. Hatten die irgendwie eine Vorgabe an Sendezeit, die sie füllen mussten und hatten kein Material mehr? Scheiß wieder los. Wie oft haben wir jetzt gesehen, wie dieser Scheißstuhl, dieses Sofa und dieser Tisch irgendwo hin und wieder weggestellt wurde? Wir waren auf Leitern, wir haben wirklich viel gestritten. Qualitätsjournalismus. Die Leitern müssen übrigens nochmal betont werden. Wir waren auf Leitern, ja. Schon Waffen in der Hand und haben Friedenstauben gehisst. Gab's Momente? Ja, ganz so. Bitte nochmal alles erwähnen. Das war an mir vorübergegangen. Also ja, ganz, ganz, was euch da ausgedacht habt wieder, Leute. Also, ihr macht mich fertig. Wo ihr sagen würdet, da sind wir uns schon näher gekommen. Ich glaube. Jetzt lass doch diese Scheiße einfach. Jetzt lass doch mal dieses Näherkommen. Oh, wir müssen hier alles miteinander versöhnen. Hier ist der Globo-Homo-General, der alles macht, was die Eliten haben wollen. Und hier ist die linke Zecke, die vor 20 Jahren stecken geblieben ist. Bitte habt euch lieb.
Wo wir uns einig sind oder wo wir uns sehr, sehr nah sind, ist die Frage gegen, was man sozusagen kämpfen müsste oder gegen was es sich lohnt zu kämpfen. Da, wo es sich dann spaltet und da, wo es tatsächlich auch einfach eine grundlegende Spaltung ist, ist die Frage für, was man kämpft. Ich finde es wichtig, nochmal ganz klar zu sagen, was ich auch wirklich gut finde, dass eben dieses Thema Waffenlieferung auch eine Rolle spielt. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass er sich dafür ausspricht. Das finde ich gut, Henrik, weil es sehr realitätsnah ist. Und da, das ist für mich auch eine ganz klare Notwendigkeit, die wir da in diesem Krieg haben. Und da sehen wir auch wieder das Kacking des Urlinken. Ne? Der Urlinke ist nicht mehr zeitgemäß und sogar der Urlinke hier von Linksjugend Solid wird dann so weit gekackt, dass er sagt, ja gut, doch, Waffen. Ja, könnt schon Waffen machen. Aber nicht so große. Mach mal kleinere Waffen. Um eben den schwächeren Part zu unterstützen und gleichzeitig natürlich die humanitäre Hilfe steht für mich außer Frage. Dass und da sind sie eigentlich in der Situation dann, also als diese Altlinken, in der sie sonst immer die Rechten gebracht haben, ne? Oder in die sie die Rechten gebracht haben, in der Situation, dass du eigentlich eine unhaltbare Position hast. Ja, so ein bisschen Waffen ist halt keine starke Position. Das wird immer weiter gekackt werden, bis du irgendwann die ganz großen Panzer auch liefern willst. Insofern, das ist so wie, ja, Klimawandel, ihr habt halt allen recht, Welt geht unter, aber mach mal langsam, ich will immer noch meine Wurst essen. Ist eine schwache Position, wirst du verlieren. Dass wir eben die Bevölkerung schützen müssen. Psychologisch haben wir hier natürlich zwei völlig unterschiedliche Mindsets sitzen, völlig unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt. Die kommen nicht von irgendwo. Du gehst gezielt in Schulen und sprichst dort mit... Die haben keinen so unterschiedlichen Ausgangspunkt, wie du schon sagtest. Das ist einfach nur ein bisschen Zeitunterschied. Wir haben einen unterschiedlichen Ausgangspunkt dazu. Wo sind die sich denn wirklich uneinig? Die quatschen doch die ganze Zeit nur darüber, Humanität und Frieden. Und freie Gesellschaft, offene Gesellschaft. Ja, genau. Die sind sich darüber uneinig, ob man jetzt nur Wasserpistolen oder Leopardpanzer liefern sollte. Jungen Menschen über die Bundeswehr. Was ist die Kernbotschaft, die du diesen jungen Menschen in Deutschland mitgibst? Was ist der Auftrag der Bundeswehr? Was sind die NATO? Was sind die Europäische Union? Was bedeutet es eigentlich für einen persönlich, im Auslandseinsatz zu sein? Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, Sicherheitspolitik zu vermitteln. Hättest du manchmal Sorge, dass das vielleicht eine Art von Mindset bei jungen Menschen schaffen könnte, dass, ich sage jetzt mal provokant, eine Kriegslust schafft? Davon sind... Das habt ihr doch gemacht die letzten paar Monate. Also da hat man auch gesehen, wie diese ganzen linken Boomer eigentlich so richtig darauf brennen, ne? Wie die alle so auf den NAFO-Trip gingen und dann gesagt haben, ja, die Russen müssen alle sterben. Da hat man halt gesehen, dass wir immer noch dieselben Menschen sind, wie im Mittelalter und wie im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Eigentlich sind die Leute ausgedürstet danach, mal wieder ein bisschen Blut zu schmecken. Ja. Und wir zum Glück so weit entfernt. Mir gibt's das auch. Also klar, die Mannschaftsgrade haben zu tun, was die Offiziere sagen, die Offiziere haben zu tun, was der Schattenkanzler sagt. Aber dass die im Prinzip ihrem Handwerk positiv gegenüberstehen und dass die da auch ein bisschen Bock drauf haben, das ist nicht abträglich der Sache. Wir haben so eine pazifistische Grundgehaltung. Das Grundgesetz von vorne bis hinten verbietet Angriffskriege und Ähnliches. Also wir sind so defensiv ausgerichtet. Wir haben ein Militär, das im Grunde genommen noch nie so klein war, wie es heute ist. Dieser Begriff Kriegslust ist völlig irreführend und auch absolut unpassend. Der ist sehr passend für das, was momentan abgeht im Punkt Ukraine. Ne? Da guckt man auch so ein bisschen, wie man die Leute wieder formen kann und offenbar sehr. Also ich meine, sorry, ich habe neulich Deutschlandfunk eingeschaltet und die haben da gesprochen davon, dass so und so viele russischen Invasoren wieder, Zitat, oder wieder so wörtlich zurück in die Hölle geschickt wurden. Das war da deren Eingangssatz. Also das ist doch wieder der Ton wie damals. Niemand hat Lust auf Krieg. In der idealen Welt bräuchten wir keine Armeen und keine Waffen. Aber diese ideale Welt gibt es einfach nicht. Beim Stichwort Kriegslust muss ich an eine Studie denken, die vor einigen Jahren in Deutschland durch... Ich meine, da gab es auch bei den Nazis keine Kriegslust. Ne? Da war ja auch das Narrativ, es ist halt nur der ewige der für die ganzen Kriege sorgt. Eigentlich will niemand Krieg, aber wir müssen jetzt den Krieg machen, leider. So ist das Narrativ von jeder Nation, die am Ende Krieg führt. Das heißt aber nicht... Ist natürlich in allen Nationen eine Lüge. Also, es gibt sowas wie Kriegslust. Es gibt auch sowas wie die Lust an Gewalt und die Lust an der großen Probe im Mann. Also, ja, ich sag ja, wenn man Ernst Jünger liest, was er über den Ersten Weltkrieg geschrieben hat, an dem er ja die ganze Zeit beteiligt war, das ist eben nicht nur der Wunsch nach ewigem Frieden und der Wunsch, dass es aufhören möge. Das ist eine Mischung. Natürlich hast du schwere Zeit im Krieg, aber dich erfüllt auch etwas wie eine Erfahrung, die du nirgendwo anders machen kannst. Und das ist eine Komponente davon. Durchgeführt wurde. Da wollte man wissen, wer geht zum Militär und wer macht Zivildienst? Und da haben sich tatsächlich Persönlichkeitsunterschiede gefunden. Die zum Militär gegangen sind, die waren emotional stabiler und auch offener für neue Erfahrungen. Aber die waren auch eher wetteifernd statt kooperativ, die waren eher aggressiv und die haben sich weniger um die Gefühle von anderen geschert. In anderen Worten, das waren Rechte. Ja. Ja. Rechte, Männer, nenn es wie du willst. Und die anderen Leute waren auf dem alles klar. Henrik nix sofort beim Wort Kriegslust. Warum?
Weil das eben genau das ist. Also ich hatte, also das, was du machst, ich glaube, du gehst in Schulen, ne, und betreibst da, ja, Agitation. Ich betreibe keine Werbung, ich informiere über Sicherheitspolitik. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ach, genau, aber komm, du betreibst auch Werbung. Und warum auch nicht? Also ich hätte kein Problem damit, wenn in meinem Staat die Leute die Perspektive des Militärs auch erfahren. Und auch dafür ein bisschen angeworben werden, weil man die Leute eben braucht. Weil man eine Sicherheitspolitik braucht. Und nicht nur Sicherheitspolitik. Ich möchte auch nicht diesen scheiß Framing die ganze Zeit übernehmen. Interessenpolitik, ja? Es geht nicht nur um Sicherheit und Verteidigung, aber wenn wir hier den großartigen Schattenstaat aufgemacht haben, und er soll auf sein, dann wird er auch seine Interessen durchzusetzen wissen, und dafür braucht es eine Armee. Und wenn ich diese Armee an den Schulen des Schattenkanzlers anwerben muss, dann sei es so. Und verstehe ich das gerade richtig, dass in dieser normalen ZDF-Sendung, nicht irgendwie ZDF-TV für Kinder oder so, ZDF, nicht Funk, ZDF, den Leuten nicht zugetraut wird, das Wort Agitation zu kennen. Agitation, das ist so hochgestochen. Die Frage ist, kann man nicht werben, wenn man in eine Schule geht und über Sicherheitspolitik im Namen... Wenn man das Ganze differenziert... Ja, und warum macht ihr es dann? Warum macht ihr es dann überhaupt? Was ist denn der Punkt? Es ist Aufklärung. Es ist halt Aufklärung in der Hoffnung, dass die nachher zum Militär gehen. Ah, okay, alles klar. Kann man das durchaus tun. Ja. Genau, Lehrer ist als Kontrollinstanz da. Das heißt, so wie wir keine Feindschaft mehr verstehen können und zugeben können, können wir einfach auch nicht das Bedürfnis des Menschen nach so Dingen wie Gewalt mehr akzeptieren. Aber dann, auf der anderen Seite, wie gesagt, lies jünger. Ne? Manchmal bekommst du Lust zu töten, gerade im Kriegskontext. So ist es halt. Ja, ich meine, die Werbung für das Waschmittel, das ist keine Werbung, das ist Aufklärung, warum man Ariel kaufen sollte. Ja. Auf Einladung. Oder, hast du Jarhead gesehen? Nee. Ja, ich meine, das ist halt ein Film, basierend auf einem Buch von jemandem, der im Golfkrieg gedient hat. Und der ist halt, was der Film, finde ich, auch relativ gut rüberbringt, im ganzen Krieg hindurch auf der Suche nach seiner roten Wolke. Der ist zum Sniper ausgebildet worden und der will jetzt endlich einmal seinen Schuss liefern und schafft es den ganzen Krieg über nicht, diesen einen Schuss abzugeben, den goldenen Schuss, ja. Und ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, wenn du dafür ausgebildet wurdest und wenn das dein ideologisches Ziel ist, oder vielleicht mir ist nicht nur das ideologische Ziel, wenn das Ziel ist, dass du emotional nachvollziehen kannst, ja, dann ist es das, worauf du hinarbeitest, und dann ist es das, was dir nicht genommen werden soll. Also. Als Lehrers komme ich freiwillig. Also mal ganz kurz, Einladung an alle Schulen da draußen in Deutschland. Würdet ihr beide auch zusammen mal in eine Schule gehen? Definitiv, sofort. Wer darauf Lust hat, liebe Schulleitung, meldet euch, weil ich glaube, das wäre wirklich. Würdest du auch mit dem Rechten in eine Schule gehen? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, niemals würde ich das machen. Okay, alles klar. Würdest du mit der größten Zecke auf dem Planeten, jemanden, der mit Terroristen sympathisiert, was allein schon seiner Mütze zu entnehmen ist, seiner Antifa-Mütze, dahin gehen, ja, sofort, sofort. In einer Sekunde. Das Lustige, wenn der Militärtyp und ich in der Schule gehen würden, dann hätte ich die rechtere, pro-militärischere Position. Also, ich würde den Leuten dann halt nicht die ganze Zeit kommen mit Passierschein A38 und warum es wichtig ist, den international durchzusetzen. Differenziert. Das, oder? Begrüße ich, absolut. Ja. Wenn man sich tatsächlich ein differenziertes Bild machen muss, dann ist es exakt das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich Krieg kann man nicht reduzieren auf einfach nur Würfelspiele, Nationen, Armeen, Zahlengrößen und so weiter und so fort. Krieg hat immer eine notwendige ökonomische Komponente. Aus dem Kapitalismus kommt aber kein Krieg. Also dann musst du wirklich die Verfassung der Demokratien, in denen wir leben, einfach nur durchlesen. Da steht nirgends drin, wir leben nur durch Krieg. Das ist eine völlig falsche Wahrnehmung in meiner Bewertung. Massiver Konflikt zwischen euch beiden weiterhin. Also ich könnte jetzt, glaube ich, 3 Bücher der Psychologie über Gesichtsausdrücke schreiben. Alleine. Also der Konflikt, der eigentlich immer nur wieder reinkommt, ist, ich würde gern mehr so Oldschool-Kommi-Zeug machen und finde Kapital an sich böse. Und da kommt er halt mit, nee, so Globo-Homo passt schon. Wenn der eine redet und der andere gerade mal nichts sagt, weil Augenbrauen wandern. Vor allem massiver Konflikt. Du kannst ja kaum milder widersprechen, wie die beiden sich widersprechen. Ich meine, wenn du irgendeine Form von Meinungsverschiedenheit, irgendeine Form von Konflikt hast, dann sieht das ungefähr so aus, ja? Also massiver Konflikt ist, dass der schon mal seine Dienstwaffe vorbereitet. Ich meine, der Typ wirkt so ein bisschen wie so ein Fußballmoderator, der übelst das langweilige Spiel bekommen hat, ne, und versucht das irgendwie zu verkaufen als übelst das spannende Ding. Weil das irgendwie, keine Ahnung, das einzige Spiel der WM ist, das er bekommen hat. Paraguay gegen Kamerun. Welche Köpfe hin und her geschüttelt werden, sich Lippen kräuseln bis zum Get-No. Es werden Köpfe hin und her geschüttelt. Es wurde der Kopf geschüttelt. Das wird uns hier als eine Eskalationsstufe. Also, wie genau sei dann, was wäre seine Umschreibung von einer Diskussion, in der unser einer dann noch sitzen würde? Ne? Da würde nicht nur der Kopf geschüttelt.
Lasst uns mal versuchen, ob wir ein Stück weit eine Annäherung hinbekommen. Machen wir nochmal Platz. Jetzt ist meine Fresse. Erstens, verbalisier nicht immer alles, was du gerade machst. Trau dem Zuschauer mal zu, dass er auch irgendwie sich seinen Teil schon denken kann zu irgendetwas. Zweitens, hör auf die ganze Zeit mit dem, oh, jetzt irgendwie, wir brauchen hier Harmonie. Das geht nicht. Also ihr müsst jetzt hier, wie gesagt, Zeckenpeter aus vergangenen Zeiten und Globo Homo General, bitte küsst euch. Ich mag euch beide. Ich mag euch beide voll gern. Komm, Dreier kuscheln. Wenn ihr jetzt nochmal diesen Tisch schleppt, drehe ich vollkommen durch. Oh, Junge, das ist das fünfte Mal, dass sie diesen scheiß Sofa irgendwo hinschleppen. Wir fangen an mit einem Perspektivwechsel und der beginnt mit einem kleinen Kleidertausch, nenne ich das mal. Das wäre was für Bifang gewesen. Nochmal? Das wäre was für Bifang gewesen. Oh, der hätte sich wohlgefühlt. Oh ja. In dieser Dienstanzugsjacke trittst du gleich hinter das Pult und wirst uns dann als Jan etwas erklären. Du bleibst in seiner Rolle. Und zwar mit dem Ding sieht er tatsächlich so ein bisschen aus, wenn er sich das jetzt zuknöpfen würde, wie so ein Politkommissar. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der für die Parteilinie sorgen könnte, wenn er nicht so weichlich auftreten würde. Guten Abend. Wir haben gehört, Sie haben Plastikstrohhalme bei sich zu Hause versteckt. Sie verstecken sie unter den Fußbodendielen, nicht wahr? Einem besonderen Setup. Wir sind in einem Bundeswehrcamp. Es geht um einen Einsatz irgendwo im Ausland, wo die Demokratie in Deutschland verteidigt werden soll. Du bist mit. Pause. Mach bitte dieses Bild als Thumbnail und mal ihm noch so ein kleines Bärtchen. Also, wird gut passen. Guten Abend. In diesem Einsatz und soll es jetzt nochmal alle motivieren, hier für Deutschland zu kämpfen, für Deutschland die Waffe in die Hand zu nehmen. Wir sind dein Publikum und werden applaudieren, wenn uns das gut genug gefallen hat. Nein, ich finde das alles sowas von kernbehindert, ne? Also es geht auf keine Kuhhaut. Ja, jetzt musst du doch mal fucking dich da an deinen Tisch setzen und das nochmal irgendwie einordnen oder was? Was ist das? Wieso? Also jeder Mikroschritt des Denkens, auf den muss ich mitgenommen werden. Ne? Nicht eine Sekunde dieses Beitrags darf ich mir irgendwelche Gedanken darüber machen, was jetzt mit irgendwas bezweckt wird, was die gerade zeigen wollen, was das alles soll, was wer mit was meint und so weiter und so fort. Es darf nicht sein, dass eine Millisekunde irgendein eigener Gedanke aufkommt. Ich kann es kurz klar machen, einer von den Linksjungs. Ich möchte jetzt erstmal eine Mindmap malen und danach möchte ich nochmal einen Stuhlkreis, um zu besprechen, was gerade passiert ist. Dann würde ich mich emotional abgeholt fühlen. Ja. Zieht eine Militäruniform an, obwohl er vorher gesagt hat, niemals würde ich für Deutschland eine Uniform anziehen und gibt wiederum seinen Fuck-Nazis-Hut. Ja, deswegen fand er es interessant. Junge, erklär bitte die Wandfarbe noch. Wieso diese Wandfarbe? Wie kamt ihr auf diese Wandfarbe? An den Soldaten. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich möchte, dass der Soldat sie anzieht. Ich möchte, dass er diesen Kasper-Hut anzieht. Ich glaube, das zeigt auch, ja doch, sie kommen sich näher, sie lassen sich zumindest drauf, einmal die Rolle zu tauschen. Und jetzt kommt der Part, ohne Scheiß, also ich bin so weit entfernt von der Zielgruppe hiervon, ne? Ich gucke das hier und es ist halt so wirklich so, so ein bisschen Kotze eben, kommt in meinen Mund hoch und ich muss wieder runterschlucken. Also im Schattenstaat würde ich erwarten, wenn ein Offizier von irgendeinem Journalisten aufgefordert wird, seine Uniform auszuziehen, um die an irgendwen abzugeben, dann ist die Antwort nein. Weil diese Uniform was bedeutet, die gehört zu mir und irgend so ein Zeckenpeter hat nicht das Recht, die anzuziehen, ja? Diese Entwertung von allen Dingen, dieses so tun, also dieses offensichtliche Eingeständnis, dass alles nur Kostüm ist und dass es auf nichts ankommt. Scheiß da drauf, ja? Also. Und ob etwas Kostüm ist, ist halt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Es ist ja, Kostüm, genau. Wenn du es sagst, es ist mehr als Kostüm, wenn du es sagst. Genau. Du gibst den Ding den symbolischen Wert. Liebe Kameradinnen und Kameraden, wenn ihr mich fragt, warum sind wir hier, dann nenne ich euch drei Dinge. Drei Dinge. Das ist erstens Freiheit. Die Freiheit, so zu leben, wie wir leben wollen. Die zweite Sache, das ist Demokratie. Die freie Mitentscheidung, wie wir regiert werden, wer uns regiert und wer uns vertritt. Okay, also heterosexueller Lebensstil, Serien-Baby-Produzent. Das ist die eine Sache, für die du eintrittst. Und die andere Sache ist, dass alle die AfD wählen. Alles klar. Und die dritte Sache, das sind unsere Werte. Das sind Solidarität, das ist Zusammenhalt, das ist ein Miteinander in einer funktionierenden Gesellschaft. Diese drei Dinge sind aber nur, dass das deutsche Volk wieder sich auf die eigenen Werte beruft und zusammenhält. Das willst du. Außerdem, diese ganze Sache ist zu abstrakt, als dass jemand wirklich bis zum Ende dafür gehen
kann. Ja, das ist ja also, der Punkt. Ich habe gerade drei Sachen genannt, die komplett, die ihm zuwider wären, gegen die er sterben würde, ne? Die man darunter fassen könnte, wenn man es will. Nur bei uns, nur in Europa, nur in Deutschland vertreten für diese. Ich meine, er kommt von wegen, oh, ja, dafür, dass man hier eine Partei wählen kann, wie man will, und der hat einen Fuck AfD auf seiner Mütze stehen, in dieser Optik, die im Endeffekt suggeriert, ich bin Antifa, ich würde diesen Leuten auch Gewalt antun. Ne? Also, der erklärt uns hier, dass wir so toll sind, weil man hier wählen kann, was man will. Ja, wenn es nach dir ging, offenbar nicht. Diese drei Standbeine ziehen wir. Wir sind toll, weil man hier wählen kann, was man will, solange man die Linie wählt, die gewollt ist von den Medien. Solange man eine von den fünf Einheitsparteien wählt, kann man hier wählen, was man will. Verteidigen wir unsere Werte, verteidigen wir unsere Ansichten auch gegen eben die Feinde. Ja, so allgemein bleiben, wie es irgend geht. Die Feinde. Die Feinde von was? Die Feinde davon, dass die Leute hier die AfD wählen? Ich dachte, das sind die Freunde davon. Die Feinde unserer Ordnung. Die Feinde unserer Ordnung, das klingt aber auch schon so ein bisschen, also, es gibt ja eine Ordnung. Eine natürliche Ordnung etwa? Ja, was für eine Ordnung, wir sind ja doch der Bundland, wir sind ja doch die bunte Übereinkunft, quasi eine Art groß angelegtes Hausprojekt. Um eben aufzubauen, was es aufzubauen gilt, nämlich eine Freiheit, eine Demokratie und ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Gut, dankeschön. War alles drin, was dir wichtig war? Bestimmt nicht alles. Alle Globo-Homo-Triggerworte waren drin. Vielen Dank. Ein paar Nuancen noch, aber in die richtige Richtung geht es. Tauschen wir jetzt die Rollen, bin ich gespannt. Ja, also ganz kurz noch, ich fühle mich sehr eklig. Also in dem, was ich gerade gesagt habe. Also nochmal ein Disclaimer, ich meine das nicht ernst. Ach so, das war nicht, okay. Das war einfach nur so, wie man, mir ist das ganze Globo-Homo-Triggerwort-Dings viel zu rechts. Ich hätte lieber gesagt, ich sterbe hier für Bruder Lenin und ich sterbe hier für die Sowjetunion. Ja, aber selbst das wäre zu männlich. Ich meine, selbst das kriegt ihr doch nicht hin. Guckt ihr die Rotarmisten an, ne? Also man kann über sie behaupten, was man will, aber zimperlich waren sie nicht. Und das waren auch keine Leute, die die ganze Zeit über Frieden und Freiheit geredet haben und sich nicht bewusst waren, was sie da tun. Ja. Und zum dritten Mal sitzt der Typ jetzt wieder in einem Interview und kann nochmal erklären, was er eigentlich gemeint hat. Der andere Typ, ne, wurde einmal in dieser Version gefilmt, in dieser quasi, ich sage jetzt nochmal was dazu, wo ich mir sicher bin, das haben die nur gemacht, damit er auch einmal so da drin war und es nicht so komisch wirkt, dass der andere Typ ständig so drin ist. Ja, auch die Kommentare und hat dann, von dem komischen Psychologen, die haben ja auch die immer, haben auch immer ihm geholfen. In die Richtung gearbeitet. Und der andere Typ, der hat dann sowas gesagt wie, das fand ich interessant, dass er das gesagt hat. Ne? Das war im Endeffekt alles und er erklärt hier nochmal so ziemlich alles, was er überhaupt aussagt. Also als ich die Jacke von Jan an hatte und eben diese Rede gehalten habe, diese improvisierte, und dann gesagt habe, ich fühle mich eklig sozusagen in diesem Setting, war das einfach eine Sache. Das Gefühl täuscht nicht, aber mit dem Setting hat es wenig zu tun. Davon, dass es einfach irgendwie auch ein persönlicher Widerspruch war und es war einfach so der Ekel, bewusst das Schlechte zu tun. Ich würde fast sagen, man hätte es dir angesehen. Scheiße, Mann, ey. Also, die zwei Positionen, die da miteinander diskutieren, sind so weit links, dass sie für mich schon zusammenrücken und kaum unterscheidbar sind. Und die machen da unter sich den großen Streit aus. Ja, es ist, hey Leute, lasst uns alle für den Regenbogen sterben. Und nein, wir haben noch nicht genug Regenbogen. Wir müssen hier alles mit Regenbogen vollmachen, dann für den Regenbogen sterben. Das sind die Positionen. Ja, komm zu uns auf die Couch. Du bist quasi erlöst in deiner Rolle als Jan. Dankeschön, jetzt, ich gebe die Jacke gerne wieder ab. Du lass sie mal noch ich an. Lass sie noch Weil an. Jetzt kommt ja auch ein dichter Anspruch, genauso ehrlich. Und das ist halt einfach nur Virtual Gesingle, ne? Da, wenn er den Hut sich anzieht, zieht sich die wird seine Rente im Schattenstaat nicht ausgezahlt. Mit der Jacke finde ich lustig, weil, also, der fühlt sich gerade nicht wirklich schlecht. Auch dieses eklig, er sagt das, weil das halt gut ankommt bei seinen Leuten. Ne? Er fühlt sich in Wirklichkeit gerade einfach wie der beste Mensch der Welt. Diesen Hut jetzt auch bitte aufzusetzen. Auf jeden Fall bei sich in seinem Lager das Prestige aufrechterhalten. Das war definitiv ein präsenter Gedanke während dieses ganzen Interviews. Da führt kein Weg dran vorbei. Nein, 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 das ist sonst unfair. Jacke, du kannst nicht von einem linksjungen Menschen verlangen. Okay, also der Typ muss jetzt ein wortwörtlich linksextremes Symbol als Offizier der Armee ein linksextremes Symbol auf seine Birne machen. Sonst wäre das unfair, weil der Linksextreme, der hat ja auch eine Uniform angezogen. Alles klar. Sprich doch mal ein Machtwort. Als Offizier. Nein, du ziehst jetzt das Hakenkreuz an. Der Neonazi, der hatte auch deine Uniform an. Zumindest Fallschirm ist ihm wichtig, ja? Willst du das Zeichen lieber hinten haben? Ach, politische Äußerungen, aber
Wir sind bei der Jahresversammlung der Links. Da müsste ich noch Passierschein B760 einholen. Dann können wir es gerne machen, aber solange ich die nicht habe. Mit halt ein bisschen still, wir müssen dich doch schminken. So, ich dachte mir, so ein weiß grundiertes Gesicht und so rot um die Augen und den Mund und so eine dicke rote Nase vielleicht noch. Und dann machst du jetzt mal hier das Interview. Den raff ich gar nicht. Er soll sich wie ein Clown schminken. Ah, okay. Jugend, Bundesverband, der allergrößte. Das Publikum sitzt hier und will jetzt von dir eine flammende Rede hören. Lieber Henrik, ja? Weshalb du sagst, niemals für Deutschland die Waffe in die Hand nehmen. Nicht für Deutschland den Krieg ziehen. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir stehen heute hier in Berlin, haben einen wichtigen Parteitag vor uns. Viele wichtige Gespräche, die Welt ist im Konflikt, die Welt ist im Krieg. Aber es passiert nichts. Es passieren grundsätzlich die falschen Sachen. Der Kapitalismus als Wurzel allen Übels, der Kapitalismus fördert Ungerechtigkeit. Aus dieser Ungerechtigkeit führen Konflikte. Die einen nehmen mehr, die werden gar nicht mehr satt. Und viele, viele Millionen Menschen hungern auf Kosten anderer, leiden auf Kosten anderer. Wir fördern Unternehmen, wir lassen die kleinen Leute hungern, wir lassen die kleinen Leute leiden. Und die Welt wird ausgebeutet auf unsere Kosten und deshalb geht es uns am Ende besser als anderen. Und das ist nicht fair. Der ist ja noch stolz darauf, dass man ohne irgendeine Überzeugung dahinter einfach nur seine paar Triggerworte aneinander reihen muss. Und das gefällt ihm dann. Ne? Seine gesamte Weltanschauung besteht nur aus ein paar Triggerworten. Also man sieht einfach, da ist nicht wirklich ein wirkliches Fundament dahinter. Es ist halt nur Kapital blöd, Krieg auch Kapital. Ja, das kann nicht das Ziel sein. Das ist ja auch wieder der Erwin-Cope, ne? Dass es nur eine Bezugsgröße auf dieser Welt gibt, dass alle Konflikte durch die materielle Basis erklärt werden. Als ob das wahr wäre, als ob es nicht ein Punkt unter vielen wäre und man ein viel differenzierteres Weltbild bräuchte tatsächlich mal, um ja die Handlung der Menschen zu verstehen. Ja, ich meine, das ist eigentlich etwas Gutes am Großteil des rechten Lagers, ne? Wir haben hier eine Sparte, die sagen einfach, okay, Kapitalismus ist die Antwort auf alles und alle Probleme haben nichts damit zu tun. Aber der Großteil vom rechten Lager sieht das relativ vielschichtig. Ne? Klar gibt es Aspekte von Problemen, die gehen natürlich auf den Kapitalismus zurück. Klar, das streitet hier keiner ab. Aber wir haben halt nicht den einen Boogeyman, der hinter allem steckt. Genau. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir mit sehr reichen Menschen konfrontiert sind, die uns alle hassen. Also Jeff Bezos und Bill Gates tun nichts Gutes für uns, deswegen sind wir nicht geneigt, dem Kapital das Wort zu sprechen. Das ist ja für die auch immer so ein Mindfuck. Ne? Ich habe neulich mal so ein Ding hochgeladen auf Twitter von, war das Lilly Schote, irgendeine von diesen Trans-Leuten da auf Twitch. Und Enz hat da gesagt, ja, also, Finessi war das. Enz hat gesagt, ja, also, dieser Pride Month war echt scheiße. Letzten Pride Month, da hatten wir die Pride Promise bei McDonald's. Und damals haben sich noch alle drüber lustig gemacht. Aber dieses Jahr, da gab es überhaupt nicht sowas. Und da hätte ich gern meine Pride-Pommes wieder gehabt. Meine Pride-Pommes. Ich würde das bringst du halt auf den Punkt, was du Mindfuck das ist. Es ist eigentlich gut, dass das alles digital gesichert ist. Also im Shuttle-Start werde ich halt so ein riesige Equilibrium-mäßige Bildschirme in der Stadt aufbauen lassen und dann einfach nur das Material, das alte Propagandamaterial aus dieser Zeit senden, ja? Und dann immer nur, was dann seht so weit sie aus euch an, seht euch die Gesellschaft an, die wir überwunden haben und dann kommt halt irgendein Degenerierter, der wieder seine degenerierte Scheiße erzählt, ne? Und das ist halt, das verschwindet ja nie wieder. Also der Großteil davon liegt auf irgendwelchen Servern und die werden sich wahrscheinlich noch sehr lange halten. Strawberry, yum! Nur gegen Ende geklatscht, aber ja, ich kann nochmal klatschen. Ich klatsche gerne mit, ich würde sagen, Wahnsinn, oder nicht? Was hat dir gefehlt? Das ist auch seine Meinung, ne? Also durch die Blume hier. Ist auch quasi, Kapitalismus ist an allem schuld. Neulich war ja auch wieder der neue Song von Kopfstimme, dieser Funk-YouTuberin, die mal diese Songs macht, mit dem der Kapitalismus fickt uns richtig, wir sind alle so gefickt. Also wirklich so ungefähr das war der Text. Ne? Ja, sie halten nicht mehr wirklich hinterm Berg. Was mir gefehlt hat, ist sozusagen einfach eine adäquate Verständnis oder wirklich das Verständnis davon, wofür die Linksjugend oder wofür die moderne linke Bewegung steht. Mir hat die wirkliche Ursache gefehlt. Ich hab den Der Kapitalismus. Der war ein bisschen wenig drin. Kapitalismus, also ja, richtig. Was aber meint das, er, sagen wir ja nicht. Mal, wir sagen ja nicht mal, der Kapitalismus ist die Wurzel eines. Das war ziemlich alles, was du heute gesagt hast. Übes, sondern der Wert, die Arbeitsweise, die Produktion. Ja, das ist doch untrennbar damit. Das ist doch der Kapitalismus, Junge. Ah, Gott, es ist nicht der Kamin, der die Wohnung heizt. Es sind die Flammen in dem Holz, in einem kleinen, abgeschotteten Raum
Mit einem Schornstein nach oben. Das ist, was meine Wohnung hier heizt. Funktionsweise. Das ist nicht der Kapitalismus, sondern sind... Es ist nur, was der Kapitalismus macht. Okay. Die Ursachen des Kapitalismus. Du hast am Ende geklatscht. Ja. Was fandst du denn gut? Besserwisser Scheiße. Ich fand, nicht mehr. Ich fand gut, dass er auf den Kapitalismus gekackt hat. Das war gut. Was ich gut fand, war das, was du gegen Ende gesagt hast. Nämlich einfach... Das mit dem Kapitalismus? Diese... Kapitalismuskritik. Diesen Widerspruch zu zeigen, nur weil, also dadurch, dass wir reich sind, sind automatisch andere Leute arm. Und deswegen kann es keine Abschottung durch Nationalismus, durch Aufrüstung. Was Quatsch ist, das, also hier wieder den alten liberalen Punkt zu machen, aber das Armutsniveau der Welt hat sich ja tatsächlich gesenkt. Und weil wir arm, reich sind, sind andere arm. Diese Dependenztheorie, also dass man Länder automatisch arm halten muss, damit man Rohstoffe leicht aus ihnen rausbekommt. Ich meine, das wird auch widerlegt von so Ländern wie Kanada oder Australien oder die USA, die riesige Rohstoffmengen fördern und trotzdem reich sind. Das ist halt nicht davon abhängig. Die Red Pill ist, dass internationales Vermögen sehr gut mit dem IQ korreliert, der Bevölkerung. Das ist der wahrscheinlich wichtigste Faktor, den es bei der Vermögensverteilung auf der Welt unter den heutigen Verteilungsmaßstäben gibt. Und so weitergeben, okay. Das fand ich gut. War es ganz kurz für dich auch eklig, da zu stehen? Hast du dich eklig gefühlt? Im Grunde genommen geht es ja um einen Perspektivwechsel. Also eklig wäre nicht das Wort. Es fällt mir natürlich dahingehend ein Stück weit schwer, die Überzeugung da reinzubringen. Und es gab sogar einen kleinen Applaus. Zurück auf die Couch noch einmal. Ja, also in anderen Worten, General Globo Homo kann mit allem leben, solange am Ende vom Tag alle schön unter der Regenbogenflagge tanzen. Ja, solange Passierschein A38 erfüllt bleibt. Ja. Ja, ein bisschen wieder Möbelrücken. Endlich Möbelrücken. Endlich wieder. Das ist halt, ich hab's vermisst. Er findet's eklig, du applaudierst. Hast du das Gefühl, dass wir hier im Laufe des Gesprächs näher gekommen sind? Ich denke, das Gespräch, das im Grunde genommen auf einer... Wieso macht er gerade da, wieso spült er sich gerade den Mund aus, der andere Typ? ...respektvollen Ebene stattfindet, bringt uns auf jeden Fall weiter, weil das natürlich Horizonte erweitert. Was sagst du denn? Seid ihr euch näher gekommen? Ich glaube im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich finde, wenn man sich näher kommen kann... Ist auch eigentlich so schlaff der Linke eigentlich auch ist, ja? Der ist mehr Chat als der Soldat, weil der immerhin noch bereit ist, ihm nichts zu geben. Also es ist die ganze Zeit immer, du bist ein Arsch... Ich fühle mich nur eklig, ja, ich habe recht, alles sollte in meine Richtung gehen und der andere versucht die ganze Zeit irgendwie den Mittelgrund zu finden. Ja. Das ist, er ist jetzt ist die CDU und die anderen sind die Linken und jetzt können wir verstehen, warum unsere Politik sich so entwickelt, wie sie entwickelt. Absolut, und denn das ist ja ein Phänomen, das wird immer so sein. Wann immer du bei so einer Veranstaltung einen Linkeren mit einem weniger Linken hast und es ist egal, wo die beiden sind auf der politischen Skala. Der eine kann Grünen-Wähler sein und der andere dann linkeste Ecke der Linkspartei. Ne? Der Linkere wird immer am Ende ihm weniger geben als der Rechtere. Selbst wenn der Rechtere auch übelst links ist. Dann nur durch den Blick auf die tatsächliche... Denn ihre eigenen Extreme sehen sie als immer noch gut an. Das ist auch ein Riesenunterschied zu den Rechten. Also je weiter es nach rechts geht, das ist schon immer problematisch, selbst wenn es auf sehr, sehr linkem Niveau etwas nach rechts geht. Und das eigene Extrem, das sind eigentlich die Leute, die sind halt so gut im Herzen, dass die dann etwas übers Ziel hinausschießen oder so. Sache und ich glaube, wir haben in der Sache verschiedene Ansichtspunkte. Wir sagen natürlich, wir reden über die ganz großen Themen, über die große Weltbühne und trotzdem am Ende des Tages sind es immer Menschen, die miteinander reden. Der Mensch, Jan, wie wirkt er auf dich? Also von meiner Einschätzung bist du, glaube ich, sehr, sehr ordentlich, sehr, was heißt nicht strikt, ne, aber sehr prinzipiengetreu. Und sind gar keine Senfflecken auf deiner scheiß Uniform. Wo sind die? Eben was soll das? Von dem, was du tust, sonst würdest du dafür nicht bereit sein zu sterben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dahinter eben genau diese Verzweiflung steckt. Diese Verzweiflung, dass man sagt, also eigentlich geht es mir nicht gut. Aber der Krieg ist nicht zwangs. Welche Verzweiflung? Der Typ wird ein ordentliches Leben haben, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin mir auch recht sicher, beim Psychologen würde bei dem hier weniger im Argen festgestellt werden als bei dem anderen Typ. Ja, das Problem, was er auch nicht ist, ist, jemand, der sich aus den Gedankengefängnissen unserer Zeit befreien kann. Ne? Das ist halt ein guter Befehlsempfänger. Wahrscheinlich, wie viele sozusagen Verwaltungsbeamte, die wir haben, ist der schon in Ordnung, um den Laden am Laufen zu halten. Aber ändern müssen wir es. Das macht er nicht für uns. Ja, ja. Also der hat auch die Clownsnase auf. Der sitzt im Schützengraben mit Clownsnase, wenn das Passierschein A38 ja. Von ihm verlangt.
Ja, sie haben mir fast die Clownsnase hier aufgesetzt. Ja, ne? Ja. Also nach dem Hut hätte nicht mehr viel gefehlt. Das ist häufig ein Ausdruck von Verzweiflung. Er ist teilweise eine Notwendigkeit. Und wir sind aufgeklärt genug, um zu wissen, dass Krieg furchtbar ist. Aber an gewissen Stellen, siehe Ukraine, scheinbar notwendig. Ich finde es interessant, deiner Argumentation zu folgen. Nicht, dass ich sie inhaltlich unterstütze, aber der zu folgen. Du bist in meiner Bewertung in einer Situation, in einer, ich nenne es ganz bewusst, Bubble. Mir fehlt ein Stück weit, muss ich leider sagen, die Differenzierung. Und wenn dann nur auf einer sehr abstrakten Ebene, in einer weiten Perspektive. Und da haben wir wieder, du bist eklig oder ich fühle mich eklig, wenn ich so Sachen sage wie du. Wir sind uns null näher gekommen. Mir fehlt ein Stück weit die Differenzierung. Okay, alles klar. Die aber eher ideologisch basierend und weniger realitätspolitisch ist. Und da fällt es mir sehr, sehr schwer zu folgen, weil ich mir sage, dass Krieg schlecht ist, das wissen wir doch. Darüber müssen wir doch gar nicht reden. Also wenn ich mein gesamtes Leben lang in einem Zimmer verbracht habe und mir dann ein anderes Zimmer vorstellen soll, dann frage ich mich, auf welcher Basis. Deswegen ist Empirie schöpferische Forschung, ne? Also wirklich mal neu überlegen, kreativ wieder sein und neue Gesellschaften entwerfen. Immer das, was dann hinten runtergelassen wird als unwissenschaftlich, als Spekulation und sowas. Krieg? Okay, also jetzt konnte ich mal ein paar schlaue Worte sagen. Was genau soll das überhaupt bedeuten? Was sollen wir daraus jetzt ziehen? Also deine Ansätze, dass man mit netten Worten Konflikte regeln kann und dass Waffen per se für den Arsch sind, die werden sich irgendwann in der Zukunft noch bewahrheiten. Oder was soll das heißen? Kann, und in ganz vielen Fällen ist er das auch, tödlich sein für Soldatinnen und Soldaten. Man mag es kaum... Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt von beiden Seiten an einem Krieg. Aussprechen, aber das ist ja auch ein Teil... Nochmal? Man mag es kaum glauben. Was er gesagt hat, der du Soldat sterben bist. Leute. Vornehmlich Soldaten. Er zieht in den Krieg, du bist jetzt sein Freund und gibst ihm was mit. Und bitte, so schwer das fällt, nur Positives. Weil was will man so einem Freund sonst jetzt mitgeben? Ach, Mann! Was ist das wieder so für ein emotionales Betödeln hier? Können die nicht mal über Positionen reden? Sich unterhalten, muss das immer auf diese gemenschelte, emotionale Ebene runtergebrochen werden? Ich hasse das. Im Endeffekt, es gibt den einen großen Feind, das sind die Leute, die wirklich Globo Homo vom Geiste her verlassen haben, so Leute wie wir. Ne? Und alles, was noch innerhalb vom Globo Homo-Rahmen stattfindet, alles, was sagt, Grenzen weiter muss auf und Regenbogen. Ja, genau, da ist dann nur, ach Leute, umarmt euch doch mal, machen wir doch mal hier irgendwie positive Affirmations, reden wir über unsere Gefühle, bauen wir doch mal ein Lebkuchenhaus zusammen. Junge! Wie er auch guckt, wie Aim Straight in die Augen guckt, ne? Ist von ihm wirklich so ein. Oh. Oh, kleiner Linksextrem. Wir hätten hier Frau Bifang hereinsetzen sollen. Die hätte sich wohlgefühlt. Das ist jenseits von Satire. Wir in der Sache verschieden sind, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, was notwendig ist und was nicht, wünsche ich mir, dass du wieder zurückkommst. Ich wünsche mir, dass du deinen Weg gehst und auf deinem Weg nicht stirbst, sondern tatsächlich mir, uns allen erhalten bleibst, in der Form, wie du es bist. Und Ja gut, dann wünschst du ihm, dass er im Endeffekt einfach nur sich immer im hintersten Winkel vom Schützengraben vergräbt, ne? Und am besten überhaupt nicht auf die Feinde feuert, denn das hat ja einen Grund, dass du nicht gesagt hast, dass er seine Feinde tötet. Umgekehrt, du lässt ja auch einen Freund zurück. Hendrik, ich gehe in den Einsatz. Ich fand es unglaublich stark, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir trotz anfänglich... Es ist kaum auszuhalten, der Cringe. Das ist mir wirklich, das ist mir unangenehmer als das Interview mit Beaver. Ich habe das nicht so erwartet. Ich habe das nicht so erwartet. Ich auch nicht. Also, auch dieses emotionale... Dieses Kaliber nicht. Ja, dieses, also sie halten jetzt Händchen. Sie halten ja, es ist halt, das hätte ein Witz von uns sein können. Das, stell dir mal vor, nachher gucken die sich in die Augen, wie bei irgendwie einem romantischen Candlelight-Dinner und halten Händchen und erzählen sich, wie wichtig sie einander sind. Ich habe unterschiedlicher Meinungen, auf einer freundschaftlichen Ebene zusammengefunden. Kumbaya. Haben. Ich denke gerne daran zurück, ich reflektiere unsere Gespräche und hoffe, dass wir das in wenigen Monaten... Wir müssen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Bei bester Gesundheit fortsetzen können. Noch seid ihr keine Freunde. Und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Ist halt wirklich so, wie diese Scheiße im Kindergarten, ne? So ungefähr, was Kindern vermittelt werden soll mit diesem Song, vermitteln die mit diesem Interview zwischen Linksextrem und Globo Homo. Dann nehme ich an und trotzdem haben wir jetzt die Situation der echten Verabschiedung. Wie läuft die zwischen euch ab? Ich glaube, sie werden es überleben, mein lieber Freund. Mach's gut. Ne? Also. Was zum. Okay.
War schön, ja. Okay. Also, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Diskussionsebene wieder treffen. Vielleicht gibt es ja bei der Linksjugend noch die Möglichkeit, einmal darüber zu sprechen und das Ganze differenzieren. Ja, wir kommen zu eurem linksextremen Haufen noch nach Hause. Da könnt ihr mir dann nochmal zu Zehntausenden erzählen, wie ekelhaft ich bin. Okay, bye. Ja, bewerten kommen wir zur jungen Alternative. Und hör dir ein paar richtige Fragen an. Ich komme auch. Und das versteht. Ich denke, die Impulse, die mir Henrik gegeben hat, die Inhalte, die haben natürlich meinen Horizont erweitert, um vielleicht... Welcher? Was er gesagt hat, hat in irgendeiner Form deinen Horizont erweitert? Deine Position besser verstehen zu können, warum er so argumentiert. Und ist die Musik, ja, wir haben es geschafft, oh, wir haben etwas Konstruktives erreicht, wir sind sich näher gekommen, dem. Und was seine Grundlage des Denkens ist. Unsere Meinungen haben da trotzdem unterschiedliche Positionen und ich denke, das hat sich auch im Laufe der... Wie gesagt, ich glaube, also das wäre ein Gatschler gewesen, wenn ihn hier gefragt hätte, was er gesagt hat, hat deinen Horizont erweitert. Er hätte nichts nennen können, nichts. Wenn du nicht sehr groß verändert. Nach dem Gespräch ist Jan für mich immer noch ein Bundeswehrsoldat in erster Linie, von dem ich denke, dass er seine Individualität freiwillig aufgegeben hat. Ja, Schweine bleiben Schweine, der kann wenigstens Linie halten, ne? Also bei all seiner Bräsigkeit, der weiß, wer der Feind ist und der schafft es mal ein Interview lang, die Freund-Feind-Verortung nicht zu brechen. Also im Schmidtschen Sinne ist der bessere Politiker. Im Endeffekt, ja, ich meine, die Globohumus, die wollen halt alle, außer, also alle, die sie nicht selber als Feind markiert haben, und das sind im Endeffekt einfach nur die Rechten, wollen sie ja einlullen. Ne? Wollen die im Endeffekt so schleimig in ihr Netz ziehen und dann da halt so machen wie sich selber. Ne? Oder ja, als einen nützlichen, zu einem nützlichen Körperteil und Organ von ihrem Organismus machen. Ne? Ich denke, auch solche Leute werden noch gesehen von den Homo-Leuten wie diesem General und dann halt den Leuten, die da die Agenda vorgeben, als etwas Nützliches. Die sind nützlich, weil sie halt auf Straßenlevel ein Bedrohungsszenario hochhalten für ihre wirklichen politischen Feinde. Ich meine, die kloppen da ja nicht irgendwelche Globo-Homo-Generäle kaputt, sondern die kloppen da irgendwelche Leute Richtung AfD kaputt. Und das ist halt gewünscht im System. Ja, ich denke auch, aber ich denke, er kommt mir so ein bisschen wie so ein militärischer Grillboomer vor, ne? Alles, was er gesagt hat, ist ja auch nur alles Frieden und keiner angegriffen, etc. Ja, und offene Gesellschaft, ne? Also die Werte, ja. Also als es um die Werte ging, war das 1:1 halt, was der Typ auch will, nur weniger Kapitalismus, mehr Globo-Homo. Ja, also wenn wir Waffen in die Hand nehmen, dann um den großen Grill zu beschützen. Das geht noch. Ja, genau. Damit wir weiter grillen können. Den Grill unter der Regenbogenfahne, ne? Den Grill, an dem dann Bifang steht und sich. Ja. Genau, mit ihrem Würstchen ein Würstchen. Und schönes, dickes Würstchen grillt, ja, genau. Dem ich denke, dass er in der Position, in der er ist, nicht mehr in der Lage ist, mündige Entscheidungen zu treffen, sondern tatsächlich Befehlen zu gehorchen. Okay, er ist nicht mal mehr ein Mensch. gehorchen, Nationen zu gehorchen, Staaten zu gehorchen. Danke, dass ihr beiden da wart. Weiter alles Gute. Bitteschön. Der Angriff auf die Ukraine hat so viel verändert und so viele Fragen aufgeworfen. Es hat überhaupt nichts verändert. Redet mir das nicht ein. Ich meine, er hat halt bei einer vollkommen wahnsinnigen Bubble verändert, dass ihre Admins, sage ich mal, dass ihre Serverwarter gesagt haben, okay, wir machen hier NPC-Update 02 2022 und das bedeutet, Krieg ist jetzt geil. Und die absurden Sachen, die vorher sich erzählt wurden im linken Lager, pazifismusmäßig, die gehen aus dem Fenster. Ja. Es war auch an der Zeit, es kam zum perfekten Zeitpunkt, weil jetzt kontrolliert er halt die Mittel des Krieges. Und ich finde die Antworten von beiden heute unglaublich spannend und auch bereichernd. Wenn du das auch so siehst, teil doch dieses Video. Warte, sehen wir noch einmal die Couch? Macht ihr noch was? Nee, die Couch bleibt da. Okay, alle Quellen. Folgendes hat mich interessiert. Die haben dieses komische Wort gesagt. Und zwar, das war, warte, was war nochmal dieses offensichtliche Wort? Agitation, genau, das habe ich noch nie gehört. Agitation. Wo ist es? Wo ist Agitation? Agitation ist nicht drin. Lüge. Das hattet ihr mit Quelle eingeblendet. Quelle war Duden. Ihr habt keine Agitation in eurer Beschreibung. Ich werde sterben, ohne zu wissen, was Agitation ist. Gib mal in die Kommentare. Was schreiben die da so? Was schreibt der Top-Kommentar oder so? Ich möchte keine Leute beschützen, die ich nicht kenne. In einem Satz den Egoismus der Hyperkonsumgesellschaft beschrieben.
Ja, ich meine, was die halt wollen ist, ja. Also dann haben folgendes, Globo Homo heißt ja, wir haben weiter die Konsumgesellschaft, wir haben gleichzeitig halt Kommi-Style die Verpflichtung für den Regenbogen und die sexuelle Andersartigkeit von Anastasia Bifang zu sterben. Also wortwörtlich, Globo Homo ist dann das Schlimmste aus wortwörtlich beiden Welten. Also so, das Schlimmste vom Kapitalismus und vom Kommunismus hat sich vereint zu einem Monstrum. Ja, die sind tatsächlich am ersten Matt, dass der nicht solidarisch genug war. Also ich meine, das war das größte Gotcha. Also vor allem auch, ja. Sie haben sich ja ein Framework geteilt. Ne? Wir verlassen dieses Framework. Wir sagen, diese Solidarität, die ist nichts wert. Unsere Gesellschaft läuft in die komplett falsche Richtung. Aber die teilen sich ja eigentlich dieses Framework. Und darin hat er ja. Dann halt komplett völlig Was gemacht. Mich am meisten stört, ist zum Beispiel so ein Kommentar wie hier. Der Soldat ist ein absoluter Ehrenmann, dass er sich mit so einem Sack abgibt oder so. Ja, ist er nicht. Ja, dass er vor so einem Sack buckelt. Ne? Wenn dieser Sack respektlos zu ihm ist, muss er doch mindestens so respektlos zu ihm sein und nicht dein Händchen halten und sagen, wie gerne er ihn hat. Ja, der hat keinen Selbstrespekt, genau. Das ist vielleicht ein ordentlicher Soldat, wenn man ihm die richtigen Befehle geben würde, aber er hat keinen Selbstrespekt und er zieht einfach nicht nötige Grenzen. Hier kommt das große Nazi-Ding wieder. Das war auch ein Punch dann. Und Solidarität dazu ich in jedem zweiten Kommentar. Ja, es ist alles halt Gehate auf dem Typ von Solid. Was ist hier geil? Ausgelöst, weil ich keine Leute beschützen möchte, die ich nicht kenne. Ah, ja, okay. Wieder Solidarität. Ja, genau. Und wo er dann auch mal sich zu Wort melden musste in einem Nachinterview. Tja, alles klar. Tja. Das war doch eine Gut. interessante Geschichte heute. Bisschen Militärzeug. Ja, soweit ich das mitbekommen habe, hat die Bundeswehr ja wieder Rekrutierungsprobleme und hier können wir halt sehen, woran das liegt. Ne? Wer will für so eine blasse Nonsens-Truppe irgendwas riskieren? Also ich meine, wenn du dann den Typen, der dir die Befehle gibt, von denen dein Leben am Ende abhängt, sitzen siehst in so einer scheiß Show, wo er im Endeffekt den Kuck am Sacken ist von irgendeinem Linksextremen, der ihm sagt, wie eklig er ist. Ne? Da stößt man auf Schwierigkeiten. Ich habe die Wahl, Befehle entgegenzunehmen von Globo Homo oder von Anastasia Bifang. Geil. Ja, Globo Homo Produkt 3720. Ja. Wir haben also einen durchaus positiven Blick auf die Bundeswehr. Das sollte damit dargestellt sein. Lasst euch nicht im Darkroom erwischen, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann. Sonst hat das zwar keine Konsequenzen, aber wenn, dann müsst ihr trans werden vorher. Also lasst euch nicht beim Rammstein erwischen. Ne? Das sind die Sachen, für die gibt's noch Konsequenzen. Hätte das ein Trans-Ens gemacht, dann wäre es wahrscheinlich lustig gewesen und empowernd oder so. Ja, gut. No, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, immer unten rein damit. Bis dann und macht's gut.